Es ist der 16. Januar 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der sich sehr freut, dass das Tanzlied, was ich gerade als solches benannt habe, schon gleich Wirkung zeigt und im Chat schon bereits getanzt wird. Herzlich willkommen allen, die jetzt hier zuhören, live oder in der Konserve oder auch direkt am Draht. Denn ich begrüße die Menschen, die mit mir im Sendegarten sind und vor allen Dingen hier erstmal den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Habt ihr es gehört? Es ist wirklich Sebastian. Diesmal habe ich mich nicht vertan. Das war auch echt ein Ding. Naja, das können wir gleich alles nochmal aufrollen. Wir sind aber nicht alleine. Wir haben die Claudia mit dabei. Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Wunderbar, du bist auch wieder da. Auf den Lars müssen wir im Moment noch verzichten. Der hat sich auf den Heimweg gemacht über eine der stärksten befahrenen Autobahnen dieser Republik. Der wird aber, wenn alles gut geht und nicht noch größere Schwierigkeiten auftauchen, wird er irgendwann im Laufe des Abends noch dazustoßen. Also nicht im Sinne von zusammenstoßen, das wollen wir nicht hoffen. Hoffentlich. Also der kommt dann vielleicht noch später, aber wir haben auf der Gartenbank eine liebe Gästin sitzen, nämlich die Christiane. Guten Abend, Christiane. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, vor etwa einem Jahr warst du schon mal kurz da, hast du so reingelinst und es ist doch eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, was sich in diesem Jahr vielleicht alles verändert hat bei dir und mit dir. Ja, einiges. Kann ich schon mal anteasern. Ah, bleiben Sie dran. Später mehr. Ja, wir wollen natürlich auch einen kleinen Rückblick zu dem Kongress halten, 36C3. Also es ist schon viel Rückblicke und so weiter gewesen, aber es wäre natürlich nicht vollständig, wenn der Sendegarten nicht auch seinen Sendesenf dazugeben würde. Ich habe keine Ahnung, wie lange man das erträgt. Also ich... Wir schauen einfach mal. Wir lassen das mal so laufen, das Gespräch, in der bewährten Manier. Aber wir sollten zunächst einmal gucken, was denn in der Zwischenzeit hier so an Ernte eingegangen ist. Denn während wir auf dem Kongress waren und drei Folgen gemacht haben, gab es ja diesen Rückblick nicht. Also war ja quasi ein bisschen Sonderprogramm. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder zurückgehen und gucken, was es denn da eigentlich gegeben hat. Und wir gehen erstmal in die neue Ernte. So, vor Weihnachten hatten wir über ein Podcast-Angebot gesprochen, das nannte sich Sackfault und wir hatten ein bisschen hin und her überlegt, was das überhaupt bedeuten könnte und wir haben schon diverse Zuschriften bekommen. Diese ist vom 22.12., das heißt, die könnten wir eigentlich noch nicht besprochen haben. Sebastian, siehst du die? Kannst du die vielleicht mal zu hören geben? Ja, klar. Hallo Sendegarten-Team. Wir wurden darauf aufmerksam, dass ihr unseren Podcast Sackfault.fm in der letzten Folge als einen der Blütenschätze vorgestellt habt. Vielen Dank für die lieben Worte. Wir freuen uns sehr. Ihr habt den Inhalt der Folge wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Auch wie treffend ihr den Namen unseres Podcasts in Gemeinschaftsarbeit erörtert und erklärt habt. Wunderbar. Vielleicht trifft man sich ja mal auf dem Kongress. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch, Daniel. Das hat jetzt nicht geklappt mit dem Kongress. Wahrscheinlich sind wir aneinander vorbeigelaufen, möglicherweise. Ja, dankeschön, Daniel, auf jeden Fall für die Rückmeldung. Ist ja immer gut, wenn wir etwas Positives vor allem zu Jahresbeginn bekommen. Ne, dann kommt die Energie. Nicht wahr, Claudia? Mhm. Nächstes Jahr dann wieder. Hast du denn Energie, sich mit dem Kommentar zur 89. Ausgabe zu beschäftigen? Dann muss ich jetzt zugeben, dass ich gerade das Dings gar nicht offen habe. Macht ja nichts. Muss nichts zugeben. Das verraten wir niemandem. Das sagen wir einfach nicht. Dann mache ich das. Da schrieb uns nämlich die Patricia Camerata, am 4. Januar war das. Hi, vielen Dank für die Nennung von nur30minuten.de. Das hilft uns sehr. Den Podcast gibt es ab März auch als Buch. Das heißt, entstanden ist er, weil ich das Buch geschrieben habe und dann dachte, Mensch, vielleicht wollen Eltern sowas auch gerne hören und nicht nur lesen. Folge 1 ist am 27.12. erschienen und wir senden jetzt wöchentlich. Viele Grüße. Das war die Patricia Camerata.
Das ist dieses Buch, wo es, oder das Angebot, wo es darum geht, Kinder und digitale Medien irgendwie in Einklang zu bringen. Also wie viel Digitales ist gut oder nicht. Schließt so ein bisschen an das, was wir am Tag 2 mit Chaos macht Schule thematisiert hatten auf dem Kongress. Gut, was haben wir noch? Dann hat uns der Mann mit den vielen Namen, Evil Sven, Dennis, wir kennen ihn unter Sven oder der Mann mit der großen Pfanne, hat uns auch einen Kommentar geschickt, allerdings gesprochen, und den hören wir uns jetzt mal an. Hallo, liebes Sendegarten-Team. Hier ist der Evil Sven. Ich weiß selber nicht mehr, wie ich heiße. Danke, Martin. Ich habe gerade eure 3 Folgen vom Kongress gehört, beziehungsweise bin dabei, die letzten Minuten der letzten Folge zu hören. Und ich wollte nur sagen, ganz, ganz großes Tennis. Hat also mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Besonders die zweite Folge, wo wir alle, Roddy und Nikolas, mal quasi als Väter hören konnten. Die hat mir ganz ausgezeichnet gefallen. Und ja, großes Tennis, mein Blütenschatz dieses Mal, und ja, euch ein schönes neues Jahr und bis demnächst. Tschüssi. Ja, super, wir fangen mit Blütenschätzen an. Normalerweise endet damit unsere Sendung, aber gut. Dankeschön. Ja, war nett mit euch, ne? Ja, jetzt kannst du endlich ins Bett gehen, Gott sei es gedankt. Ja, das war doch wirklich Tüfte, ne? Also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass hier die Erntemaschine anfängt zu blinken. Ich dachte erst, Fehlfunktion, oh verdammt, irgendwas geht nicht mehr, muss ich gucken. Und dann war da dieser schöne Kommentar drauf. Schon auch, wann war denn der? Am 2. Januar schon auch. Ja, vielen Dank. Supi. So, dann habe ich hier als nächste Kachel Spotify-Werbung. Worum geht's denn da? Sebastian, hast du die auch? Kannst du die mal zu hören geben? Ja, kann ich vorlesen. Mach mal. Genau, der Sascha Hüsing at Hobbes und also ist eine Twitter-Karte anscheinend gewesen. Hattet ihr nicht im, also at Martin Rützler und at Linus, hattet ihr nicht im Heckenschnitt SEG 084 nicht das Thema? Da ist ein Link auf Streaming Marktführer Spotify für zielgerichtete Podcast-Werbung ein. Dabei und dann schreibt er weiter, Streaming-Marktführer Spotify führt zielgerichtete Werbung ein, macht ernst in Sachen Podcast-Vermarktung und will zukünftig zielgerichtete Werbung in Podcasts platzieren. So sollen Werbungtreibende genau festlegen können, wer ihre Werbespots zu hören bekommt. Also das ist abgeschnitten. Ja, darum geht's. Also da gibt es, glaube ich, im Sendegate auch schon einiges an Themen zu, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ah, okay. Also, ich bin Podcaster und spiele etwas über Spotify aus und Spotify blendet dann, ohne dass ich das beeinflussen kann, in meinen Audiostream irgendwelche Werbeangebote ein. Habe ich das so richtig verstanden? Ich glaube schon. Ich habe es auch nur so grob mitbekommen, was da gerade passiert. Und ich glaube sogar, ja, ich glaube im Sendegate war auch die Rede davon, dass das sogar an Zahlungskunden ausgespielt wird, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das wäre natürlich doch, Das habe ich auch gelesen. Also ich bin ja Premium-Kunde bei Spotify wegen der Musik, nicht wegen der Podcasts. Da habe ich andere Wege gehört. Nein. Und da ist es ja tatsächlich so, dass es werbefrei ist. Und genau. Da wird dann wohl bald auch an mich in Podcasts Werbung ausgespielt, was ich eine Frechheit finde. Ja, der Max Snyder schreibt gerade im Chat, bisher, Ausrufezeichen, wollen Sie das nur in den Eigenproduktionen machen? Die Werbung hören dann auch die zahlenden User. Ja, das ist das, was Christiane, glaube ich, sagte. Ne? Egal, ob du zahlst oder nicht, du wirst trotzdem, wirst beglückt mit der Werbung. Genau. Warum genau zahlt man doch mal für das Angebot, wenn man, egal. Weil es geht. Immer dieser Verbraucherschützer hier. Ja, die Frage ist ja, abgesehen davon, dass Werbung vielleicht nicht so schick ist, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie wird es denn gemacht? Ich habe mal ein Angebot gehört vom Travis Doe, der über so einen amerikanischen Kanal gekommen ist, und die haben ihm wirklich mitten im Satz haben sie ihn ausgeblendet, irgendeine schreiende Werbung dazwischen, und dann hat er an der Stelle
weitergeht. Also da gab es keine, sagen wir mal, Beachtung von Sprechpausen oder so, sondern das war wie, als würde man einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf bekommen. Also das war wirklich so, als Hörer habe ich gedacht, nee, also dann haben wir abgeschaltet, das konnte ich nie ertragen. Wenn das irgendwie anmoderiert wird oder hier bei 4000 Hertz, die machen da immer irgendwie so ein Bling, Blang, Plong davor und dann weiß man auch, aha, jetzt kannst du mal für einen Moment die Aufmerksamkeit abschalten, so, dann geht das ja sogar noch. Aber dieses mitten im Satz reinhauen, mein Lieber, hat jemand von euch eine Ahnung, wie Spotify das lösen könnte? Also bei Spotify gibt es ja bei den Podcasts, soweit ich weiß, nicht mal Kapitelmarken. Und wenn du Musik hörst und dir Werbung eingespielt wird, dann ist es ja zum Glück zwischen den Songs, weil die sind ja irgendwie als Datei wahrscheinlich irgendwie abgeschlossen. Aber wenn die sozusagen die ganze Podcast, MP3, whatever, dort reinladen und abspielen, dann ist für die ja auch nicht mehr klar, wo fängt jetzt der Satz an, wo hört er auf, wenn da keine Kapitelmarken drin sind oder ähnliches. Deswegen würde ich befürchten, dass es so kommen wird, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich kenne mich da technisch auch nicht aus. Es gibt ja Podcatcher, die können Pausen erkennen und rausrechnen sozusagen. Dann wäre zumindest technisch sollte es ja möglich sein, zumindest Sprechpausen zu erkennen und in die Sprechpause eine Werbung einzublenden und nicht mitten im Satz. Aber manche Leute machen ja auch Sprechpausen im Satz. Also das ist ja auch kein richtiger. Nein. was man natürlich technisch machen könnte, man könnte versuchen, das Ganze automatisch zu transkribieren und dann halt mit der Texterkennung zu arbeiten, ob da jetzt ein Satzanfang ist oder nicht. Dann hängt es natürlich von der Spracherkennung ab, wie gut das funktioniert und ob der Satzbau korrekt erkannt worden ist. Aber das ist natürlich schon ein sehr hoher Aufwand. Ob das dann wirklich getrieben wird, bezweifle ich auch. Kam im Chat gerade nochmal der Hinweis, dass das ja in Eigenproduktion relativ leicht umsetzbar ist. Also wenn, solange es eine Eigenproduktion ist, können sie das ja eh hinschneiden, wo sie wollen. Und bei allem anderen wird es dann halt wahrscheinlich eher knifflig. Wenn das aber so ist, wie du sagst, Sebastian, mit der Erkennung, dann könnte man ja sogar noch auf die Inhalte eingehen. Also wenn da einer gerade was weiß ich, einen Angel-Podcast macht und erzählt hier ganz tolle Fische oder so, dann kommt da irgendwie Angelladen, hau den Lukas, hat jetzt irgendwie das tolle Angelangebot oder so. Ja, brauchst halt entsprechende Werbekunden, ne? Die halt auch genau dafür auch gerade irgendwie Werbung machen wollen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt was hast, was genau zu deiner Nische passt, weil das ist ja gerade der Vorteil von Podcasts. Wir sind da ja alle in irgendwie diversesten Nischen irgendwo drin. Ist dann doch relativ gering. Also wenn das so, so funktioniert. Ja, und dann hast du halt im Zweifelsfall irgendwie Parteiwerbung drin für irgendwas, was du selber ums Verrecken niemals wählen würdest. Ne? Also, weil die halt gerade eben Unmengen an Kohle da reinwerfen. Also, ich weiß nicht. Oh Gott, stell dir das vor. Du willst irgendwas backen und dann machst du schöne Brownies und dann hast du Parteiwerbung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Farblich passend. Ja. Unsicher. Also, oder halt auch, weiß ich nicht, hast halt irgendwie eine Diskussionsrunde mit irgendwie Leuten zu, jetzt vielleicht auch zum Kongress oder so, ja, und alle freuen sich gerade nochmal darüber, dass eben das Banner mit Teil der Unvereinbarkeitserklärung halt von 2005 am Eingang war, ja, und dann kriegst du halt erstmal irgendwie AfD-Werbung hinter rein geklöppelt oder so, ist natürlich super. Nicht schön. Keine schöne Vorstellung. Dann lass uns doch lieber werbefrei bleiben. Genau, oder wegbleiben gut, von Spotify, ne? Was der Max Snyder gesagt hat. Ich habe übrigens beim Congress die besten Sticker ever gekriegt. Ja, möchte ich an dieser Stelle sagen. Podcasts nur echt mit RSS-Feed. Nicht schlecht, ja. Das ist gut. Ja. So, ja gut, Sofa-Reporter sagt gerade, womöglich wird die Werbung zunächst einmal zu Beginn der Podcast-Folge ausgespielt. Ja, kann natürlich sein. Hauptsache, was ich halt erlebt habe, war, dass dem Travis mitten im Satz das Mikrofon quasi weggenommen wurde. Dann kam so eine schreiende Werbung und dann ging es halt irgendwann weiter. Und das ist wirklich ganz, ganz schlechter Stil. Also
Ja, das ist wie im Fernsehen, ne? Das ist ja manchmal auch. Da läuft ja irgend so eine Seifenoper und mittendrin. Wir haben kein Fernsehen, aber ich bin jedes Mal was erstaunt, wenn wir beispielsweise meine Eltern oder so besuchen und die haben tatsächlich dann halt so lineares Fernsehen und ich bin jedes Mal wieder völlig verblüfft, was das, was man sich halt so antun kann. Das ist vollkommen faszinierend. Also, sag mal, apropos Spotify, hattet ihr vor, das irgendwie vielleicht später, sonst, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt hier, ich habe es. Wir wollten später. Ich habe mittlerweile die Troller offen, aber ich habe nichts dazu gesehen gerade. Weil ich ja jetzt irgendwie auch so über Twitter / Mastodon irgendwie mitgekriegt hatte, dass wohl Menschen von Spotify im Sendegate auf dem Congress waren und sich mal eine Gratis-Beratung abgeholt haben. Ach ja, ja, genau. Anchor FM, benutzt du Anchor FM? Wir sind Anchor FM, ja, ja, genau. Ja, so in etwa. Erzähl mal, was war denn da? Für alle, die nicht wissen, worum es geht. Also ich war jetzt selber auch nicht involviert. Ich habe es auch nur über Mastodon/Twitter mitgekriegt. Aber offensichtlich waren wohl 2 bzw. 3 Menschen von Spotify beim Kongress, sind dann auch ins Sendegate da halt rein und haben, ich glaube, den Ludger angesprochen, so, hey, was ist denn das hier? Ne? Bist du der Typ hier von Ultraschall? Nee, der sitzt da drüben. Ach so, ja, ich habe hier irgendwie, ich möchte einen Podcast machen, ich habe hier diese Anchor-App, kann ich die dafür verwenden? Und dann halt wirklich so ins Gespräch gezogen und sich halt quasi so ein bisschen beraten lassen, ne? Wie macht man eigentlich so einen Podcast und so weiter? Und sind dann irgendwann nach Minuten, ich frage mich jetzt nicht mehr wie viel, aber es war doch wohl relativ lang, ist er dann darauf aufmerksam gemacht worden, dass das 2 Typen oder 2 Menschen von Spotify waren. Die hatten das wohl auch irgendwie hinten auf ihren T-Shirts drauf. Und das kam wohl nicht so richtig gut. Also fühlte sich dabei halt dann auch nicht mehr richtig wohl, ne? So, weil, hey, sie hätten auch einfach sagen können, hallo, wir sind von Spotify, ich weiß, wir machen hier andere Sachen als ihr oder wir machen eigentlich fast dasselbe, also je nachdem, ne? Dann kann man, wären dann vielleicht da irgendwie netter ins Gespräch gekommen, als halt irgendwie so hinterrücks, also in dem Fall tatsächlich quasi hinterrücks dann irgendwie drauf zu kommen, so, ach so, das sind übrigens Menschen von Spotify. Fand ich auch irgendwie sehr, sehr strange. Ja, genau, der Max Snyder schreibt hier gerade ganz miese Nummer. Ja, dem Ludger ist das ja auch gar nicht gut bekommen. Also der, was er da schreibt, nee, glaube ich ja, wohl. Das, ja. Hat sich wirklich ganz schlecht angefühlt für ihn. Ja, ja, glaube ich auch. Verstehe ich total. Wäre mir genauso gegangen. Und das ist so, also das, die Szenerie beziehungsweise halt so das Vorgehen, das kennen wir jetzt ja am Kongress auch schon seit 10 Jahren. Ja, das sind halt immer irgendwelche Typen von irgendwelchen Firmen, die halt versuchen mit irgendwelchen Leuten, die halt cooles Zeug machen, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Jetzt hat es irgendwie halt auch die Podcaster-Community erwischt, ist halt nicht geil. So. Tja. Vor allem, man hat bisher ja auch nie damit gerechnet, zumindest in der Podcast-Community, haben sich ja die Firmen doch bisher sehr zurückgehalten, aber jetzt sowas ist dann wirklich neu. Ja. War halt schon irgendwie doof. Ja. Naja. Wie ist denn da die offizielle Policy? Du bist ja etwas näher dran, Claudia, an der Kongressorga. Ist das ein No-Go? Ist das eigentlich verboten? Würde man die ermahnen, wenn man das offiziell mitbekommen würde? Oder ist das Krausrauschen, wo man sagt, naja, die gehören halt auch irgendwie zur Gesellschaft und dass sie ein Interesse haben, ist ja jetzt auch irgendwie nachvollziehbar. Wäre schön, sie würden es mit offenem Visier machen, aber na gut. Ne? Nach dem Motto All Creatures Welcome müssen wir die halt auch Welcome heißen. Wie ist denn da so die große Linie? Hast du eine Ahnung? Kann ich jetzt auch nicht final beantworten, aber irgendeine Mischung da draus, würde ich sagen. Also so ein, wir können es nicht verhindern, aber cool ist halt nicht. Ne? Und Also, wäre das etwas, was man so an das Awareness-Team weitergeben sollte vielleicht? Wäre vielleicht eine Option. Vielleicht mal fragen, ob sie sich dafür zuständig fühlen. Also für die Seku ist es noch nicht ganz. Also Security. Nein, aber, das wäre ja auch. Aber
halt so irgendwie, da laufen Leute rum und die versuchen uns hier irgendwie auszuhorchen, ist halt irgendwie so Mittel. Wäre vielleicht für Ludger halt so eine Anlaufstelle vielleicht ja, genau. gewesen. Das auf jeden Fall, denke ich mal, weil Huan ist es jetzt halt primär auch wirklich, wenn sich jemand aufgrund Gegebenheiten oder von anderen Besucherinnen eben nicht mehr auf dem Kongress wohl und oder sicher fühlt, ist das auf jeden Fall eine Anlaufstelle dafür, genau. Ja. Der Fall war ja zumindest nach den Beschreibungen, die man da lesen kann im Sendegeld, war der ja eingetreten. Er hat sich da nicht mehr wohlgefühlt für den, zumindest für eine gewisse Zeit. Ja. Ja, genau. Nee, also im Chat kommt auch definitiv eine Sache für Awareness, ja. Und der User heißt Liebe und König. Das könnte doch möglicherweise sogar jemand sein, der da ganz nah mit der Sache zu tun hat. Ja. Nee, aber war, ja, hat jetzt eben, wie gesagt, diesmal auch die Podcaster-Community getroffen. Ist das denn ein bekanntes Phänomen, dass da immer auch, sagen wir mal, ich sag mal, einfach so Headhunter irgendwie rumlaufen, die sagen, hey, wir haben eine tolle Bude, willst du nicht bei uns anfangen oder so? Gibt es schon immer wieder mal, also habe ich jetzt auch schon öfter mal gehört, dass das über die Jahre auch immer wieder passiert ist. Und wenn die Leute halt Tickets haben, was willst du machen, ne? Also die die schwimmen dann halt auch einfach mit rein und ja, schwierig. Ist ja nicht so, ne, wie bei Presse, ne, wenn du halt Leute hast, die da eben von der Presse hinkommen, dann kriegen die da halt auch ihre Presseengel mit, ne, die dann da mit gelben Westen rumlaufen und dass man halt auch wirklich drauf aufpassen kann und dass dann halt auch die Presseengel drauf aufpassen, dass die eben niemanden auf dem Bildschirm filmen oder ins Gesicht oder was auch immer, ne, oder halt nur nach vorherigen Fragen. Das hast du halt jetzt für irgendwelche, in Anführungsstrichen, Firmengäste nicht. Und es ist halt auch, glaube ich, schwierig, das zu machen, weil ja auch ein ganzes Teil aus der Community selber quasi auch dienstlich, in Anführungsstrichen, da sind halt als Weiterbildung, weil ihre Chefs und Firmen das halt cool finden, was sie machen. Das gibt's ja auch. Ja, die treten dann halt nur nicht im Namen der Firma auf, ne? Das sind dann halt Leute, die, ich habe da irgendwie so einen Talk gesehen, da hat jemand irgendwie diese Lieferautos, diese fahrbaren Drohnen sozusagen, die irgendwie Pizza ausliefern oder so. How to not irgendwas zu planen. Und er hat im Prinzip diesen ganzen Erfolgsweg seiner Firma beschrieben, wo ich beim Zuschauen auch gedacht habe, das ist ja jetzt eigentlich auch ein Stück weit Werbung für seine Firma und für seinen Lieferdienst, den er da macht. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Community-Vortrag, weil das einfach ein Hacker ist, der sich da irgendwie auf den Weg gemacht hat, da eine Erfindung umzusetzen und erzählt von allen Fehlschlägen und Erfolgen. Das ist auch schwer, da eine Linie zu ziehen. Also das ist wirklich nicht einfach. Ja, klar. Ja, ich vermute, dass war schon relativ früh dabei das Problem und es wird sich wahrscheinlich auch einfach in Zukunft nicht lösen lassen, außer du sagst halt wirklich, keine Ahnung, dass du halt grundsätzlich keine Firmenleute reinlässt oder sowas, aber das kriegst du halt auch nicht wirklich durch. Also ja. Die sollen alle einen lustigen Hut aufsetzen mit einer Rundumleuchte oben drauf, dann weiß man halt Bescheid. Genau. Oder halt einfach sorry, aber die Eier in der Hose haben und sagen, okay, ich bin jetzt hier halt auch wirklich als Spotify in dem Fall, ja, und trete hier halt jetzt auch offiziell auf und frage halt auch einfach klar raus und spiele mit offenen Karten, ja. Also, das kann ja nun nicht so schwierig sein. Und stattdessen halt da irgendwie so hinterrücks rumrennen. Aber wenn man genau weiß, dass dieses mit offenen Karten spielen dann auch gestattet ist, wenn ich die Befürchtung habe als Firmenvertreter, sobald ich sage, ich bin Firmenvertreter, setzen die mich an die Luft, dann sage ich es natürlich nicht. Ne? Also dann da müsste dann vielleicht auch von der Seite des Clubs irgendwie eine klare Linie gezogen werden. Also ihr seid hier willkommen, mischt euch unter das Volk, aber bitte sagt dann einfach klarer heraus, ob ihr jetzt als Privatperson euch informieren wollt oder eben als Firmenmensch. Also das dann muss es aber auch erlaubt sein, sonst. Ne? Naja, du kannst ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt tatsächlich zur Sekunde überfragt, aber das kann man sicher im Wiki nachlesen, ob es da halt, also bei der
bei der Anmeldung, beziehungsweise wenn es darum geht, für Business-Tickets und so weiter, das gibt es ja alles. Müssen wir jetzt halt dann wirklich nachlesen, was da nochmal konkret steht. Auf jeden Fall, ja, es ist Mounts eine Katze im Hintergrund, aber sie war heute schon draußen. Hey, für mehr Katzen-Content im Internet, super, wir haben eine Gartenkatze. Herzlich willkommen, Katze. Genau, die Kiki-Katze ist das. Keine Ahnung, da müsste ich jetzt selber nachlesen, aber wenn, wie gesagt, schon jemand da ist, dann halt bitte klar. Und natürlich müssen die dann halt auch damit leben, wenn irgendjemand sagt, danke, nett, danke für die Nachfrage, aber nö, will ich nicht mitreden, ja. Da müssen sie dann halt auch mit umgehen können, also, ja. Genau, gibt keine Auskunftspflicht. Alles freiwillig. Ich meine, ich hatte ja in der letzten regulären Ausgabe hatte ich doch von dieser Situation im Unperfekthaus beim Pottruhe-Treffen berichtet, wo ich da auch so angequatscht worden bin das war, glaube ich, jetzt, ich war mir nicht sicher, ob der jetzt irgendwie kommerzielle Absichten hat oder so, aber da war ja im Prinzip die Beratung des Sendegartens an mich, wir haben die Policy, jeder ist willkommen und jeder bekommt Antworten auf seine Fragen. Und da wird nicht geguckt, ob das Hobbyisten sind oder Leute, die es kommerziell nutzen wollen. Insofern, wenn ich diese Linie nehme, dann wäre das im Prinzip wieder okay. Ich habe das auch im Sendegate so ein bisschen versucht, so mit für und wieder niederzuschreiben, weil ich fühlte mich sehr erinnert an diesen Vorfall und konnte das auch, was Sutka da schrieb, sehr gut nachspüren. Naja, ist ein schwieriges Thema. Werden wir auch heute hier nicht klären. Nein, brauchen wir auch nicht. Bevor die Christiane gar nicht zum Reden kommt, sollten wir mal wacker weitermachen. Hierzu wir haben dann noch einen Beitrag hier in der neuen Ernte. Ich will dich aber nicht abschneiden. Claudia, hattest du alles gesagt? Nö. Ich wollte es eigentlich nur auch noch mal, weil mich das Thema halt irgendwie auch so sagen wir zumindest berührt hat, ja, also es ja. Ist, fand ich doch irgendwie, ja, ich weiß, es passiert halt immer und überall in Anführungsstrichen, aber es war halt trotzdem so, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, nee, eigentlich fertig. Der Sven schreibt, er wäre in beiden Fällen unfreundlich geworden, er wäre dann nicht so flauschig. Naja, so ist es halt. So, dann haben wir, gerade heute habe ich das gesehen, wir haben wieder eine Auf-Honig-Spende bekommen. Leute, habt ihr nichts Besseres mit eurem Geld anzufangen? Also, wir haben wieder 5 Stunden dazu bekommen. Das sind wieder zwei Ausgaben-Sendegarten, haben wir geschenkt bekommen von einer Person, die sich nicht näher benannt hat, außer mit einem Hinweis, ein Hashtag, eine Spende zu jedem Thema. Ich kenne einen Hashtag. Einen Kommentar drunter. Ah ja? Ja, da steht ein Kommentar drunter. Oh, habe ich ja nicht gesehen. Okay, dann lese ich den Kommentar vor. Ist von Vera, von Verkücktheiten, darf auch genannt werden, wenn wir das möchten. Ich habe ihr schon mal gedankt, schreibt der Lars. Genau, weil ich wollte, das war sozusagen meine Hinführung, eine Spende zu jedem Thema passt zu dem, ein Kükenbild zu jedem Thema. Denn die Vera macht ja die Kükenbilder und hat im Prinzip schon zu jeder, fast jeder Situation ein Kükenbild gemacht. Also aus kleinen Plastikküken, so Dekorationsküken, macht sie so, wie nennt man das denn? Szenen, ne? Szenen. Da spielen die Küken halt irgendwas. Das letzte, was ich gesehen habe, war Küken im Tattoo-Studio. Das war ganz, ganz großartig. Verdammt, das habe ich noch nicht gesehen. Ein armes kleines Küken und wird von einem anderen irgendwie so behandelt und es sieht aus, als hätte es den ganzen großen Bauch voll mit einem Teddybären oder irgendwie sowas. Es sieht ganz also es ist einfach wunderschön. Ganz viele Details. Und es gibt ein Geheimnis in allen Bildern und es gibt irgendein Geheimnis, was alle Bilder verbindet. Na gut, naheliegenderweise sind überall Küken drauf, aber so einfach ist es wohl nicht. Ist bisher noch keiner drauf gekommen, was das Gemeinsame in allen Bildern ist.
Ich kannte mal einen Regisseur vom Theater und der hat in jede Inszenierung ein Goldfischglas, also so ein rundes Glas mit Wasser drin und ein Goldfisch schwamm da drin rum. Egal was der gemacht hat, irgendwo auf der Bühne stand immer dieses Goldfischglas. Und ich habe gedacht, so was Ähnliches würde ich in den Kükenbildern auch finden, aber bisher ist mir das nicht gelungen. Vielleicht habe ich den Goldfisch einfach noch übersehen bisher. Also Dankeschön, Vera. Ganz lieben Dank. Aber kauf dir da lieber ein paar Küken für 5 Stunden. Na gut, wir nehmen es trotzdem. Machen was draus. Herzlichen Dank. So, und dann habe ich heute gesehen, nachdem ich nach langer Zeit mal wieder in das Backend vom Sendegarten reingeguckt habe, dass ein Kommentar schon am 12., glaube ich, ne, war der eingegangen. Vom Magentianer Jens. Ob das jetzt mit Magenta, mit der Firma, mit der großen Telekommunikationsfirma irgendwas zu tun hat, keine Ahnung. Jedenfalls hat er sich selber Magentianer genannt. Und er hat ganz viel geschrieben zur zweiten Ausgabe, die wir vom Kongress gemacht haben, wo es ja um Chaos macht Schule geht und um den Umgang, wie kriegt man Kinder an die digitale Welt herangeführt, was ist genug, was ist zu viel, was ist zu wenig und so weiter. Und er hat ganz, ganz viele Beispiele und Links auch noch geliefert. Also der Kommentar ist richtig, richtig lang. Aber den Anfang, den könnte doch die Claudia vielleicht mal vorlesen. Du hast es ja jetzt vor der Nase, hast du gesagt. Jetzt habe ich aber gerade auf das Kükenbild gestarrt. Och, Manu. Ihr Einsatz, Frau Zortzmann-Koch. Das ist ein Kommentar zu Sekt 091, sagst du, ja? Ja, yes, yes, Sir, Ma'am. Ich versuche das mal. Hallo, liebes Sendegarten. Kannst du auch so toll vorlesen. Entschuldigung. Ach, ja, zwischen Quatsch geht das natürlich nicht. Martin hält den Mund. Es ist wieder der Kardinalfehler, ne? Unbekannte Texte von fremden Leuten live vorlesen, ist total super. Sollst dich nicht im Voraus entschuldigen, mach doch einfach, dann gucken wir, was passiert. Das. Ja. Ich habe voller Freude, also nicht ich, sondern ein Magentianer Jens. Es wird immer besser. Ich komme nochmal rein. Also. Ja. Hallo, liebes Sendegarten-Team. Ich habe voller Freude eure Beiträge von der 36C3 verfolgt und alle haben mir sehr gefallen. Ein großes Lob an die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund, vor allem die, die die Kids mit beschäftigen. Berührt hat mich euer Beitrag vom zweiten Tag, Kinder ins Leben begleiten. Ich bin selbst Vater zweier erwachsener Kinder und denke, ich kann mitreden. Ich wurde ja im Beitrag von den tollen Möglichkeiten für Kinder auf dem 36C3 berichtet, viel wurde berichtet, Entschuldigung. Doch auch außerhalb gibt es viel Ehrenamt, was dazu beiträgt, unseren Kindern den Weg in die digitale Zukunft zu ebnen. Ich denke, der Staat hat kein Interesse an der digitalen Zukunft unserer Jugend. Wenn wir uns die Schulen ansehen, weiß jeder, was ich meine. Also sind die Gesellschaft und die Eltern gefragt. Im Internet gibt es schon einige Anlaufpunkte, wo Eltern ihre Kinder mit der Technik konfrontieren können. Als Beispiel seien die Plattformen von Scratch, wurde schon in der Folge genannt, LiveCode, Calliope, Blockly, MIT Inventor und Swift Playground für iOS. Im Prinzip sind alle gleich aufgebaut und nutzen das Programmieren durch Bauklötzchen. Der eine leichter, der andere schwerer für verschiedene Altersklassen. Ja, mehr habe ich da jetzt mal nicht rauskopiert. Der ganze Kommentar ist, glaube ich, 5-mal so lang wie das, was er da geschrieben hat. Ganz, ganz vielen Dank, Jens. Entschuldigung, wirklich, dass ich das erst heute gesehen habe. Ich hatte das schon mal erwähnt, die Benachrichtigungsfunktion, dass ein Kommentar eingegangen ist, ist irgendwie anders geworden. Möglicherweise liegt es einfach daran, dass es bei mir im Spam-Ordner landet, haben wir vorhin überlegt. Also irgendwas ist da schiefgegangen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich diesen Kommentar unterdrücken wollte, im Himmels Willen, ganz im Gegenteil. Vielen, vielen Dank für die positive Rückmeldung und die vielen tollen Links, die du da reingetan hast. Für alle die sich mit Computer und Kindern und so weiter auseinandersetzen. Einerseits, was Patricia Camerata und Markus Richter da machen, also nur 30minuten.de oder eben auch sowas, was der Jens da uns empfohlen hat, beziehungsweise eben Chaos macht Schule. Das sind ja alles die, ist ungefähr das gleiche Themenfeld. Also wie kriegt man die Generation, die noch am Anfang ist, in diese digitale Welt hinein, ohne sie zu überfordern und ohne dass sie gleich diesem, wie heißt das so schön, dem Überwachungskapitalismus zum Fraß vorgeworfen werden.
Das ist mein Lieblingswort. Dieses, also ich habe es jetzt gelernt und ich habe es auch aus deinem Buch gelernt, Claudia, wo das ja auch wieder auftauchte, nachdem ich irgendwie, ich hatte es auf dem Kongress aufgeschnappt oder so und dann habe ich es in deinem Buch gesehen und dann, guck mal, ihr seid alle schon ein halbes Jahr voraus, wo ich hinterher hinke. Aber ich habe es auch von der Shoshana Zuboff gelernt, also Surveillance Capitalism. Trifft es sehr gut, finde ich. Ja. Ich ärgere mich gerade ganz schrecklich, dass ich die Sendung vom zweiten Tag verpasst habe und ich hatte leider auch tatsächlich noch keine Zeit, sie nachzuhören. Ich habe auch erst zwei Talks gesehen, also wo alle anderen jetzt schon wahrscheinlich die letzten 15 Tage damit verbracht haben, einfach nur sich Talks reinzuziehen, bin ich noch ganz, ganz, ganz weit hinterher. Aber es war letztendlich ja auch das, oder zum Teil Thema von dem Vortrag, den ich an Tag 4 gehalten hatte auf der Chaos-Westbühne. Eben, wie man eben so technische Kompetenzen vermittelt kriegt und allerdings halt eben nicht nur für Kinder, die jetzt halt in der komfortablen Situation sind, dass sie vielleicht in den Genuss eines entsprechenden Bildungsprogramms noch kommen könnten. Aber was machen wir halt auch mit älteren Leuten, ja, die jetzt dann das irgendwann mal in ihrem Berufsleben vielleicht noch kennengelernt haben oder die jetzt dann halt auch so langsam aber sicher in Rente gehen, ne? Oder auch schon lange. Soll die zu TikTok gehen oder nicht, ist die Frage. Ja, genau. Ne, und das ist, da haben wir Spoiler, die Differenz zwischen Ist-Zustand an technischem Know-how in der Bevölkerung und dem, was Menschen vielleicht wissen sollten, ja, ist viel, viel, viel größer, als wir uns das alle denken. Ja, also ich habe heute gerade von einer Person gehört, die sich Passwörter im Betreff einer E-Mail selber zuschickt, um sie sich zu merken. Ja. Oder all solche Sachen, ja. Und da fragt man sich dann auch so, darf ich sie für das Konzept von Passwort-Safes begeistern? Aber weißt du, der Unterschied zwischen tatsächlichem Wissen und Verständnis und was tatsächlich da draußen so los ist, ja, und auch an technischen Möglichkeiten existiert, ist einfach so unglaublich riesig. Und ich glaube, dem werden halt sämtliche Bildungsangebote einfach nicht gerecht, weil sie entweder 2-3 Stufen zu hoch ansetzen und die Leute gar nicht da abholen, wo sie sind, ja. Und dazu kommt halt die Schwierigkeit, dass die meisten Leute es auch entweder nicht wissen wollen oder von vornherein davon ausgehen, das ist so viel und wird so viel meiner Zeit kosten, das will ich nicht, ja. Und das ist schwierig. Ja, also zunächst mal möchte ich dir, ich habe diesen Talk gesehen, den du da gehalten hast und ich möchte dir herzlich gratulieren dafür, dass du die Menschen so mobilisiert hast. Du hast ja ganz viel Q&A gehabt und mit den Leuten geredet und in Interaktion gekommen. Das war echt beeindruckend. Also da habe ich gedacht, wow, wie hast du das gemacht? Also wirklich Töfte. Ich habe sie einfach gefragt. Ja, weil sie haben dann auch mitgemeint. Ich kenne dann auch so, dass die Fragen dann einfach mal so abtropfen irgendwo. Aber das andere, was ist, also in meiner Jugend gab es da sowas mit Computern und so noch gar nicht, aber wir hatten zum Beispiel sowas wie Telefon und wir hatten auch Luftpost oder sowas. Also man konnte einen Brief schreiben beispielsweise und der wurde auch von der Deutschen Post, dann ging der in die internationale Post und was weiß ich, in die USA Post oder so, von verschiedenen Diensten, durchaus von verschiedenen Diensten angefasst, aber nicht geöffnet. Außer man stand irgendwie drauf, was weiß ich, Büchersendungen und so weiter zu Kontrollzwecken. Aber ein normaler Brief wurde nicht geöffnet. Genauso wie ich davon ausgegangen bin, dass ein normales Telefonat ins Ausland nicht mitgehört wird, beziehungsweise ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht, weil ich mich von der Behörde, die das irgendwie, die Behörde für Kommunikation, die das mit internationalen Verträgen oder wie auch immer geebnet hat, habe ich einfach für mich angenommen, da findet keine Überwachung statt. Vielleicht war das auch falsch, aber habe ich zunächst mal mit das Vertrauen da rein gehabt. Und es hat niemand zu mir gesagt, ja, du musst ja aber auch mal Gedanken machen, wie denn eigentlich der Weg ist hier. Wenn du jetzt hier den Hörer abhebst und drückst eine Nummer und auf dem anderen Kontinent klingelt das Telefon, dann musst du doch wissen, wie der Weg ist und du musst doch selber für die Transportsicherheit sorgen und so weiter. Das hat es nicht gegeben. Und ich finde, da bin ich ganz bei Linus und bei anderen, die inzwischen sagen, nee, also
das ist auch eine Überforderung für den Normalbürger, dass wir uns jetzt hier hinsetzen sollen und jeder für sich seine eigene Sicherheitsumgebung bastelt. Das ist ganz schön für die Nerdinnen und Nerds und ja, so ein bisschen aufpassen sollte halt jeder, auch ein Grundverständnis haben, aber ich finde, das ist tatsächlich eine Frage, die nicht auf jeder einzelnen Person abgeladen wird. Das ist etwas, was auf höherer Ebene geregelt werden muss. So. Total grundsätzlich. Entschuldigung. Nee, gar kein Ding. Gebe ich dir auch, wie gesagt, total recht, weil es einfach mittlerweile ein Ausmaß angenommen hat, dass man halt tatsächlich einfach als Einzelperson kaum noch überschauen kann. Es ist halt nur trotzdem die Sache, wenn du zumindest weißt, dass dein Vehikel durch einen Motor angetrieben wird, ja, dann bist du halt oder hast du zumindest verstanden, warum dieses Ding sich bewegt, ja. Und wenn du halt zumindest grob verstanden hast, also ich bin nicht unbedingt dafür, dass alle Leute programmieren können, ja. Also ganz beim besten Willen, ich kann das selber nicht gut, ja. Also es ist in der Diktion von Code is Poetry ist bei mir Coden eher vogonisch. Aber es ist halt trotzdem so ein, wenn man einmal zumindest das Grundprinzip verstanden hat, ja, wie Daten von A nach B kommen, dann tun sich die Leute am Ende leichter zu durchschauen, wenn ihnen gerade Blödsinn erzählt wird. Ne? Weil was wir ja zwei Schritte weiter haben, sind dann so Sachen wie, die KI ist total super, wir brauchen alle KI, weil KI kann total super Sarkasmus erkennen, weil die kann ja auch einparken. Ja? Und wenn dir sowas genau nicht passieren soll, dass dir so ein Scheiß erzählt wird, ja, dann wäre es halt toll, wenn zumindest ein gewisses Grundverständnis da ist. Das heißt nicht, dass alle programmieren können müssen, aber zumindest halt so ein Basislevel an, was passiert hier eigentlich, wäre eben total super. Aber das, was wir tatsächlich brauchen, und da bin ich auch ganz bei dir, ist halt primär eigentlich ein gesellschaftlicher Konsens, wie wir eben insgesamt mit Technik umgehen wollen. Na, und halt auch gesellschaftlich damit umgehen wollen. Na, also genau. Dass eben diese Überwachung nicht im Kapitalismus endet oder der Kapitalismus die Überwachung einverleibt. Ja. Ich habe hier gerade mal überlegt, weißt du, was ein Hebdrehwähler ist? Das ist das nicht ein altes Telefon? Wow, also, Claudia, bravo, genau, das ist aus einer Vermittlungsstelle. Da wird tatsächlich aus den Impulsen, die aus der Wählscheibe kommen, wird dann mechanisch eine Verbindung hergestellt zu einer definierten Leitung. Wow. Sag mal, Christiane, wenn wir dir hier zu viel reden, darfst du dich auch einfach dazwischen klinken. Ich schäme mich auch schon ein kleines bisschen. Aber alles gut, alles gut. Ich höre euch wirklich gerne zu und das ist halt ein Thema, zu dem ich nicht so viel beitragen kann, weil Claudia, du da einfach die Expertise hast und deswegen will ich da auch jetzt nicht irgendwie reingrätschen. Alles gut, aber du kannst es, glaube ich, sicher von der anderen Seite gut erklären, wie man vielleicht Menschen Dinge so nahe bringen kann, dass sie es dann auch wirklich verstanden haben, oder? Oder dass es sie interessiert? Das wäre ja schon mal Level 1. Ich habe hier gerade richtig Probleme mit StudioLink. Ich habe mich kaum verstanden gerade. Du hast mich aber gefragt, wie man das den Leuten nahe bringen kann, beziehungsweise denen begreiflich machen kann, dass es wichtig ist, oder? Mhm. Genau. Okay, also wie man denen das nahebringen kann, da stecke ich tatsächlich nicht so drin. Ich habe mich ein bisschen schon mit Privatsphärebedenken im Umgang mit digitalen Technologien beschäftigt und da ist ein Befund, dass, also das hängt auch stark von der Nutzungsgruppe natürlich ab, auch von dem Alter der Nutzenden, dass es aber wirklich viele Menschen gibt, die sich halt überhaupt keine Gedanken machen. Also das ist immer so eine Abwägung zwischen was bringt mir die Technik? Also ist der Nutzen höher als das Risiko, meine Daten irgendwo reinzugeben und an Dritte weiterzugeben, die damit irgendwie Schindluder betreiben? Und da wirklich die Risiken erstmal klar zu machen, ist, glaube ich, erstmal eine ganz große Herausforderung, weil der Nutzen erstmal an erster Stelle steht und die Risiken komplett überstrahlt. Also wenn der Nutzen wahrgenommen wird als sehr, sehr groß, dann müssen die Bedenken schon wirklich sehr groß sein, dass man überhaupt erstmal überlegt, vielleicht sollte ich das doch nicht machen. Wir sind eigentlich so ein bisschen in der Diktion von, ne, früher war Atomenergie halt auch so die
die Zukunft mal, ne? Genau. Also gerade so Ende 20er, Anfang 30er war Atomenergie ja so das Ding und später werden alle Sachen nur noch atomgetrieben sein und ne? Und heute wissen wir halt auch, dass das nicht so die geilste Idee war. Ja. Tja. Aber eine sehr gute Idee ist, die Christiane ins Spiel zu bringen. Denn jetzt sind wir endlich mit der neuen Ernte durch und könnten tatsächlich auf die Gartenbank gehen. Machen wir das? Mhm. Gerne. Jo. Auf die Gartenbank. Zack. Als beste Zuhörerin der Welt hat sie sich gerade schon geoutet, sozusagen. Kann eine Stunde ruhig sein und kein Wort sagen. Und sie als Gast eingeladen ist, meine Güte. Wie gehen wir mit unseren Gästinnen um hier? Herzlich willkommen noch einmal, Christiane. Hi. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Aber echt, mach dir da keine Gedanken. Das ist a story of my life. Mir wurde schon in der Grundschule gesagt, dass ich viel zu ruhig bin und mich mal mehr einbringen soll. Und das zieht sich durch. Und warum machst du das so? Weil ich, glaube ich, besser im Zuhören bin als im Sprechen, was auch ein bisschen komisch ist, da ich ja viel Podcasts habe mittlerweile, aber ich glaube, das ist wirklich so. Es gibt ja Menschen, die können durch Zuhören andere Menschen beeinflussen. Also Momo war ja damals, glaube ich, auch ein Fall dafür, ne? Wo man gesagt hat, also ich kann zuhören wie kein Zweiter, keine Zweite. Es gibt Menschen, die meinen, sie müssten aktiv sein, um irgendwas zu bewegen, und andere sind sehr passiv und bewegen trotzdem irgendwas. Vielleicht sind das die zuhörenden Menschen. Das kann gut sein, ja. Ich muss zugeben, ich habe Momo nie gelesen. Ne? Also. Ich auch nicht, ich habe es nur gehört, also als Beschreibung. Ja, wir reden, zwei Blinde reden von der Farbe. Ja, okay, sehr gut. Hat jemand von euch Momo gelesen? Kann das jemand bestätigen, bitte? Ich habe es tatsächlich gelesen, sogar in einer älteren Dingens, aber das habe ich jetzt, glaube ich, gerade tatsächlich verdrängt, diesen Inhaltsteil. Okay, nennen wir das unter gesundes Halbwissen. Oder yep. Gefährliches. Ja. Halbwissen kann ja nie gesund sein. Nee. Oh mein Gott. Leider keine Hilfe gerade. Christiane, bevor wir über, was weiß ich, Kongress und über Schweigen und Sprechen und so weiter noch uns weiter vertiefen, stellen wir dich doch erstmal unseren Hörenden vor hier. Du bist die Christiane, du warst vor einem Jahr ungefähr schon mal bei uns als spontane Gästin am Sendeeck beim 35C3. Kannst du dich noch erinnern? Ja, klar. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Ich wollte die Folge eigentlich heute nachhören, aber ich habe dann lieber deinen Vortrag gehört. Ja, ich musste mich entscheiden und dann habe ich lieber den Vortrag gehört. Zum zweiten Mal, damit ich einigermaßen weiß, worum es geht. Sehr schön. Warum warst du, damals warst du uns empfohlen worden von Nicolas Wörl, so wie er dieses Jahr die Laura empfohlen hat. Also er bringt jedes Jahr bringt er eine junge Frau mit, erstaunlicherweise. Wie er das schafft, ist ein Geheimnis. Warum warst du überhaupt da? Erzähl doch mal, wie war das denn damals? Damals war das so, dass ich ja ganz frisch in der Podcast-Szene angekommen bin, weil ich ein paar Monate vorher meinen eigenen Podcast gestartet hatte und ich wohne ja in Leipzig und da dachte ich, jetzt ist ja bald Kongress und irgendwie sind da so viele Podcaster, das wäre irgendwie blöd, da nicht hinzugehen, wenn du schon in der Stadt wohnst, und zu dem Zeitpunkt waren die Tickets aber schon längst ausverkauft, also das war irgendwie im November, oder Anfang Dezember, dass ich mir mal angefangen habe, Gedanken zu machen. Und dann ist die Idee dann doch relativ spontan in meinem Kopf gereift, das wirklich zu machen. Und dann habe ich die Karte von jemandem bekommen, der wegen Krankheit nicht gehen konnte. Und dann war ich da und war mit allem ziemlich überfordert und bin da reingeworfen worden. Und fand es aber sehr, sehr beeindruckend und sehr schön. Deswegen war ich ja dieses Jahr auch wieder da. Moment, nee, letztes Jahr, wir haben ja schon 2020. Sorry. Das ist schwierig, ne? Wir denken schon in 37C3-Dimensionen und reden aber dann über den 36C3 und jetzt sind wir beim 35C3. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Mm. Du bist also dann da damals einfach ohne Kontakt zur Podcast-Welt da hineingestolpert und dann hast du einfach gesagt, gut. Hast dich schweigend dahingesetzt und geguckt, was passiert? Nee, ganz so war es dann natürlich auch nicht. Also den Nicolas kannte ich natürlich schon
Aber ansonsten kannte ich viele, die im Sendezentrum gesessen haben, nur vom Hören, vom Sehen sagt man ja nicht so richtig, vom Hören, und konnte bei wenigen auch erst so ein Gesicht wirklich dazuordnen. Und insofern habe ich mich auch noch nicht so richtig einfinden können dort im Sendezentrum. Und dadurch war der Besuch also 2018 auch noch sehr anders als der im letzten Jahr, weil ich habe mich wirklich viel in den Hallen rumgetrieben 2018, mir viel so vom Rest der Messe angeguckt, und letztes Jahr war ich im Grunde nur im Sendezentrum und habe da mit Leuten gesprochen, Podcasts aufgenommen und so weiter. Das hat sich schon sehr, sehr stark gewandelt, dadurch halt, dass ich im Jahr 2019 ja einfach viel mehr Leute noch kennengelernt habe durchs Podcasten und das den Kongressbesuch noch sehr, sehr stark bereichert hat. Wie ist das gekommen, dass du da die Leute kennengelernt hast? Bist du auf die zugegangen oder sind die auf dich zugegangen? Also wie ist die Entwicklung gewesen? Also ein paar Leute habe ich kennengelernt durch den ersten Podcast, den ich gestartet habe, Brainflix. Das ist ja ein Podcast, also ein Filmpodcast, der sich auch mit Psychologie und Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Und dadurch bin ich schon mal mit vielen Leuten in Kontakt gekommen, die selber auch Filmpodcasts machen, weil das ist auch eine sehr aktive Sub-Community, würde ich sagen, auf Twitter vor allem. Und daher kannte ich zum Beispiel Becky und Christopher und Erik von den KulturpessimistInnen, die ja auch immer ganz fleißig sind, beim Kongress mitzuarbeiten und so weiter und zu organisieren. Die kannte ich dadurch, Nikolas, weil ich selber Hörerin war und wir über Methodisch Inkorrekt in Kontakt gekommen sind und ich dort ja auch schon mal zu Gast war. Und ja, die anderen Gesichter, die so da waren, das ergab sich viel über einen weiteren Podcast, den ich mit dem Julius zusammen mache, Randvoll, wo wir ja verschiedene Gäste einladen, die sich dann über ein Thema ihrer Wahl aufregen können. Und dadurch haben wir dann auch schon diverse Leute kennengelernt und einige davon auch jetzt auf dem Kongress getroffen. Und wenn man da erstmal drin ist und mit ein paar Leuten in Kontakt kommt, dann ergibt sich das, dann stellt sich jemand dazu und stellt sich vor, und es ist einfach super einfach, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die Leute dort kennenzulernen. Das meine ich auch. Also da ist irgendwie Magie im Spiel. Weil ich habe das jetzt selber auch nochmal überlegt, dass es in anderen Bereichen, wo ich mit Menschen in Kontakt kommen soll, immer noch, wahrscheinlich werde ich das bis zu meinem Lebensende haben, immer so Schwierigkeiten habe, warm zu werden, irgendwie den richtigen Weg zu finden. Und in dieser Podcaster-Welt ist das irgendwie überhaupt kein Problem. Also vielleicht ist es einfach glückliche Fügung, weil man sozusagen den Fuß schon in der Tür hat, weil man irgendwann mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist, und danach, der nächste Schritt ist immer viel einfacher als der erste. Aber irgendwie habe ich schon auch diesen Eindruck, dass es da irgendwie eine besondere Leichtigkeit hat. Ja, das geht mir ganz genauso, wenn ich da ganz kurz noch was zu sagen darf. Natürlich. Bevor ich in dieser ganzen Podcast-Welt irgendwie drin war, bin ich so durchs Leben gegangen und ich dachte so, mein Gott, also irgendwie finde ich die ganzen Leute um mich herum so unglaublich uninteressant. Und jetzt weiß ich, wo die ganzen interessanten Leute sich rumgetrieben haben, nämlich in der Podcast-Welt und ja, im Chaos-Umfeld und so weiter. Also vielleicht kommen wir ja gleich auch noch auf meinen Vortrag so ein bisschen zu sprechen, wo ich ja vielleicht... Nein, der wird hier weggeschwiegen. Da reden wir gar nicht über. Nein. Einige Hinweise gebe, woran das liegen könnte, dass das so besondere Personen sind. Sorry. Natürlich müssen wir über den Vortrag reden, das ist ja ganz klar. Da wollte ich sich sowieso, aber wir sind noch nicht so ganz so weit. Das hast du gerade randvoll gesagt. So, das ist ein Podcast, machst du zusammen mit dem Co-Host Julius. Julius, genau. Ne? Ja. Und da ladet ihr euch einen Gästin ein und die darf dann schimpfen. Genau. Das klingt nach einem grandiosen Konzept, aber du hast irgendwann mal gesagt, das ist auch eine Menge Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Die anderen haben doch die Arbeit. Warum hast du die Arbeit? Ja, es ist natürlich auch viel Organisationsaufwand, der dahinter steht. Also erstmal die Leute zu finden, die also mit denen in Kontakt zu kommen, dann Termine zu vereinbaren, sich natürlich auch ein bisschen im Vorfeld mit diesem Thema zu beschäftigen, da einzulesen, Artikel zu finden, die damit zu tun haben, die man dann in den Shownotes noch verlinken kann und so weiter. Da hängt schon noch ein bisschen mehr dahinter. Und es ist tatsächlich auch gar nicht also dieses Konzept, so wie es jetzt existiert, das war im Grunde auch gar nicht das, weswegen wir angefangen haben. Es ist wirklich so ein Podcast, der aus einer Laune heraus entstanden ist. Nein. Dass wir halt jetzt zu Hause saßen und irgendwie
Und irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr über welches Thema, auf jeden Fall hat man wieder was, worüber wir uns tierisch aufgeregt haben. Und wir dachten, nee, das müssen wir jetzt mal in eine Podcast-Form kanalisieren, damit wir was haben, wo wir den ganzen Frust mal abladen können. Und ich persönlich finde ja, dass wenn sich Personen aufregen, hat das auch ein gewisses Unterhaltungspotenzial oder kann es haben. Und eigentlich war das insofern erstmal als Unterhaltungspodcast gedacht und auch sehr humoristisch und so weiter. Und wir haben aber relativ schnell das Potenzial erkannt, dass das eigentlich mehr kann, dass ja so ein Podcast eben mehr zu bieten hat, wenn man eben verschiedene Leute auch einlädt, die eben ja mit ganz anderen Perspektiven und Erfahrungen durch die Welt gehen und denen eben die Möglichkeit bietet, das einfach mal rauszulassen, was sie aufregt. Weil wenn man jetzt beispielsweise denkt an Personen, die eine andere Hautfarbe haben als man selber, die natürlich dadurch eine ganz andere Lebensrealität haben hier in Deutschland, dann sind das genau die Erfahrungen, die ich dort halt auch irgendwie gerne, also für die ich einfach gerne Bühne schaffen würde oder wir vielmehr, genau. Ach so, ich dachte, das Einladen von Gästen hätte vor allen Dingen damit zu tun, dass ihr jetzt mit euren eigenen Frustrationen irgendwie durch seid. Ihr habt gar nichts mehr, worüber ihr euch aufregt. Nö, also da gibt's ja immer mal wieder was. Also ja schon, so die großen Brocken, die sind halt auch irgendwann wahrscheinlich mal abgearbeitet, aber es gibt natürlich immer wieder neue Dinge, die irgendwie im Alltag aktuell sind und die aufkommen, aber die Idee, die Gäste einzuladen, das war tatsächlich eher aus der, aus der Idee heraus entstanden, den Leuten eine Bühne zu geben. Mhm. Die kommen dann gerne und können sich dann da ausmeiern quasi bei euch. Genau. Es ist jeder eingeladen. Ich habe da noch nicht reingehört in den Rand von Podcasts. Das muss ich unbedingt mal machen. Ja, Martin, musst du mal machen. Ja, ich habe so viel auf der Liste. Das ist echt ein... Nee, das Problem kenne ich auch. Was ich noch sagen wollte, wir haben auch am Anfang gesagt, uns ist viel daran gelegen, möglichst ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu haben und auch nicht-binäre Personen mit drin zu haben. Da scheitern wir immer mal wieder dran, weil sich einfach mehr Männer melden bei uns. Es kann sich wirklich jeder bei uns melden, egal wer, Hauptsache kein Nazi. Das ist die einzige Voraussetzung. Machst du vorher eine Gesinnungsprüfung oder wie findest du die raus? Ja, ich meine, das ist ja das Problem. Wie willst du denn rauskriegen, ob jemand Nazi ist oder nicht? Du musst ja erstmal zuhören, oder? Ich glaube, die Personen, die sich bei uns melden, die kennen das Format, die kennen uns und werden schon so ein gewisses Gespür dafür haben, ob sie willkommen sind oder nicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich meine, wir hatten auch schon eine Folge, wo wir uns über das Parteiprogramm der AfD aufgeregt haben und dass da vielleicht nicht jemand, der dem nahe steht, sich dann bei uns meldet, würde ich jetzt mal voraussetzen. So als Gegenstimme vielleicht, wegen der Ausgewogenheit. Aber da hast du ja einen relativ klaren Standpunkt, den habe ich ja im Audiophil-Podcast wahrgenommen, dass du sehr, sehr klar formuliert hast, in einem Audioangebot, wo meine Stimme zu hören ist, soll eine andere Stimme, also eine Rechtsaußenstimme nicht zu hören sein, solange ich das noch irgendwie mitbestimmen kann. Und das hast du knallhart durchgezogen und hast Danny und Joscha beim Audiophil da kein Fingerbreit Platz gelassen. Obwohl die beiden sich doch bemüht haben, nach Leibeskräften vielleicht auch mal eine andere Position darzustellen. Aber du bliebst wirklich knochenhart und eisern und ich habe dich sehr bewundert dafür. Das muss ich sagen. Danke, dass du das so klar durchgezogen hast. Ja, nee, das war nicht. Magst du das kurz erklären, die Situation auch wieder für alle, die das jetzt gerade nicht parat haben? Worum ging's? Ja, kann ich gerne machen. Also Audiophil ist ja der Podcast, wo ich mit Joscha und Danny übers Podcast hören spreche. Und wir hatten uns irgendwann mal die Frage gestellt, weil die auch im Sendegate schon mal aufkam, ob es denn überhaupt Nazi-Podcasts gäbe. Und dann hat ein Hörer dem Danny einen solchen Podcast zugesteckt, den er da gefunden hat. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, aber er hat halt einen gefunden. Und dann hat Danny Joscha und mir geschrieben, hier guck mal, der und der Podcast, wollen wir das nicht mal besprechen. Und persönlich bin ich schon sehr interessiert daran, sich solche Angebote auch mal anzuhören, einfach um Gefühl dafür zu bekommen, sind die gut produziert, was besprechen die da eigentlich, sind die mit Podcasts, die jetzt aus unserer Podcast-Szene kommen, irgendwie zu vergleichen, was die Distributionswege angeht und so weiter. Also im Grunde finde ich das sehr, sehr interessant und auch wichtig, sich damit mal zu beschäftigen, um einfach zu wissen, was da abgeht.
Dann ging es aber um die Frage, wie wollen wir das denn in unserem Podcast besprechen? Und da eben insbesondere um die Frage, wollen wir Snippets aus diesem Podcast in unserem Podcast einspielen oder nicht? Und da habe ich mich halt ganz klar positioniert und gesagt, also wenn wir den besprechen, dann möchte ich das nur aus einer persönlichen Perspektive heraus machen. Ich möchte meinetwegen gerne darlegen, was ich daran, also wie das bei mir ankam. Aber ich will einfach nicht, dass dieser Mensch, der dort eben diese wirklich verachtenswerten Dinge sagt, diese Dinge in unserem Podcast sagt. Und ja, da hatten wir eine sehr ausladende Diskussion, die für mich auch teilweise wirklich anstrengend war, wo ich gesagt habe, Leute, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr euch dafür entscheidet, wir wollen das mit Snippets einspielen, dann bin ich in der Folge einfach nicht dabei. Punkt. Und letztlich sind wir dann ja zu dem Punkt gekommen, dass wir das besprochen haben, aber eben ohne die O-Töne. Und ich glaube, das war der einzig richtige Weg. Ja, ihr seid ja dann auch da einig geworden. Also ist ja nicht so, dass ihr jetzt zerstritten seid an der Stelle. Nee. Intensiv diskutiert. Und nachdem es irgendwie schon quasi dann zu Ende war, fing es irgendwie nochmal an. Also ja, so in 2-3 Runden habe ich das Gefühl gehabt. es war nicht mit einer Diskussion dann auch getan, sondern es war ein bisschen langwieriger sozusagen. Aber du hast einfach knochenhart deine Linie verfolgt. Also, ich habe immer darauf gewartet, dass du irgendwann mal nachgesagt hast, naja gut, mein Gott, wenn jetzt zwei Leute hier auf mich einreden wie auf so einen toten Esel, dann gebe ich halt irgendwann mal nach. Aber nein, du hast einfach deine Linie gehalten und da habe ich Hut ab. Also das ist das, sowas möchte ich auch können. Da möchte ich mir mal was davon abschneiden von so viel Überzeugung. Aber ja, ich knicke dann meistens irgendwann ein, das ist nicht gut. Aber wenn es so ein Thema ist, wo du persönlich wirklich so eine starke Haltung hast, dann wirst du die ja auch beibehalten können. Und das ist halt genau so ein Thema, da lasse ich nicht mit mir reden. Ich will nicht mit dieser Person in einem Podcast auftauchen zusammen. Selbst wenn sie natürlich nur eingespielt ist, aber da ist für mich einfach eine Grenze erreicht. Ja, also fand ich großartig. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, also wir hatten den Randvoll, hatten wir jetzt quasi durch, ne, den Randvoll-Podcast, also ihr ladet euch Gäste ein und die dürfen dann schimpfen. Und der Audiophil-Podcast ist mit weniger Schimpfen, außer ihr diskutiert da heftig. Da geht es aber um was anderes. Wir hatten ja den Danny jetzt hier auch als Gast in der letzten Ausgabe, in der dritten vom Kongress, glaube ich. Glaub ich, 3, ja. Ja, da habe ich ihn ja dann auch in live und in Farbe persönlich erleben dürfen. Ein großartiger Typ, also ganz fantastisch, mit immer wieder neuen, überraschenden Hirnwindungsergebnissen, wo man nicht mit rechnet, was er damit wissen, womit ausspuckt. Aber eins besser als das andere, großartig. Wie habt ihr euch gefunden? Was stecken da dahinter? Ja, also Danny und Joscha, die haben sich auf der Subscribe kennengelernt letztes Jahr. Und ich habe lustigerweise Danny dort auch kennengelernt. Er war nämlich der erste Mensch, der mir dort begegnet ist, weil er am Anfang am Einlass saß und uns da reingelassen hat und so weiter. Aber ansonsten hatte ich mit ihm nichts zu tun. Also Danny und Joscha haben sich da eher so zusammengetan, weil die auch beide Aufwachenhörer sind. Und dann dort ins Gespräch gekommen sind und wohl gemerkt haben, wir hören beide so viel Podcasts und Aufwachen ist ein Podcast, über den wir uns auch irgendwie austauschen möchten. Aber sie hatten halt niemanden zu Hause, mit dem sie das konnten. Und so ist dann zwischen ihnen beiden die Idee entstanden, einen Podcast zu gründen, in dem eben genau diese Themen dann besprochen werden können. Und ja, dann haben sie eine Nullnummer aufgenommen und die habe ich dann kommentiert und habe mich dann irgendwie selbst eingeladen und war dann auf einmal auch Gastgeberin dort in dem Podcast. Aber erst ab der zweiten oder dritten, ne? Also bei der allerersten, ne? Genau. Also bei der Nullnummer auf jeden Fall nicht, nee, genau. Mhm. Aber dann relativ schnell mit dabei, ja. Ja, ist ein großartiges Format. Also ich habe das Gefühl, dass ihr so langsam auch in die gleichen Probleme rutscht, sozusagen wie wir hier im Sendegarten. Also, naja, was besprechen wir und wie kommen wir sozusagen aus der eigenen Blase auch mal raus? Oder wollen wir das überhaupt? Wo ist sozusagen der Horizont unseres Blickes? In unserer legendären 72 hat das Lars so schön gesagt, wie lang muss der Rechen sein, mit dem wir Sachen zusammenkehren? Ja, kann
kann der einen ganz kurzen Stiel haben oder muss der dann einen langen haben und so weiter. Und an solche Fragen kommt ihr dann anscheinend auch immer wieder. Und ich hatte ja Dani gefragt in der Leipzig-Ausgabe und er sagte, ja, wir sind drei Leute, wir haben drei komplett unterschiedliche Meinungen, wir müssen das irgendwie unter einen Hut kriegen. Sehr schön auch. Ja, das stimmt. Ja, aber gerade das mit dem Aufplatzen der Blase, was du sagst, das ist natürlich total spannend, wie man da irgendwie dem Ganzen entgegenwirken kann, ob man das überhaupt muss. Also ist ja auch eine Frage, braucht man das will überhaupt? Muss. Oder? Genau. Mhm. Genau. Und Danny mal wieder, der ist ja unser kreatives Genie im Podcast, muss man sagen, der hat sich die Idee mit dem Zufallspodcast ausgedacht, dass wir in jeder Folge live zufällig einen Podcast auswählen aus Podcast-Verzeichnis und ja dann eine Folge bis zur nächsten Folge hören und diese Folge dann besprechen und so lernen wir dann auch immer wieder neue Formate kennen und natürlich auch dadurch, dass wir uns gegenseitig Formate vorstellen. Ja, aber irgendwann ist das ja auch mal so ein bisschen ausgereizt, also das eigene kleine Universum. Also ja, genau, das stimmt. Ich kenne das bei mir so. Also ich habe schon meine Favoriten und die möchte ich auch gerne nach wie vor hören und dann bleibt gar nicht genug Zeit über, um sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Also zumindest mit einer gewissen Regelmäßigkeit und einer Struktur, dass man sagt, so, ich habe jetzt hier irgendein Verfahren für mich, wo ich regelmäßig auf neue Sachen aufmerksam werde, sondern ich lasse es einfach durch totalen Zufall geschehen. Also es berührt mich, kommt irgendwie vorbei, es fällt mein Blick drauf, wie auf die Autorin aus Leipzig, Carla, ne? Carla aus Leipzig, die da diesen großartigen Literaturpodcast angefangen hat. Das war reiner Zufall. Ich habe dort irgendwie mal am Tag reingeguckt und dann kam das über die Jenny Günther. Die hat jemanden retweetet, das war dann der Onkel von der Carla und also irgendwie so über drei Ecken. Da ist dann mal wirklich was ganz Neues bei mir angekommen. Ansonsten bewegt man sich ja schon irgendwie in bekannten Gewässern. Und da kommt mal der eine oder andere mit einem neuen Format um die Ecke. Aber so ganz was Neues. Und ich habe für mich persönlich jetzt entschieden, das ist auch nicht schlimm. Also wenn das so ein langsames organisches Wachstum hat, also hier kommt mal was Neues dazu und da, dann ist das okay. Ich muss es nicht systematisch darauf anlegen. Das kann ich nicht leisten. Ich weiß nicht, ob Sebastian und Claudia das könnten, aber bisher haben sie noch nicht hier gerufen. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe zwar sehr, sehr viele Subscriptions und die habe ich jetzt auch unlängst gerade mal wieder ein bisschen aussortiert, weil ich einfach nicht hinterherkomme und das, obwohl ich halt schon auf 2,5-facher Geschwindigkeit höre. 2,5? Ja. Wow. Weil, also, aber ich komme halt auch wirklich einfach nicht mehr hinterher und das ist dann so, ich suche mir halt wirklich von denen, die ich abonniert habe, suche ich mir jetzt halt wirklich gezielt Folgen raus, die ich jetzt thematisch dann hören will, weil ich, wie gesagt, mit dem linearen Nachhören stehe ich jetzt echt ganz, ganz weit hinten an. Und wenn dann irgendjemand kommt mit, und kennst du den und kennst du jenes, dann wandert das natürlich auch immer erstmal gleich bei mir in den Podcatcher rein, weil ich das natürlich dann auch unbedingt gerne hören möchte. Und und dann ist halt so ein, okay, ich höre mir eine Folge an, ich höre mir zwei Folgen an, okay, bleibt's drin oder, also es ist ganz schwierig, aber irgendwie fehlen mir wahrscheinlich einfach, ich habe noch nicht rausgefunden, wo man diese 48-Stunden-Tage beantragen kann. Das ist ja, auch gern. das große Problem. Das geht nur in Schaltjahren, am 29. Februar um 24:01 wahrscheinlich. Ja, genau. Muss man schnell sein. Ja, spannenderweise geht es mir tatsächlich genauso wie Claudia. Also ich habe da auch gerade nur so meine Stammpodcasts, die ich höre und dann, ja, vielleicht kann man ja Zeitzonenpflegen machen, dann, aber es ist wieder natürlich umwelttechnisch schwierig. Aber kennt ihr das auch, wenn ihr dann irgendwelche neuen Sachen abonniert habt und dann merkt ihr, okay, hier ist wieder eine neue Folge von meinem Lieblingspodcast, dass ihr ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn ihr die nicht sofort hört? Also mir geht es gerade so, ich habe gerade zwei Folgen Methodisch Inkorrekt auf Halde und das passiert mir sonst nie und so langsam habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Nee, ich habe tatsächlich welche, da habe ich jetzt glaube ich 6 oder 7 Folgen schon am Stück, wo ich mir auch denke so, ich würde das voll gerne mal irgendwie dann auch so gerne wegbinschen, aber irgendwie fehlen mir dann halt so die Zeiteinheiten, wo das dann tatsächlich auch gut funktioniert. Also
Also schlechtes Gewissen habe ich tatsächlich nicht. Also ich lasse dann Sachen auch durchaus einfach mal hinten anstehen, einfach weil es nicht geht. Was mich aber ein bisschen fuchst ist, wenn ich dann auf Twitter oder auf anderen Kanälen Diskussionen mitbekomme, die sich auf Inhalte beziehen, die da besprochen worden sind. Und ich weiß nicht, worum es geht. Ja, dann, Spoilers! Dann muss ich doch mal eben reinhören oder spring vielleicht auch an die Stelle, um wenigstens mitdenken und vielleicht auch mitreden zu können. Sonst geht mir da doch irgendwie so ein bisschen der Spaß an der Sache verloren. Aber ich habe letztens auch schon mal tatsächlich eine methodisch inkorrekt Folge zurückgestellt und irgendwas anderes vorher gehört, weil ich dort einfach in dem Moment einfach mehr Laune darauf hatte als auf das andere. Ja, tatsächlich, ich gebe es zu. Große Beichte. Das ist ja das Schöne. Podcast kann man ja nicht nur zeitsouverän hören, sondern eben auch inhaltssouverän. Und es gibt tatsächlich Angebote, die fühlen sich morgens oder abends anders an als vice versa. Also es gibt Sachen, die kann ich am Abend gut hören, die machen mich aber tagsüber, mag ich nicht irgendwie vom Tempo oder was auch immer. Ich höre alles in Originalgeschwindigkeit, weil ich brauche mal die Vorstellung, das sind echte Menschen, die jetzt quasi um mich herum sind. Wenn das dann so extreme Schnellsprecher sind, komme ich damit nicht so zurecht. Mir reicht es schon, wenn so Leute wie Ulf Burmeier von sich aus in Natur schon in 2,5-facher Geschwindigkeit reden. Die möchte ich eigentlich runterdrehen, damit ich hinterherkommen kann. Der überschlägt sich ja manchmal mit seinen eigenen Worten, das ist ganz irre. Aber immer auch spannend zu hören. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte der alte Mann sagen? Ich weiß nicht mehr. Wo war ich denn gerade? Hat mir jemand zugehört? Kann mir jemand ein Stichwort reinrufen? Nee, Martin, wir hören dir nie zu. Grundsätzlich. Das ist auch du gesünder warst eigentlich. Du warst, glaube ich, auch bei den Podcast-Subscriptions und dass du was mal in anderer Reihenfolge und was anderes vorgezogen hattest. Richtig, aber das ist ja jetzt, wo ist denn die Pointe? Das ist ja, lame, warum habe ich das erzählt? Ich wollte irgendwo hin. Das ist das, was ich vorhin beschreiben wollte. Ich rede mich oder denke mich oder irgendwann mal in so eine Sackgasse hinein. Naja gut, dann müsst ihr halt mitleben. So ist das hier. Ich hatte irgendwas auf der Hirnrinde, was Christiane angesprochen hatte, da wollte ich anknüpfen. Gibt's doch nicht. Also das große Thema, wo wir waren, ist Podcast-Blase und wie wir die aufbrechen können, einfach das müssen. Und dann sind wir irgendwie auf die Anzahl der Subscriptions gekommen. Ja, genau. Genau, neue Podcasts kennenlernen und neue Formate und das. Ich finde übrigens das Konzept mit random halt irgendeinen Podcast aus einem Verzeichnis auswählen und jeder hört dann eine Folge bis zum nächsten Mal, finde ich eigentlich total super. Das macht auch total Spaß. Also jetzt zuletzt hatten wir einen Podcast, der ein Tech-Laber-Podcast war, aber auf Schweizerdeutsch. Das war schon echt genau. Den konnte ich auch nicht zu Ende hören, aber gut, jetzt weiß ich, dass es den gibt. Das ist aber auch okay, dass man dann aufhört irgendwo auf dem halben Weg. Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen da nicht mit dem Druck ran, wir müssen das jetzt auch unbedingt zu Ende hören, sondern wir hören rein und wenn es gefällt, dann hören wir es zu Ende und wenn nicht, dann ist auch okay. Okay. Ja, es entstehen ja ständig neue, wunderbare Projekte. Es entsteht auch viel graues Rauschen, wo man dann denkt, naja gut, das habe ich jetzt in dieser Form durchaus auch schon an anderer Stelle gehört und vielleicht gefällt es mir sogar besser. Aber das ist ja auch, ja. Das ist ja eigentlich auch schön, dass es so viel gibt. Ertappe ich mich dabei, dass ich immer noch so in dieser Vorstellung unterwegs bin, dass das so eine geschlossene Welt ist irgendwie. Und es eine Möglichkeit gäbe, alles kennenzulernen. Das ist so wie ich möchte jedes Buch der Welt lesen oder so. Das ist ist einfach nur eine Darreichungsform und ich kann nicht jeden Podcast hören, ich kann auch nicht jedes Buch lesen, ich kann auch nicht jeden Fernsehsender angucken. Das ist einfach völlig klar, dass das nicht geht. Aber manchmal habe ich immer noch so für mich so das Gefühl, ich würde gerne, aber es geht dann einfach nicht.
Ich glaube, du willst auch gar nicht jeden Podcast hören. Also einen kenne ich, den willst du nicht hören. Den will ich nicht hören, ganz sicher. Das ist mal klar, das ist mal klar. Gut, dann habe ich hier auf der Liste die Vielzimmerwohnung noch. Was setzt denn damit auf sich? Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Podcast, wie ich finde. Hanna, die ist ja vielleicht auch dem einen oder der anderen schon bekannt durch den Podcast Viele Sein, den sie macht, vorrangig für Personen, die schon ein bisschen Bescheid wissen über das Leben mit der dissoziativen Identitätsstruktur, weil das betrifft sie selber auch. Und sie hat irgendwann mal, das ist, weiß ich auch, ein Jahr ungefähr her, glaube ich, im Sendegate einen Aufruf gestartet, dass sie gerne ein Format starten würde, um das Thema noch ein bisschen wissenschaftlich zu unterfüttern. Und ja, da haben wir uns dann gefunden im Sendegate und haben dann diesen Podcast gestartet, wo es eben genau darum geht, das Leben mit der dissoziativen Identitätsstruktur mit wissenschaftlichen Befunden dazu anzureichern und vorzustellen. Und ja, genau, das ist die Vielzimmerwohnung. Oh, um dieses komplizierte Wort jetzt für alle Menschen, die damit gar nichts anfangen können, transparent zu machen, ist es zu vereinfacht, wenn man sagt, dann wohnen mehrere Persönlichkeiten in einem Körper? Oder trifft es das doch schon irgendwie? Ich glaube, also Hanna würde, glaube ich, sagen, dass es zu vereinfachend ist. Also wir haben ganz am Anfang auch eine Folge gemacht, wo wir versucht haben, die verschiedenen Begrifflichkeiten, sprich Persönlichkeiten, Persönlichkeitszustände, Selbstwert, Selbstbild und so weiter zu bestimmen. Und da gibt es auch super viele Ungenauigkeiten und Probleme in der Trennschärfe und so weiter. Und ich glaube, sie würde jetzt nicht unbedingt von Persönlichkeiten in einem Körper oder so sprechen wollen. Das ist schon wesentlich komplizierter, auch gerade bei ihr. Also es gibt auch noch verschiedene Differenzierungsgrade innerhalb dieser Diagnose, die man da unterscheiden muss. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, das hier aufzuführen. Dazu muss man dann unseren Podcast hören. Ja. Aber 100 Punkte aber, fürs Marketing, super. Du hast zumindest, glaube ich, die richtige Diagnose im Kopf, die wahrscheinlich auch durch mediale Darstellung einfach gefärbt ist. Also es ist das, was früher unter multipler Persönlichkeitsstörung bekannt war. Ja, und das Wort Störung wollte ja gerade eben vermeiden, um es nicht gleich so in so eine, da ist jemand kaputt, Ecke irgendwie zu schicken, sondern das ist einfach erstmal ein Zustand oder irgendwas, was Erlebbares oder Beschreibbares, da kann man mit umgehen. Das heißt nicht, dass man gleich irgendwie kaputt ist oder so. Also diese Abwertung, die da drin steckt. Ne? Genau. Ja, also wenn du jetzt irgendwie psychologische Fachartikel dazu suchst, dann musst du natürlich nach dem Störungsbegriff irgendwie suchen, weil das ist einfach ein Fachbegriff auch, der für mich, ich bin ja Psychologin, jetzt auch nicht zwingend negativ behaftet ist, aber ich verstehe natürlich, dass das in der Allgemeinheit so ankommen kann. Und wie Hanna auch gesagt hat, liegt es ihr auch viel daran, dieser Pathologisierung so ein bisschen entgegenzutreten und zu sagen, ich habe zwar diese Diagnose, aber das heißt nicht, dass ich jetzt im Alltag so eingeschränkt bin und dass das irgendwie ein Erleben ist, bei dem ich einfach behindert bin im Alltag oder so oder mit anderen Leuten nicht klarkomme. Nee, das ist einfach meine Wahrnehmung. Das ist für mich das ganz normale Leben. Und da werden wir sicherlich später in einer späteren Folge auch noch mehr drauf eingehen, inwiefern eine Pathologisierung auch immer angebracht ist oder vielleicht auch nicht, genau. Ja, Hanna ist ja auch eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin. Ich konnte sie einmal auf der Bühne beim Podstock, haben wir irgendwie 10 Minuten miteinander so kurz über ihren Workshop gesprochen und da habe ich schon sehr deutlich gemerkt, also das ist macht richtig Spaß mit ihr zu reden und einfach ein toller Typ. So. Also, auf jeden richtig, Fall. Macht richtig Laune. Aber warum kannst du das aus der psychologischen Perspektive einsortieren? Weil du beruflich damit zu tun hast. Bist du Psychologin, ist das richtig? Oder bist du Therapeutin? Oder was machst du genau? Schön, dass du fragst. Das bringt nämlich viele Menschen immer durcheinander. Und ich wusste das zu Beginn und mein Studium ist auch noch nicht so richtig. Also ich bin Psychologin, das heißt, ich habe Psychologie studiert, habe dann Abschluss drin, Masterabschluss und darf mich offiziell Psychologin nennen. Ich bin aber keine Psychotherapeutin und ich habe auch nicht vor, das zu werden. Dazu müsste man dann nach dem abgeschlossenen Studium noch eine Ausbildung dranhängen. Zumindest jetzt noch zu dem aktuellen Stand. Das ist gerade alles in der Reform, sodass man das bald auch direkt studieren kann. Aber im Moment ist es halt so, dass man noch eine Therapeutin
Ausbildung dranhängen müsste, um dann eben die Approbation zu bekommen und heilkundlerisch tätig zu werden. Und das ist aber nicht das, was mich beruflich gereizt hat, deswegen bin ich in der Forschung tätig. Und also, was forschst du da? Ich forsche im Bereich Mensch-Technik-Interaktion. Da bin ich auch tatsächlich eher so ein bisschen reingerutscht. Also die klinische Psychologie hat mich auch immer schon sehr interessiert, aber vor allem hat mich die Musikpsychologie sehr interessiert. Da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und ich bin aber durch Tätigkeiten als studentische und wissenschaftliche Hilfskraft dann so ein bisschen in der Human Factors Mensch-Technik-Interaktionsforschung gelandet und fühle mich da mittlerweile auch sehr zu Hause und beschäftige mich in meiner Promotion zum Beispiel mit der Interaktion mit Fitness-Trackern. Also hat wirklich überhaupt nichts mit klinischer Psychologie zu tun, die ich dann im Podcast-Bereich dann ein bisschen näher beleuchten kann. Das war trotzdem super spannend. Also, weil ja gerade eben durch diese ganzen Gamification-Sachen wird ja Technik mittlerweile so vereinfacht, ja, dass wir immer das Gefühl haben, das ist jetzt hier eigentlich ein Spielzeug. Hm. Ja, und auf der anderen Seite eben werden da unsere aller intimsten Daten letztendlich irgendwo weitergegeben, verkauft und so weiter. Wir hatten jetzt da gerade beim Kongress eine Folge mit der Judith, also beziehungsweise die Judith hat die vorbereitet auch. Also das Lob muss ich direkt durchreichen zu Zyklus-Apps, ja, und dass die dann zum Beispiel halt auch von Arbeitgebern eingekauft werden können, ne? Dass die dann schon mal irgendwie ihre Personalplanung damit halt dann verbessern, in Anführungsstrichen, ja, oder also das ist, da geht halt ganz, ganz viel, was man halt auch eben vorne gar nicht sieht, ne, und das ist, ja. Bei Fitness-Tracker sind da ja auch in dem Bereich relativ dicht dran. Mhm. Wobei ich habe gestern, hab gestern mal ferngesehen bei, in einer ich habe gestern ferngesehen, was war das, RTL, glaube ich, und da wurde von der Firma Apple eine Werbung gemacht, die auf die Privatsphäre abgezielt hat. Also da war das Private war ein Thema, weil du gerade sagtest, Fitnessarmband. Da war nämlich ein Beispiel auch, dass im Prinzip die Daten, die da in deinem Fitnessprogramm gesammelt werden, dass die dir gehören und niemand anderem. Und die Firma Apple und das iPhone sorgt für Privatsphäre. Das fand ich ganz interessant, dass das jetzt plötzlich ein Verkaufsargument wird. Ja, Apple positioniert sich da ja schon seit Jahren sehr gegen den Silicon Valley Mainstream. Das kann jetzt wahrscheinlich der Max Snyder viel besser beantworten als ich, seit wann genau, aber in meiner dusteren Erinnerung ist das ja eigentlich schon seit Steve Jobs so. Also, dass sie da halt eher sich in die Richtung immer rüber gelehnt haben und jetzt ist es halt eher so ein aktives, wir stellen uns jetzt auch wirklich gegen Silicon Valley Mainstream, wobei auch bei Apple deutlich noch Platz nach oben ist, was Datenschutz anbetrifft. Aber es ist halt auf jeden Fall, also das ist jetzt meine ganz persönliche Wahrnehmung, halte ich sie immer noch für deutlich vertrauensvoller als, oder vertrauenswürdiger als Facebook oder Google, um jetzt die Namen auch zu bemühen. Aber ob das jetzt gerechtfertigt ist, werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren dann feststellen. Ja. Aber ich fand es interessant, dass das quasi jetzt ein Verkaufsargument, also wirklich, also vielleicht machen die das schon seit Jahren und ich habe das jetzt gestern zum ersten Mal gesehen, das kann ja durchaus sein. Wie gesagt, meine Wahrnehmung der Werbung ist ja auch eher so ein bisschen gefiltert, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich fand es schon interessant. Also nicht nur zu sagen, wir haben hier das schärfste Display aller Zeiten oder wir haben hier die schnellste Funkverbindung aller Zeiten und bei uns kannst du den Aktienkurs noch schneller sehen als bei anderen, sondern dass sie sagen, es geht hier, Privatsphäre steht bei uns mal ganz vorne. Das fand ich einen schönen Move. Vielleicht ist das tatsächlich etwas, was auch in die richtige Richtung gehen, also von der Machbarkeit einer Technik zur Beherrschbarkeit einer Technik zu kommen. Das wäre ja wirklich mal schön. Mhm. Klasse. Nun,
notabene, es ist ja jetzt gerade der Support für Windows 7 ausgelaufen und ich habe jetzt in den letzten Tagen hier lieben FreundInnen geholfen, jetzt zu einer Entscheidungsfindung zu kommen, was sie jetzt machen möchten. Ne? Also möchten sie jetzt halt das unsupportete Windows 7 weiterverwenden? Möchten sie sich halt vielleicht doch einen Linux-Rechner zulegen oder halt den bestehenden Rechner mit Linux versorgen? Und weil er jetzt bei 50-50, die eine sagt jetzt, okay, sie möchte jetzt dann halt einen Linux-Rechner haben. Na, darf ich jetzt dann nächste Woche einmal Linux-Install-Party bei ihr zu Hause spielen? Welche Version nimmst du? Hast du dich schon entschieden? Mint. Also ich werde ihr einen Mint wohl geben mit dem, ich glaube, Cinnamon Desktop. Der sah sehr windowsig aus und das hat bei uns in der Familie schon gut funktioniert. Menschen, die halt vorher jahrelang mit Windows gearbeitet haben, mit Linux Mint umzustellen. Und die andere hat jetzt tatsächlich auch gesagt, sie denkt drüber nach, sich jetzt halt eher einen Mac zu holen. Na, also end oder wieder, aber bei Windows und Windows 10 und dem Ruf von Windows 10, dass es nicht mal datenschutzkonform einsetzbar ist, was ja das deutsche BSI und die niederländische Datenschutzbehörde auch schon gesagt und geschrieben haben, das scheint zumindest Menschen aktiv auch davon abzuhalten, es dann hinterher auch benutzen zu wollen. Und dann bleiben eben die zwei Alternativen. Also von daher, mal gucken. Christian, ich hatte dich gerade unterbrochen. Es tut mir schrecklich leid. Ich wollte noch ganz kurz hinzufügen zu der Sache, dass Apple das als Marketing-Argument nutzt. Ich finde das tatsächlich nur folgerichtig. Ich bin jetzt so in der Smartphone-Akzeptanzforschung nicht so richtig drin. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit Fitness-Trackern, aber da haben wir zum Beispiel eine Studie durchgeführt, wo wir die Leute gefragt haben, warum hast du denn mit der Nutzung aufgehört? Also wir haben uns direkt an ehemalige Nutzer und Nutzerinnen gewendet und da war die Zustimmung bei so Privatsphäre-Bedenken, Datenschutz-Bedenken, die da irgendwie nicht so richtig eingehalten werden, dass da 25% zugestimmt haben, dass das auch mit zu der Entscheidung geführt hat, dass die das Ding nicht mehr nutzen wollen. Und das finde ich verglichen mit anderen Studien in dem gleichen Bereich schon relativ viel. Also ich habe auch das Gefühl, dass da teilweise ein Umdenken auch stattfindet. Ja. Ja, scheint doch eine gewisse Sensibilisierung durchs Land zu gehen, was da sicherlich nicht jeden erreicht, aber doch bei dem einen oder anderen doch mal Spuren hinterlässt und mal ein Nachdenken anregt. Also mit der Frage, was macht man dann? Ja, also sind die Alternativen wirklich sichere Alternativen oder kommt man vom Regen in die Traufe dadurch? Also das ist ja auch, also wir hatten vor einiger Zeit hatten wir doch diesen, wie hieß der noch, Heartbleed, wo im Prinzip auf der Ebene von der Hardware quasi schon Dinge passieren, die wir nicht mehr beeinflussen können. Dann haben wir das Betriebssystem, wir haben die Anwendungen, wir haben die Netzwerke, also es kann ja an so unendlich vielen Stellen kann ja irgendwas passieren. Da ist ja im Prinzip die eine Entscheidung, ob ich jetzt ein Gerät so oder so mit Betriebssystem ausstatte, wirklich nur ein Teilbaustein. Und das Gesamtlassen, also sich quasi in die Askese, in die digitale Askese zu bewegen, ist eigentlich auch keine echte Alternative. Also wir stehen da ja auch so ein bisschen so an so einem Punkt, wo man sagt, na ja gut, also ich kann jetzt das kleinere Übel wählen, aber so richtig Gefühl von, ich mache das Richtige, stellt sich vielleicht gar nicht ein, wenn man ein bisschen weiter in diese Sachen hineinguckt, als jetzt vielleicht einfach nur die Oberfläche sieht. Du kannst natürlich mit einem Aluhut in den Wald ziehen und ohne Strom leben und ohne Computer und so weiter. Das, da hast du, aber da aber kommst du natürlich, jetzt, was jetzt gesellschaftlich angeht, nicht unbedingt weiter. Genau. Ja, und die Dinge haben auch ihre eigene Dynamik entwickelt. Also ich weiß noch, dass ich mit der Nora Hesbass, hatte ich irgendwann mal, das ein halbes Jahr her oder so, hatte ich irgendwann mal eine kleine Diskussion, da ging es halt darum, wer ist für die Inhalte von Facebook oder irgendeinem Portal verantwortlich. Und ich war damals noch der Meinung, ja, es ist klar, das ist die Redaktion.
Und was da so reingeschrieben wird, das sind im Prinzip Leserbriefe. Und was jetzt die Redaktion davon in die Öffentlichkeit gibt oder nicht, das ist in der Entscheidung der Redaktion. Und da hat Noah ganz klar dagegen gehalten, gesagt, nee, also das war einmal, das funktioniert heute schon noch nach anderen Regeln und also zumindest gesellschaftliche Erwartungen. Das ist kein Verlag, der etwas veröffentlicht, das ist eine Kommunikationsplattform, die hat andere Regeln. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, das so irgendwie zu akzeptieren, aber inzwischen ist das bei mir schon auch eingedrungen. Also da ist etwas Neues entstanden, das ist nicht telefonieren und das ist nicht eine Zeitschrift herausbringen, da ist noch irgendwas dazwischen und für das gibt es noch irgendwie auch gar keine, noch nicht mal gespürte Regeln. Und wir eiern da ja da herum und wissen nicht so ganz genau, wie wir das gesetzlich oder juristisch oder verhaltenstechnisch oder so irgendwie gescheit einfangen können. Da ist noch viel zu gehen, glaube ich. Wir haben übrigens im Chat den Hinweis bekommen, dass du da gerade zwei Dinge durcheinander geworfen hast. Lass das eine Heartbleed war ein Crypto-Bug und die Sache mit den schon in der Hardware vorhandenen Problemen, das waren dann Spectre und Meltdown bei Intel-Prozessoren. Da muss ich jetzt leider dem Chat gerade recht geben. Ja, super, ist doch gut, dass es meiner dunklen Erinnerung auch so. Hallo Lars. Ja, guten Abend. Heutzutage bei jemand, dass ich was Falsches gemacht habe. Wenn ich petzen kann, dann tue ich das. Kommt extra vorbei, um zu feiern. Super. Ja, also klar. Herzlich willkommen, Lars. Ja, schön hier zu sein. Aber guten Abend allerseits. Du kannst vielleicht bei der Gelegenheit, schön, dass du da bist, was waren das jetzt, was unlängst mit Windows schon wieder war? Da war doch auch irgendein Bug drin, richtig bis Windows XP zurück. Der auch sehr schnell angesprochen wurde, ne? Mhm. Da habe ich den Namen nicht parat. Ja, weiß ich jetzt gerade nämlich auch nicht. War jetzt jüngst, ne? Ja, unlängst, irgendwann letzte Woche oder so oder diese Woche. Und das in Anführungsstrichen Lustige ist ja, also wir haben ja ganz viele XP-Rechner noch überall stehen, beispielsweise in Krankenhäusern, weißt du, weil so ein MRT, das kaufen die halt einmal, das ist halt dann einmal auf Windows XP zertifiziert und dann bleibt das da für 25 Jahre, ja. Und weil eben das neu zertifizieren lassen, entweder es geht gar nicht, ja, oder es ist genauso teuer wie ein neues Gerät kaufen und die Dinger sind halt eben nicht irgendwie für 12,50 zu kriegen, sondern eben teuer. Na, und das nächste ist das in Anführungsstrichen neueste Kriegsschiff der UK-Marine. Ja, wann ist das ausgeliefert worden? 2016, 2017? Das ist halt so damals mit XP ausgeliefert worden, weil das eben, als es bestellt wurde, State of the Art war. Das Ding hat halt einfach eine relativ lange Bauzeit. Ja. Und was ich jetzt irgendwo auch zwischen Tür und Angel irgendwo gelesen hatte, war, dass das natürlich eben U-Boote und so halt auch wahrscheinlich auch von der deutschen Marine betrifft. Die laufen halt auch alle noch mit XP. Ja, so. Ist halt nicht so richtig schön. Ich hoffe, die Dinger kommen nicht ans Netz. Ja, also, ja. Schwierig. Ganz schwierig. Lass, ist das schon der Link für den... Ja, ich hab keinen Namen dafür. Ich hoffe, das mit dem Sound war jetzt besser. Ich bekam gerade die Info, dass ich klippte. Ja, also ich habe keinen Namen für diese Lücke, aber das ist wohl eine Lücke, die die NSA sogar gemeldet hat, obwohl das eigentlich gegen ihre eigenen Interesse teilweise läuft. Also man könnte es mal schlimm genug gewesen sein. offenbar ist die Lage ernst. Seems so, ja. Ja, aber eigentlich sind wir da hingekommen durch Human-Computer Interaction. Ihr habt mich jetzt dahin gewählt. Jetzt muss ich die Frage noch loswerden, bitte. Könnt ihr denn in diesen ganzen Alarm rufen, also hier Bug und da Fehler und da sicher und unsicher und so weiter, könnt ihr denn da eigentlich noch die wichtigen von den unwichtigen Nachrichten trennen? Also ich frage mich jetzt zum Beispiel, warum ich von diesem Windows-Dings nichts mitbekommen habe. Aber wahrscheinlich, weil es einfach in diesem in dieser Vielfalt von Meldungen irgendwie dann eine von mehreren gewesen ist und dann habe ich da nicht weiter hingeguckt. Könnt ihr das? Und wonach, nach welchen Kriterien macht ihr das?
Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber immer dann, wenn die CCC und Krypto-Leute Bubble auf Twitter/Mastodon explodiert, ist es wichtig. Okay, dann folge ich den falschen also Leuten. Also in Anführungsstrichen, ne? Also das ist, ich habe da halt meistens oder ich nutznieße da eben von Secondhand-Wissen. Also weil ich bin, wie gesagt, ich bin keine gute Coderin und kann dann halt nur anhand von möglichen Auswirkungen das eben dann halt auch selber einschätzen. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich gucke mir den Code von dem Ding an und kann dir dann genau pinpointen, wo da das Problem ist, sondern ne, das ist, ich gucke dann da halt eher von der gesellschaftlichen Auswirkung oder möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen eben drauf. Und verlass mich da halt auf das Wissen der Leute, die da halt auch wirklich die Expertise in dem Bereich haben. Und gegebenenfalls, wenn jetzt halt so ein Thema halt hochkocht, dann frage ich halt auch bei Menschen konkret nach, wo ich weiß, dass sie sich halt in dem Bereich gut auskennen. Wo ich dann halt mich mal aufschlaue, so was tut das Ding denn, ja, was genau ist kaputt? Und lass mir dann halt auch erklären, welche Auswirkungen das eben haben kann. Ne? Und dann versuche ich das dann halt für mich halt auch in dem etwas größeren Rahmen, wen kann es betreffen und wo kann das Ganze letztendlich uns als Gesellschaft um die Ohren fliegen, dann zu sehen. Ja, ja. Ja. Also ich habe halt den Eindruck, dass manche Sachen dann auch medial hochgespielt werden, aber dann gar nicht mehr so neu sind oder so überraschend kommen. Und ich sehe das jetzt aus der Datenschutzbrille beispielsweise. Manchmal werden ja auch irgendwelche Datenskandale dann irgendwie hochgepusht und oder hier, was weiß ich, der kann darauf zugreifen oder das ist offen oder so, wo in den Fachkreisen schon seit Jahren drüber geredet wird und das ist eigentlich ein alter Hut. Nur, dass das die Öffentlichkeit bis dahin noch nicht mitbekommen und dann möchte ich diesen Hype, der da dann plötzlich entsteht, ja auch gar nicht mitmachen. Also ja gut, dann regt euch mal alle schön symbolisch auf, aber die Probleme liegen eigentlich woanders und ich kann das aber in der IT-Welt, kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Da sieht für mich immer alles gleich nach dem großen Problem aus. Da fehlt mir halt dieser Filter, den du da hast durch die Kontakte, durch die menschlichen. Ich nutznieße da auch nur. Also das ist, weil ich einfach in dem Bereich auch nicht ausreichend Expertise habe, um mir das selber eben anzugucken oder halt zu sagen, okay, ich habe da halt Erfahrungen aufgrund von, habe schon zig Sachen mir mal angeguckt und auseinandergenommen. Also ja. Kann mich da auch nur so auf meine Mastodon-Bubble verlassen. Genau, die hat ja dann recht, richtig. Christiane, was für eine Art von Software setzt du denn ein, wenn du Forschung betreibst? Software fragst du, SPSS hauptsächlich und allseits beliebtes Statistikprogramm. Auf Windows oder auf Macintosh oder auf Linux oder wo? Also ich benutze das auf Macintosh, das gibt es aber auch für Windows, auf jeden Fall für Linux, weiß ich nicht. Doch müsste es auch für Linux geben, weil bei uns an der Uni sind alle Rechner auch mit Linux ausgestattet, meine ich. Ja. Sehr cool. Okay. Also du benutzt das Statistical Package for the Social Science, SPSS, für deine Forschungen. Genau, ja. Also ich habe es nicht ganz verstanden, wie es ausgesprochen wird, weil mal wieder eine Störung drin war. Aber ja, SPSS, genau, von IBM wird das rausgebracht. Und das ist so das Statistikprogramm, was, glaube ich, zurzeit noch die meisten PsychologInnen nutzen. Wobei R ist ein anderes Programm, was immer weiter Verbreitung findet, was auch Open Source ist, was allerdings nicht so eine schöne grafische Benutzeroberfläche hat und wofür man auch ein bisschen programmieren lernen muss. Deswegen scheue ich mich immer noch davor, das zu benutzen. Also hier hat sich ein Krypto-Standard auf meine Ohren gelegt. Ja, das ist gerade meine Leitung. Das geht mir ähnlich, falls man. Oh, jetzt ist es wieder da. Jetzt seid ihr wieder klar, oder? Ja. Ja, doch. Sebastian, ja. Hast du was gemacht? Nee, es ist halt von alleine wieder jetzt. Die Netzwerkstörung ist auch weg. Ich sehe sie nicht mehr, ja. Okay. Ah, okay. Magic. Durchgezogen, wie schlechtes Wetter. Ja, bald wird's besser. Ich habe in den Blütenschätzen schon einen Ausblick da drauf. Uhu.
Ja. Da bin ich aber neugierig. So. Wir waren eigentlich also gerade bei SPSS. Ne? Genau, das setzt du ein. Das setze ich ein, genau. Ja. Ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das gerade verstanden hat, es wird zunehmend unpopulärer, weil er ein anderes Konkurrenzprogramm da so ein bisschen Einzug hält, was Open Source ist, wo es auch ganz viele Packages dafür gibt, die von Forschern und Forscherinnen entwickelt werden, um dann noch coolere Analysen und coolere Grafiken rauszupressen. Aber dafür muss man ein bisschen programmieren lernen und das habe ich in meinem Studium leider nicht mehr mitbekommen. Deswegen müsste ich mich da selber alleine reinknien und dafür fehlt aktuell einfach die Zeit. Aha. 48-Stunden-Tage, ich sag's immer wieder. Genau. Ja. Nee, aber ist doch auch okay. Warum soll man nicht SPSS benutzen, wenn es ja da ist und auch, sagen wir mal, funktioniert und etabliert ist? Ja, aber man kommt auch manchmal an seine Grenzen. Also SPSS kann halt auch nicht alles. Also gerade wenn man sehr komplex aufgebaute Datensätze hat, die man nicht nur irgendwie hinsichtlich, ich möchte mal gucken, wie sich zwei Gruppen hinsichtlich eines Merkmals unterscheiden, analysieren möchte, sondern halt ein bisschen anspruchsvollere Sachen, dann kommt man da eben sehr schnell an die Grenzen von der SPSS. Und die Grafiken sind halt auch echt, nicht so schön. Und da kann er schon wesentlich mehr. Also muss ich auch wirklich zugeben. Ist schon echt eine coole Sache. Okay, er kann mehr. Das ist ein schöner Slogan. jetzt kommen wir mal zu deiner Studie, die du gemacht hast. Nämlich, du hast ja das Podcastland psychologisch bearbeitet. Und ich fange erstmal mit einer fiesen Frage an. Was ist Sendungsbewusstsein? Oh. Diese Frage, die treibt mich seit Monaten um. Ja, ich kann ja mal ganz kurz erklären, wie ich überhaupt darauf komme, dass mich das so umtreibt. Und zwar es gibt in Leipzig ja den Leipziger Podcast Meetup, den erwähnt Lars ja auch fleißig jedes Mal, wenn er in den Terminen drinsteht. Und da habe ich so ein bisschen erzählt von meiner Idee zu dieser Studie und so in die Runde gefragt, so was meint ihr, was macht denn eigentlich die Podcastenden aus? Und da fiel unter anderem auch das Wort Sendungsbewusstsein von jemandem, der auch Radio macht. Deswegen habe ich das gleich so in diese Radio-Ecke reingeschoben, Journalisten-Ecke, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte und habe dann so gefragt, ja, was ist denn das? Und da hat er so ein bisschen erzählt, ja, ich habe so einen Freund, der hat meiner Meinung nach sehr hohes Sendungsbewusstsein, der hat zum Beispiel immer eine Anekdote auf Lager. Also wenn er irgendwas erlebt, will er das sofort erzählen und so weiter. Und ich dachte so, ja, okay, das ist mir jetzt irgendwie nicht konkret genug. Ist es das Gleiche wie Extraversion? Ja, nee, auch nicht so richtig, weil man kann auch Sendungsbewusstsein haben, ohne jetzt besonders gesellig zu sein. Also irgendwie war das für mich überhaupt nicht greifbar, aber es begegnete mir immer wieder bei der Frage, was macht eigentlich Podcasten da aus? Und dann habe ich die Frage auch im Sendegate gestellt und da kamen auch sehr diverse Antworten. Und irgendwie haben die mich auch immer noch nicht so richtig zufriedengestellt und ich kann es auch immer noch nicht so richtig greifen, weil es halt kein etabliertes psychologisches Konstrukt ist. Und um das aber trotzdem irgendwie in der Studie mit einfließen zu lassen, habe ich dann geguckt, was gibt es denn an etablierten Fragebögen, die so in die Richtung gehen. Und natürlich gibt es sehr viele Fragebögen in Richtung Extraversion, also Geselligkeit, was vielleicht auch eine gewisse Schnittmenge hat mit dem Sendungsbewusstsein, wie mir das vermittelt wurde, aber wahrscheinlich auch nicht genau deckungsgleich ist. Ich habe da noch ein bisschen geguckt in Richtung Kommunikationsverhalten, also inwiefern verhält sich jemand sehr dominant in Konversationen, inwiefern ist er eher defensiv. Also ich war am Anfang zum Beispiel eher defensiv. Dazu neige ich, glaube ich, auch über mehrere Situationen hinweg. Deswegen würde ich mich da, glaube ich, eher auf diesem defensiven Spektrum einordnen. Genau, und da habe ich dann einen Fragebogen genutzt, auch in der Studie und versucht, das so ein bisschen abzugreifen, was mit Sendungsbewusstsein gemeint ist, aber ich glaube, das ist auch immer noch nicht das Richtige. Aber die Erklärung aus der Religion, die taucht bei dir nirgendwo auf. Das war so mein allererster Gedanke, Sendungsbewusstsein, also quasi eine kirchliche Aussendung. Ich bin gesandt als Teil einer Gesellschaft, um da irgendwie zu wirken oder so. Das ist komplett gar nicht in deinem Erklärmustern drin.
Nee, genau, das ist da überhaupt nicht drin. Also ich kann verstehen, wo dieser religiöse Ansatz herkommt und ich glaube, dass man das auch schon so ein bisschen darauf übertragen kann, auf das Podcasten, weil man hat ja irgendwie das Bedürfnis, seine Stimme in die Welt hinauszusenden, was vielleicht auch damit einhergeht, dass man das Gefühl hat, die eigene Stimme ist es wert, gesendet zu werden und ich habe was Substanzielles zu sagen und deswegen mache ich das jetzt. Aber das ist tatsächlich nicht das, was ich dann letztendlich erfasst habe, genau. Ja. Ich hätte ja jetzt weil es dazu halt auch nichts gibt so richtig. Also kein, wie gesagt, das ist kein etabliertes Konzept und da kannst du dann auch nicht suchen nach validierten Fragebögen, weil es einfach, weil es nicht gibt. Ja. Ich hab eine, sagen wir mal, nicht vollständige katholische Sozialisation hinter mir und da würde ich bei Sendungsbewusstsein tatsächlich assoziieren, ich bin irgendwie in die Welt geschickt worden. Gar nicht so sehr, ich habe das Gefühl, dass ich was zu sagen habe, sondern es ist sozusagen, ich habe irgendwie einen Auftrag oder so bekommen, um da irgendwas zu tun. Vielleicht sogar gegen meinen Wunsch, ich würde am liebsten das nicht tun, aber ich habe ja halt diesen höheren Auftrag, wie auch immer. Wie ja auch andere weltlich sich sagen, ich nehme mir einen Bildungsauftrag oder ich nehme einen Bildungsauftrag wahr, um irgendwas bekannt zu machen oder so. Ich gebe mir selber den Auftrag. Diese Selbstbeauftragung ist ja auch ein Wort, was gelegentlich in dem Kontext auftaucht. Also es ist durchaus schwer zu fassen. Also ich habe sehr geschmunzelt, wie du sagtest, also versucht, dass diese Dimension nun irgendwie psychologisch zu erfassen und dass dir wie ein Stück Seife dauernd durch die Finger flutscht. Irgendwie. Ja, genau, ja. Das trifft es ganz gut, ja. Gut, dann kommen wir mal zu der Studie, die du gemacht hast. Hat dann noch nicht jeder den Vortragsmitschnitt gesehen. Unbedingt empfehlenswert. media.ccc.de. Da gibt es Unmengen an Vorträgen, aber nur einen, wenn man Attich eingibt, dann kommt genau einer, nee, kommt mehrere, egal, aber einer vom 36C3 da kann man dich dann hören, aber wir fassen das mal hier als Service für die Sendegarten-Hörenden kurz zusammen. Du hast eine Umfrage im Podcastland gemacht. Genau. Und dann haben sie 653, vielleicht auch 54 Leute geantwortet, aber einer hat gesagt, ach nee, ich antworte doch nicht. Was ist da genau gewesen? Erzähl doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist und was du da genau gemacht hast, bitte. Also es ist so gewesen, dass ich typischerweise, so wie es jeden Morgen der Fall ist, mit einem Podcast auf den Ohren zur Arbeit gegangen bin, beziehungsweise zur S-Bahn, um dann zur Arbeit zu fahren. Ich wohne ja in Leipzig und arbeite in Chemnitz, deswegen habe ich einen sehr langen Arbeitsweg und kann viel Podcasts hören unterwegs. Und ich habe da eine Folge vom Podcast Enough Talker, das ist ein Filmpodcast, einer meiner liebsten und die Folge ging schon irgendwie 4 Stunden oder so, also schon Ewigkeiten und die hatten so einen Spaß dabei, also die legen immer sehr viel Wert, Humor mit reinzubringen und haben auch ihre Insider-Witze und also ist genau mein Ding und ja, ich hatte auch einen super Spaß beim Hören und ich habe mich dann aber gefragt, so mein Gott, warum machen die das eigentlich, warum treffen die sich nicht einfach zu zweit und reden genau das, was sie dort reden, warum müssen sie das in einen Podcast packen? Und ich habe zu der Zeit natürlich auch schon meine eigenen Podcasts produziert und ich stelle mir diese Frage auch, warum habe ich da eigentlich so einen Spaß dran? Was macht genau. Das eigentlich aus? Was machen wir hier eigentlich? Genau. Und dann kam ich halt auf Arbeit an und dachte, Mensch, guckst du doch mal, ob es dazu schon Forschung gibt. Und es gibt 2 Artikel, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen, die auch beide von demselben Forscher stammen, nämlich Markman. Das ist das, was ich auch in dem Vortrag teilweise vorstelle. Und mehr gibt es dazu tatsächlich nicht, also konkret zu dieser Frage jetzt und nicht an Artikeln, die auch frei verfügbar sind aktuell noch. Ich hatte da ja noch eine andere Studie genannt, die auch in die Richtung ging, die aber einfach nicht mehr zu bekommen ist. Nur auf Nele heißes Computer. Genau, da schon noch ein bisschen großartig. Was. Großartig, schöner Move zum Schluss. Ja. Und das ist natürlich extrem wenig, wenn man die Forschung zu einer relativ konkreten Forschungsfrage sich anguckt, da auf 2 Treffer zu kommen, das ist sehr, sehr dürftig. Und diese beiden Artikel, die hatten schon so einen psychologischen, schon eine psychologische Perspektive, aber es war nicht psychologisch fundiert. Das heißt, es wurde einfach nur relativ
offen danach gefragt, hallo, ihr seid Podcaster, warum macht ihr das? Und das war zum einen eine Studie, die halt das Ganze offen abgefragt hat in Form von Interviews, und in der Folgestudie wurde dann aus dem Ganzen ein Fragebogen gegossen und dann wurde das Ganze nochmal quantitativ erfasst, aber auch ohne jetzt theoretische Fundierung damit reinzubringen. Und das war eben der Ansatz für mich zu sagen, das müsste man eigentlich mal machen, und mir fallen da auch gleich schon Theorien ein, die das Ganze so ein bisschen ja, versuchen können zu erklären, was eigentlich den Reiz des Podcastens ausmacht. Und das ist für die Leute, die das interessiert, die Self-Determination Theory, die mir da einfiel, die eben auch in meiner Activity-Tracker-Forschung eine große Rolle spielte. Deswegen bin ich da gleich drauf gekommen, wo es unter anderem um intrinsische und extrinsische Motivation geht. Und ich dachte so in meinem naiven Verständnis, Podcasting, das ist eigentlich was, wo ich vermuten würde, dass das fast rein intrinsisch motiviert ist, wenn man jetzt von den Leuten mal absieht, die das Ganze für ihren Job machen oder so. Aber ansonsten muss da eine extrem große intrinsische Motivation dahinter stehen und insofern auch eine sehr große oder ein großes Potenzial, Grundbedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Und das ist halt auch genau das, was in der Studie dann letztlich rauskam. Okay, wir sind also alle von innen heraus getrieben, das tun zu müssen. Aber wo kommt dann die Motivation? Alle jetzt vielleicht nicht, aber wirklich ein sehr großer Teil. Ja. Das ist ja sowieso, also wenn man so einen Datensatz hat und auswertet und kann den dann ganz gut beschreiben und sagt, ja, die Podcaster, was weiß ich, die haben im Durchschnitt die und die Eigenschaft und den Wert und so weiter, da muss man schon sehr aufpassen, dass man diese Stichprobe immer wieder im Auge hat und nicht dann irgendwann mal so eine Verallgemeinerung stattfindet, so nach dem Motto, die deutschsprachige Podcasterin funktioniert so und so. Ja. Das sagst du ja zum Schluss auch, Vorsicht, Vorsicht, das sind immer alles nur Tendenzen, es kann auch alles ganz anders sein, aber man ist ja schon in der Gefahr, dass man die Sachen dann schon so verabsolutiert. Und auch in der Kommunikation, also wenn man nicht aufpasst, dann kriegt man plötzlich ein Etikett aufgeklebt, was vielleicht gar nicht so richtig stimmt. Mm. Ja, das stimmt. Also man muss zum einen im Hinterkopf behalten, dass es natürlich nur ein Ausschnitt aus der Podcast-Landschaft ist, dass da wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit Leute vermehrt drin sind, die erstmal mich kennen. Also klar, da haben viele mitgemacht, die mich auch persönlich kennen, die mich durchs Podcasten kennen und so weiter. Und die natürlich mit den Leuten dann auch irgendwie vernetzt sind. Das heißt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so die eine Podcast-Szene in Deutschland gibt oder im deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, dass schon viele aus diesem Sendezentrum, Sendegate, Spektrum dort teilgenommen haben. Also das glaube ich, dass die Leute dort schon mal überrepräsentiert sind. Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, weil das Ganze ja anonym durchgeführt wurde. Das heißt, ich weiß auch nicht, welche Podcastenden jetzt wirklich dahinter stehen, abgesehen von denen, die es mir gesagt haben und abgesehen von denen, die trotz der Zusicherung der Anonymität im Bemerkungsfeld reingeschrieben haben, von welchem Podcast sie kommen. Das haben auch ein paar Leute gemacht. Aber insofern kann man schon mal nicht sagen, dass das die ganze Podcast-Szene abbildet. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, was das Problem, wenn man das als Problem bezeichnen möchte oder was eben einfach das ist, was auf die Psychologie als Ganzes zutrifft, dass man halt so gut wie nie absolute Aussagen trifft, weil Menschen einfach so vielfältig sind, die Merkmale teilweise auch so diffus sind, die man dann versucht, durch irgendwelche Fragebögen zu erfassen, dass du letztlich immer nur Tendenzen hast. Also es ist natürlich auch hier erstmal die ganzen deskriptiven Daten in dieser Studie, also in diesem Vortrag mit drin, aber auch wenn ich dann im zweiten Schritt irgendwelche Korrelationen berechnen werde zwischen diesen Faktoren, dann hast du es auch immer nur mit Tendenzen zu tun. Also dann können nur so Aussagen kommen wie mit höherer Wahrscheinlichkeit ist eine Podcast-Person eher so und so und das hängt mit höherer Wahrscheinlichkeit damit zusammen und so weiter. Also Psychologie ist halt keine Physik, wo man absolute Daten bekommt. Ja, und das ist ja eine explorative Studie, die du gemacht hast. Ne? Und das auch, genau. Du hast ja jetzt keine Hypothesen, die du dann in die Welt gesetzt hast und gesagt, so jetzt suche ich mir für diese Hypothesen jetzt einen Beleg oder ich konstruiere, operationalisiere da irgendein Quasi-Experiment und versuche dann da die Daten dafür zusammenzutragen. Sondern du hast ja quasi einfach erstmal gerufen, wer Lust hat, nimmt teil. Und wenn man
unter den Kunden einer Metzgerei fragt, wer hat Spaß am Grillen, dann wird wahrscheinlich auch relativ viele Menschen sagen, ja hier, ich, Grillen macht Spaß, und in dem Ökoladen oder in der veganen Bäckerei sieht es vielleicht ganz anders aus, wenn du die Leute halt fragst. Ne? Also klar, ja, das genau. Muss man immer im Hinterkopf haben. Ja. Was wissen wir denn jetzt eigentlich mehr? Und wozu ist dieses Wissen gut? Außer deine Neugier zu sagen, deine spontane. Also ich glaube, dieses Wissen ist erstmal gut, um unsere Neugier zu stillen und um weniger Spekulationen anstellen zu müssen, wer eigentlich die Podcastenden so sind, zumindest wenn wir jetzt von unserer Podcast-Bubble hier sprechen. Weil ich würde mal ganz kühn behaupten, wenn man jetzt wirklich alle, ich weiß nicht, wie viele es sind, 10.000 PodcasterInnen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum oder so, würde ich mal so grob schätzen, vielleicht, ja, sagen wir mal 8 bis 10.000. Ich glaube, dass sich wirklich viele davon in diesem Spektrum hier wiederfinden würden, wie ich das hier aufgestellt habe. Was willst du denn genau wissen? Was soll ich denn hier? Naja, ich habe ernsthaft heute Nachmittag, als ich das auf dem Heimweg, habe ich mir das nochmal angehört. Ich hatte das vor ein paar Tagen schon mal mit angeschaut, den Vortrag. Und dann habe ich wirklich gedacht, so was kann ich denn jetzt eigentlich da herausziehen? Weil für mein praktisches Erleben spielt das tatsächlich. Also das Wissen, hier sind jetzt tendenziell mehr von der Sorte oder mehr von der Sorte, gar keine Rolle. Also ich kenne Claudia als Claudia und Lars als Lars und Sebastian als Sebastian. Und zu wissen, dass diese Technikaffinität in der Masse der Befragten hauptsächlich über die Männer kommt und weniger über die Frauen, sagt zum Beispiel nichts darüber aus, dass sich Claudia in technischen Dingen viel besser auskennt als ich. Also mein unmittelbares Erleben ist ein anderes als das, was du vielleicht da an Schlussfolgerungen herausholst. Und wer kann das wirklich gebrauchen? Also klar, wir haben genug theoretisch interessierte Menschen, die auch so gerne akademische Diskurse führen. Und dafür ist es sicherlich interessant, aber so für mein tatsächliches Leben im Podcastland weiß ich gar nicht, was ich da rausziehen kann. Bin ganz ketzerisch. Ja, jetzt fragst du nach dem Wert von Wissenschaft. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die man mal so prinzipiell diskutieren müsste. Aber ich finde ja, dass in dem Wert des Wissens, was angesammelt wird, ein intrinsischer Wert drin steckt. Dass wissenschaftliche Befunde müssen nicht immer einem höheren Zweck dienen, indem sie irgendwie angewendet werden können. Also insofern finde ich, dass die Ergebnisse erstmal als solche stehen können. Und ich hoffe jetzt, also ich sehe es natürlich aus Forschersicht in der psychologischen Forschung Anstoß geben können, dass dort eben Podcasts auch noch viel mehr betrachtet werden, weil das geschieht viel, viel zu wenig. Und wenn, dann wird eher die Hörerseite betrachtet oder halt das Produkt Podcast an sich. Aber die Podcastenden selber sind, wie gesagt, da noch sehr selten Gegenstand der Forschung geworden. Und ich finde, dass das eine große Lücke ist. Gibt es sowas Vergleichbares bei Autorinnen und Autoren von Literatur auch, dass man sagt so, wie ticken die denn eigentlich? Was unterscheidet die irgendwie von der Normalbevölkerung in Anführungszeichen? Also bei Autorinnen von literarischen Werken weiß ich es nicht. Ich habe ein bisschen reingeguckt in die Forschung zu bloggenden Personen, weil die natürlich auch irgendwie vom Medium noch näher an Podcasten sind. Und da gibt es schon relativ viel Forschung dazu, die allerdings relativ heterogen ist. Und so ein Befund, an den ich mich erinnern kann, das ist auch schon ein paar Monate her, dass ich da recherchiert habe, war, dass weibliche bloggende Personen einen hohen Neurotizismuswert haben, was sich jetzt hier in dieser Studie nicht gezeigt hat. Aber ich weiß auch nicht, also da ist wirklich die Frage, die ich mir dann stelle, was fangen wir mit dieser Information an? Zumal ich diese Auswertung auf Basis der Big Five-Dimensionen auch relativ kritisch sehe. Ich habe es jetzt hier gemacht, weil das halt das ist, womit man erstmal anfängt, um überhaupt irgendwelche Aussagen treffen zu können. Aber da sind die Effektgrößen, wie ich das ja auch gezeigt habe, relativ gering, abgesehen von Offenheit für Erfahrung. Insofern kann man da jetzt auch nicht so unfassbar viel draus ziehen. Was hätte dich denn
gewundert, wenn also an Ergebnis. Was ich so rausgehört habe, ist, dass du im Prinzip mehrmals gesagt hast, ja, war ja auch zu erwarten oder sieht man ja auch hier oder so. Also, dass das so eine Bestätigung des das Phänomenwahrnehmens, also was man so tatsächlich unmittelbar erlebt hat, dass ganz viel Bestätigung herausgekommen ist, aber was, oder sagen wir mal so, was hat dich tatsächlich überrascht in den Daten, die du gefunden hast? Hattest du mit irgendetwas nicht so gerechnet? Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass die Technikaffinität noch stärker ausgeprägt ist, weil ich die Podcast-Szene, so wie ich sie wahrnehme, schon sehr nah am CCC sehe, zumindest so das, was ich höre und was ich so mitbekomme. Und da hätte ich wirklich gedacht, dass das noch viel stärker ausgeprägt ist, weil dieser Fragebogen, mit dem wir das erfasst haben, den habe ich auch zusammen entwickelt mit zwei Kollegen aus Lübeck zusammen. Und der ist so konzipiert, dass hohe Werte auf diesem Fragebogen quasi genau dieses Nerd-Geektum abfassen. Also da sind so Items drin, wie ich beschäftige mich gern näher mit neuen technischen Geräten oder wenn ich ein neues technisches Gerät vor mir sehe, dann will ich wissen, wie das funktioniert. Und ich dachte, dass solche Dinge da noch wesentlich ausgeprägter wären. Aber wenn man sich dann die Verteilung anguckt, die tatsächlich relativ untypisch aussieht für eine ziemlich große Stichprobe für psychologische Verhältnisse, dann also sieht man schon eine Tendenz in Richtung der höheren Werte, aber die ist tatsächlich nicht so stark, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja gut, dieser Geschlechtereffekt, den ich da auch gefunden habe, das ist tatsächlich was ich auch so erwartet habe, weil das zeigt sich auch prinzipiell in der Gesamtpopulation, dass die Frauen dort einfach nicht so stark abschneiden wie die Männer. Aber auch die Männer in der Stichprobe weichen jetzt nicht wahnsinnig ab von Männern der Gesamtpopulation. Also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass das sich doch so dem generellen deutschen Menschen annähert. Also auch Podcasterinnen und Podcaster sind irgendwie normallos. In der Hinsicht offenbar schon, ja. Ja, was ich ja mit ganz großer Freude gehört habe, ist dieses Wort, wir haben hier ein Leidenschaftshistogramm. Wer kann das schon von sich sagen, dass er ein Leidenschaftshistogramm mit sich herumträgt? Und der feine Grat zwischen Leidenschaft und Obsession, der wurde ja auch sehr von dir besprochen. Und du stellst dir selbst die Frage, ob du vielleicht mit 4 Podcasts schon eher in Richtung Obsession unterwegs bist und nicht nur von Leidenschaft getrieben. Wie stehst du denn dazu heute? Du merkst schon an meinem schweren Atmen, dass ich da auch immer noch drüber nachdenke. Ja. Also ich persönlich habe gemerkt an mir, dass es teilweise schon echt zu viel wurde und ich deswegen auch schon ein bisschen zurücktreten musste. Also dass ich zum Beispiel die Frequenz gewisser Podcasts nicht mehr so einhalten kann, wie ich mir das ursprünglich mal gedacht habe, weil ich natürlich auch irgendwann mit der Promotion mal fertig werden möchte und weil ich auch irgendwie noch ein Sozialleben nebenher haben möchte, was nicht nur aus ich spreche mit Leuten über Studio-Link und nehme das Ganze auf, besteht. Was? Das geht? Ich habe gehört, das geht, ja. Echt so persönlich? Ich habe ja auch genau das erfasst, was du gerade gesagt hast. Ist das Podcast deine Leidenschaft oder ist das eine Obsession für manche Leute? Und Obsession, um das nochmal klar zu machen, das bedeutet eben, dass der Drang nach der Ausübung des Podcastens so stark ist, dass man den kaum kontrollieren kann, dass man emotional abhängig ist vom Podcasten und so weiter. Und da ist zum Glück rausgekommen, dass das wirklich extrem wenige Personen so, dass die dem zustimmen würden. Also dass es für die allermeisten eine gesunde Leidenschaft ist, die sie auch glücklich macht. Und um das bei mir wiederherzustellen, muss ich halt ein bisschen zurücktreten. Da fällt mir der Spruch von Holgi ein, der immer sagte früher, na und was machen Sie gegen das Zittern? Ja, ich greife zum Mikrofon, ist doch klar.
Ja, auf jeden Fall eine spannende Studie, die auch, wenn ich richtig verstanden habe, Nachfolgeprojekte eventuell nach sich ziehen könnte, so in etwa 5 Jahren. Ja, da wurde ich so ein bisschen hingedrängt zu dieser Aussage. Ja, Herr Prims hatte ich, glaube ich, da hingeschoben, ne, wenn ich das richtig im Ohr habe. Das weiß ich nicht mehr. Aber das wäre ein wenn es auch nicht stimmt, aber das wäre ein Kandidat, dem ich das auf jeden Fall zutrauen würde, durch geschicktes Fragen die Menschen irgendwo hinzubugsieren. Das muss er von seiner Frau gelernt haben. Schöne Grüße an die beiden. Ja, also ich würde das natürlich sehr gerne nochmal vertiefen. Das Problem ist halt, dass ich dafür nicht bezahlt werde, dass ich das irgendwie genau. auch, ne, dass es auch wieder Zeit von meinem Sozialleben abzieht. Aber ja, dafür ist die intrinsische Motivation an der Forschung halt zu groß. Hm. Aber kannst du das wirklich zu, ich sag mal ganz, ganz platt gesagt, kannst du das zu nichts anderem gebrauchen, als auf Community-Veranstaltungen wie der Subscribe oder dem Kongress oder so Vorträge darüber zu halten? Nee, doch schon. Also ich habe ja schon auch vor, das in wissenschaftlichen Fachmagazinen auch zu veröffentlichen. Und das ist natürlich dann auch wieder meiner Publikationsliste ganz zuträglich, gerade wenn ich weiter in der Wissenschaft tätig sein möchte. Ich weiß nicht, inwiefern ich das wirklich möchte auf Basis. Ich habe irgendwann mal eine Professur oder so. Von der Idee bin ich mittlerweile relativ stark abgekommen. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, weil in Deutschland hast du ja fast gar keine andere Möglichkeit, als irgendwann eine Professur in zu haben, um weiter forschend zu tätig zu sein. Nur ist dann die Krux, dass du dann immer weniger Forschung machst und immer mehr Administratives. Aber prinzipiell ist das natürlich auch gut, immer viel in der Publikationsliste stehen zu haben. Auch vieles, was auf unterschiedliche Forschungsinteressen zeigen lässt, und da ist das natürlich dem Ganzen dann auch wieder zuträglich. Also ich glaube, wenn das nicht auch mir persönlich irgendwie weiterhelfen würde, würde ich das wahrscheinlich auch nicht so intensiv verfolgen. Da hätte ich vielleicht mal eine Umfrage für mich persönlich gemacht, aber nicht so ein großes Ding draus gemacht. Ja, das ist ja auch schwierig. Du hast es auch so schön gesagt am Anfang deines Vortrags, dass du zur Prokrastination neigst und ein bisschen getrieben werden musstest, damit dieser Vortrag überhaupt zu dem Zeitpunkt dann auch fertig ist. Also ein bisschen extrinsische Motivation war da ja offenbar auch im Spiel. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte die Daten vorliegen komplett, ich glaube, das war im November irgendwann. Und genau, dann kam die Idee so auf, das vielleicht auf dem Kongress mal vorzustellen. Und dann habe ich Leuten davon erzählt. Natürlich haben die alle gesagt, ja, mach das, mach das. Und dann dachte ich, gut, okay, jetzt musst du es machen. Und dann hat der Jörn Schaar, also der war da auch sehr ausschlaggebend, das wirklich zu machen. Dem bin ich auch sehr dankbar, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich auch immer noch nicht berechnet zu diesem Zeitpunkt, weil natürlich immer wieder andere Dinge anstehen. Aber ja, ich brauche da oft so diesen Arschtritt, um mich wirklich hinzusetzen, wenn es jetzt nicht gerade Dinge sind, die ich sowieso für die Arbeit unbedingt machen muss. Mhm. Ja. Ja, ich fühle mit dir. Gar keine Frage. Aber auf die qualitativen Daten bist du doch sicher jetzt ganz intrinsisch ganz neugierig. Ja, da habe ich natürlich auch schon reingeguckt, das einfach mal durchzulesen und das auszuwerten, sind aber zwei Paar Schuhe, ne? Also eine qualitative Datenanalyse ist was sehr, sehr zeitintensives, und da muss ich halt echt nochmal gucken, wann ich das mache. Das wird wahrscheinlich jetzt in diesem ersten Bericht, den ich schreiben möchte, auch noch keinen Einzug finden. Also das wird dann wahrscheinlich erst in dem englischsprachigen Vortrag dann auch behandelt werden, den ich dann im Anschluss noch schreiben möchte. Oha, oha. Naja, gleich. Richtig in die Wissenschaft, ne? Genau. Ja. Gleich international, damit man auch verstanden wird. Natürlich. Ja, super. Also man kann dir ja sozusagen nochmal einfach gratulieren dafür, dass du über 650 Menschen bewegt hast, 45 Minuten lang sich mit deinen Fragen auseinanderzusetzen und einen sehr soliden Datenteppich für dich zu erzeugen, auf dem du dann da deine Analysen so schön weben kannst. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, du hast damit auch einigen so ein bisschen so ein Edgy-Badgy gezeigt. Also du hast vor allen Dingen irgendwann mal so einen Tweet geschrieben, so, nehmt das, ihr Marketing-Strategen oder irgendwie sowas. Ja. Den hatte ich auch schon mal erwähnt irgendwann, weil ich den so richtig schön hingerotzt, fröhlich frech fand. Schön. Ja, soll ich das nochmal kurz erzählen? Oder? Ja, gerne. Ja, bitte.
Also ich habe tatsächlich, als diese Studie online war und die Leute dran teilnehmen konnten, wirklich sehr, sehr viele E-Mails bekommen bezüglich des Sinns der Studie, was man überhaupt daraus mitnehmen möchte, wo, also auch ganz viele Fragen, wo ich die E-Mail-Adresse her habe, weil das auch nochmal ein ganz großes Ding am Anfang war, das Ganze datenschutzrechtlich abzusichern, dass ich die Leute auch anschreiben darf und sie zu dieser Studie einladen darf und so weiter. Und da war unter anderem auch eine E-Mail dabei von einem Menschen aus der Marketingwelt, der geschrieben hat, so ja, hier ist ja gut und schön, aber das Ganze ist viel zu lang. Also ich habe ja auch vorher schon angekündigt, dass das irgendwie 45 Minuten dauert. Also das muss man den Leuten natürlich auch irgendwie vorher schon klar machen. Und dann schrieb er, ja, also wenn wir Umfragen durchführen, dann dürfen die allerhöchstens 2 Minuten dauern und die Leute machen auch nur mit, wenn man die noch irgendwie monetär vergütet dafür. Und da dachte ich so, habe ich zurückgeschrieben, vielen Dank für die Kritik, wir sind jetzt gerade bei ungefähr 500 Teilnehmenden und da kam dann auch keine Antwort mehr. Also das ist halt genau das Coole an der Podcast-Community, dass die Leute auch selber so ein Interesse haben an diesen Ergebnissen und da sich halt wirklich 45 Minuten hinsetzen und das Ganze ausfüllen, obwohl es wirklich teilweise ätzend viele Fragen zu einem Themenkomplex waren, die sich auch, wie das in der Psychologie so ist, sehr geähnelt haben teilweise. Ja, ja. Und ja. Da bin ich echt total dankbar, dass da so viele wirklich mitgemacht haben. Das wäre jetzt übrigens auch noch eine Anschlussfrage von mir, wobei ich jetzt halt schon, wie vorhin schon gesagt, ich habe erst 2 Talks hier gesehen und einer war noch nicht dabei. Sorry, vielleicht beantwortest du es da ja eh schon. Inwieweit machst du vielleicht auch noch eine Unterscheidung oder zumindest so ein Hinblick auf Podcaster, die nicht in dieser Community sind, weil ich, also Hintergrund meiner Frage, ich war im Oktober bei der Buchmesse und durfte da halt auch bei einem Panel teilnehmen und da halt eben mit Buchpodcastenden Menschen halt mich unterhalten. Und das waren halt so Leute von Verlagen und ein anderer Autor, der halt seinen Podcast mit einer Marketingagentur hochgezogen hat, der dann auch damit gescheitert ist, notabene. Und meine eine halt so als, zwar halt als Podcast eine Autorin, aber ich habe dann irgendwie so mein Fähnchen für die Community geschwenkt. Hatte jetzt unlängst auch gerade wieder ein Gespräch mit einer Person, die halt jetzt gerade einen Podcast startet. Wurde dann halt kontaktiert, ja, hier kannst du mir da irgendwie vielleicht mal helfen. Ich habe gesehen, du machst da so Dinge mit Datenschutz und so weiter. Und ich dachte so, du, ich habe da auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht und es gibt übrigens diese Community. Und wie, es gibt eine Community? Ja, und das war in Frankfurt halt auch so dieses, so da hattest du dann irgendwie, weiß ich nicht, 100 Leute sitzen. Nee, ganz viele waren es nicht, ja, also 50 Leute sitzen. Und dann war halt die Sache mit, wie, es gibt eine Community. Na, so. Und das kommt halt eigentlich so bei den Leuten oder bei Menschen, die vielleicht jetzt drauf stoßen, eben durch diverse Marketing-Hypes, vielleicht auch einfach gar nicht an. So, ne, dass es da eigentlich schon 15 Jahre Vorarbeit gibt, ne, mit coolen Projekten, die da rausgekommen sind, ne, wie Studio Link, wie Auphonic und Ultraschall, ja, und so weiter. Und dann sitzen da halt irgendwie ambitionierte Menschen, an denen das einfach vollkommen vorübergegangen ist. Wie gesagt, jetzt zurück zur Frage, hast du von denen irgendwie auch wen erwischt oder machst du da irgendwie zumindest so ein, naja, Vergleich ist dann halt schwierig, ne, weil ne, Daten, aber also da auch irgendwie noch ein Hinweis zu oder so? Also erstmal zu der Frage, ob ich versucht habe, die zu finden und wenn ja, wie. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch damals im Meetup schon besprochen, dass wir auf jeden Fall Leute mit drin haben wollen in der Stichprobe, die eben nicht auf Twitter vernetzt sind, die nicht im Sendegate sind, die vielleicht auch einfach nur für sich alleine podcasten, ohne irgendeine Intention dahinter, jetzt eine große Hörerschaft aufzubauen und so. Und so entstand erstmal überhaupt die Idee, die Leute per E-Mail anzuschreiben, weil ich hätte natürlich auch einfach den Link in irgendwelchen, in den gängigen Foren posten können und das dabei belassen können, aber damit hätte man natürlich erst recht nur die Leute abgegriffen, die dort eben vernetzt sind. Deswegen überhaupt erstmal die ganze Arbeit, die Leute dann per E-Mail anzuschreiben und diese Datenschutzgeschichte mit unserem Datenschutzbeauftragten, die sich über Monate noch hinzog, bis die Datenschutzerklärung so aussah, dass ich sie einbinden konnte.
Das war also der Weg, um diese Leute zu bekommen. Ob die jetzt wirklich drin sind und wie viele davon, kann ich nicht wirklich sagen, weil es ja anonymisiert war und ich, wie gesagt, nicht weiß, wer genau, also welche Podcasts genau dahinter stehen. Ich habe allerdings auch ein paar Items mit drin, die ich jetzt noch gar nicht ausgewertet, also die ich schon ausgewertet habe, aber die jetzt nicht Einzug gefunden haben in die Präsentation, die in die Richtung ging, inwiefern oder inwieweit die Leute sich zu einer Podcast-Community zugehörig fühlen, wo dann auch sowas drin war wie, mich kann man auf gängigen Community-Treffen anfinden oder ich bin in Communities aktiv, war glaube ich auch eine Frage in Online-Communities oder so, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Also das habe ich schon auch abgefragt, das waren aber auch so Likert-Skalen, also Zustimmungs-Items, da habe ich jetzt nicht genau gefragt, wo bist du aktiv und wie würdest du dich da einordnen, sondern das sind halt auch wieder so, ne, diese Tendenzen, die man da hat, wo ich dann schon so ein bisschen ablesen kann, okay, hier hat man vielleicht jemanden, der da überhaupt nicht zugestimmt hat und der von sich selber sagt, er ist da überhaupt nicht vernetzt, also das könnte ich schon noch auswerten, inwiefern da so die prozentualen Verteilungen sind. Genau, also das könnte ich noch machen. Das ist ein guter Hinweis für den Artikel, den ich dann schreiben werde. Das sollte ich da auf jeden Fall mit reinbringen, um genau diese Frage zu beantworten, wie viele Leute von diesen Personen, die sich jetzt nicht einer Community zugehörig fühlen, in der Stichprobe waren. Fände ich jetzt nämlich auch total spannend. Also da hättest du jetzt schon eine Leserin gewonnen. Sehr gut. Genau, nee. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast den ganzen Prozess im Leipziger Podcaster-Meetup vorbesprochen und das ist quasi nicht nur eine Christiane-Artig-Aktion, sondern so eine Meetup-Aktion? Ah, genau, wir haben es dort diskutiert und da habe ich so auch immer so meinen aktuellen Stand dann mitgebracht und gesagt, hier, guck mal, das sind die Artikel, die ich gefunden habe und das ist irgendwie ganz wenig und sagt mir mal, was euch noch interessieren würde, was würdet ihr gerne von der Podcast-Community wissen und da entstanden dann eben auch zum Beispiel die Fragen zu dem Wohnort, weil das eben auch so eine Frage ist, die dort im Meetup aufkam, ob das Podcasting überhaupt ein urbanes Phänomen ist oder ob da auch viele Leute auf dem Land podcasten. Das war zum Beispiel eine Frage, die hätte ich jetzt von mir aus nicht mit reingenommen, aber da war eben Interesse da. Und genau, da haben wir das besprochen. Ich habe es ja auch im Sendegate dann nochmal vorgestellt, bevor das Ganze online ging und habe auch der Nicolas Wörl war sowieso sehr stark dran beteiligt. Der hat auch den Fragebogen vorher nochmal angeschaut und da Feedback gegeben. Der Sandro Schröder ebenfalls. Und genau, ist nicht nur alles auf meinem Mist gewachsen, sondern da haben sich wirklich Leute aus der Community auch dran beteiligt. Wow, schön. Sehr cool. Das habe ich gar nicht, das habe ich so, also dass der Sandro zum Beispiel auch damit drin hängt, das wusste ich gar nicht. Ja, klasse, sehr schön. Also unbedingt empfehlenswert, da reinzuschauen. Du hast die halbe Stunde wirklich sehr gut genutzt, die du da bekommen hast. Also sehr, sehr dicht. Du hast ja kaum einmal Luft holen können von einem Fakt zum nächsten. Also das war auch, wo ich dachte, hui, da hat sie sich aber, es sieht so aus und hört sich so an, als hättest du das vorher sehr geübt, dass du genau in dieser halben Stunde da durch bist. Habe ich tatsächlich gar nicht. Aber ich meine, mittlerweile habe ich natürlich auch im Uni-Kontext so viele Vorträge gehalten, dass es da eine gewisse Routine gibt, sage ich mal. Das macht die locker, die Christiane, locker. Super. Ja, schön, schön, schön. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen den Blick auf den Kongress als solches weiten. Wir sind schon ein bisschen zeitlich fortgeschritten, aber so ein bisschen schwelgen, das sollten wir uns nicht entnehmen lassen und uns gegenseitig nochmal erzählen, was wir vielleicht besonders genossen haben, oder was auch anders war als letztes Jahr, wo wir vielleicht auch enttäuscht waren oder so. Wie war es denn so? Claudia, magst du mal anfangen? Also jetzt 36C3 versus 35C3? Ja. Ja, die Kopie funktioniert hat. Das Copy und Paste. Ja, die Nicht-Kopie, genau. Die Nicht-Kopie. Die Nicht-Kopie. Also ja, es war an vielen Stellen Copy and Paste, aber nicht überall. Und ich habe es wie jedes Mal geschafft, mir viel zu viel vorzunehmen, obwohl ich irgendwie jeden Tag nur eine Sache hatte.
Das fand ich im Vorfeld überschaubar. In der Realität hat sich dann wieder rausgestellt, auch das war schon irgendwie zu viel. Und es ist dann halt einfach immer zeitlich eng und plötzlich ist Tag 4 vorbei und man fragt sich, wann jetzt eigentlich der Kongress anfängt. Ja. Ich habe ganz viele Sachen, wo ich dann hinterher irgendwo so auf Twitter was drüber gelesen habe oder halt auf Mastodon, die habe ich eigentlich überhaupt gar nicht gesehen. Also es ist irgendwo war dieses Jahr, weiß auch nicht. Also schwierig. Aber du warst doch letztes Jahr auch schon mal so in der Orga, oder ist das für dich auch eine neue Funktion gewesen? Nee, das habe ich jetzt schon viermal gemacht. Ja, also das war jetzt schon viermal gemacht und Orga, also ich bin da ja nur ein ganz, ganz, ganz winzig kleines Rädchen. Also eine von, ich glaube, dieses Jahr waren wir 8 Personen, die halt sich um die vorangemeldeten Gruppen gekümmert haben, also um Assemblies und Habitat und so und das habe ich ja beim Camp halt auch mitgemacht und wie gesagt, aber nur halt eine von 8 Leuten und andere Leute machen da halt mit AutoCAD-Plänen und so viel, viel mehr als ich. aber irgendwie war trotzdem dieses Jahr viel zu schnell vorbei und irgendwie ist, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie ist alles gar nicht so ein Kongressgefühl richtig aufgekommen. So irgendwo fehlte für mich so dieses durch die Hallen wandern mit großen Augen und alles bestaunen, obwohl natürlich so viele coole Sachen da waren. Also alleine die ich gesehen hatte, die waren natürlich alle super cool, aber mal gucken. Ich nehme mir einfach nächstes Jahr nur eine Sache vor, vielleicht zwei, weil dann passiert hinterher nämlich doch immer mehr und ja. Ja, nee. Und aber nächstes Jahr auch mal einen Vortrag für das große Programm einreichen und mal gucken, ob ich da vielleicht auch mal auf eine offizielle Kongressbühne darf. Mal schauen. Genau. Ach so, die kleinen zählen auch nicht so richtig? Oder was heißt groß und groß und offiziell? Genau, wir haben ja einmal das kuratierte Programm, also kuratiert es in vom Content-Team, das direkt vom Kongress quasi bespielt wird, ne? Also wo dann halt der offizielle CCC CFP läuft, wo man dann die Sachen einreicht und dann gibt es halt ganz, ganz viele, ich habe mittlerweile den Überblick verloren, wie viele es mittlerweile sind, ganz viele Nebenbühnen, ne? Also wie zum Beispiel hier halt auch Sendetisch beziehungsweise Deutschlandfunkbühne oder Chaos Westbühne oder beim OYO, also Open Infrastructure Orbit, hier die Freifunker und so, die haben eine Bühne. Es gibt bei Wikipacker das Wohnzimmer, wo halt auch zum Teil gestreamt wurde. Also mittlerweile ganz viele Stellen, an denen halt dann auch Wissen geteilt wird, ja, und weswegen ich auch schon unterstellt habe, so aus der Community raus besteht tatsächlich Interesse, Wissen zu teilen, grundsätzlich, ja. Aber die sind halt eben dann von den jeweiligen Assemblies beziehungsweise Habitaten, das ist so, wenn mehrere Assemblies sich zusammentun, sind die dann halt bespielt, ne? Also die haben dann eigene CFPs und wo man dann, also Call for Participation, wo man dann was einreichen kann und haben dann eigene Content-Teams, die sich darum kümmern und die Talks sind dann halt meistens im ja quasi so die dann thematisch dazu passen, ne? Also Deutschlandfunkbühne waren jetzt zum Beispiel irgendwie alles Podcasts, also jetzt wenn es vom Sendegate bespielt wurde, ne, klar. Also das ist dann halt schon so der Unterschied in Anführungsstrichen und das Kongressprogramm, also das, was halt vom Kongress Content Team halt kuratiert wird. Das konnte ich bislang noch nie von irgendeinem meiner Themen überzeugen. Mal gucken, ob ich das dieses Jahr dann schaffe. Genau. Hattest du denn eine Lieblingsecke, wo du dich immer mal gerne wieder so hin verkrochen hast? Oder warst du überall und nirgends?
Dieses Jahr tatsächlich so ziemlich überall und nirgends. bin dann eigentlich auch immer so mit meinem Roller. Mein Roller hat vorne so ein Körbchen dran und dann habe ich da eigentlich immer so mein Zeug drin und halt mit dem Roller und dem Rucksack bin ich dann eigentlich immer so durch die Gegend gezockelt und war dann eigentlich immer so irgendwo zwischen Sendegate und Chaos West hinten und ja, gelegentlich halt so das Assembly-Team in Anführungsstrichen Büro. da hatten wir uns halt dann in diesem Fresswürfel da bei der Engelküche unten so ein Tischchen zurechtgezogen, wo wir uns dann halt dann auch jeden Tag nochmal getroffen haben und dann ein bisschen besprochen haben. Genau, und da so irgendwo zwischendrin bin ich immer halt so hin und her gedackelt. Also ein Kongress mit nicht so viel Staunen bei dir diesmal. Genau, irgendwie fehlte dieses Jahr das Staunen. Danke, dass du es so schön auf den Punkt gebracht hast. mein heilloses Stammeln von vorher, ja. Nee, du hast es ja einfach vielschichtig erzählt. Das ist ja gut zum Zuhören, sehr, sehr gut. Aber es sagte auch mal jemand, ich weiß nicht, ob es der Roddy war, also das Staunen des ersten Males, dieser Wow-Effekt, den man so hat, den bekommt man auch beim zweiten Mal nicht mehr. Also das ist dann, irgendwann, also diese Außergewöhnlichkeit, die man da beim ersten Mal wahrnimmt, die wird dann beim zweiten und dritten Mal zur Normalität. Ganz merkwürdig. Genau. Das und wenn man halt auch schon seit, also wir waren jetzt seit 21. da, wenn du seit 21. auch vor Ort bist, ja, dann ist es halt irgendwie so, du siehst zwar, dass jeden Tag irgendwie mehr ist, ne, und mehr aufgebaut wird und dann irgendwann sind halt die Kreissägen und die Sägespäne weg und dafür sind dann halt auf einmal fertige Dinge da und so. Und aber es ist halt trotzdem irgendwie nicht dieses, wie man kommt zu seinem ersten Kongress und es ist einfach dieses große blinkende Wunderland mit Vorträgen, die man an mancher Uni einfach in der Qualität nicht gehört hat, was mich bei meinem ersten Kongress immer noch völlig geflasht hat. Also das ist halt schon ein Unterschied und es macht riesig Spaß nach wie vor, aber es ist halt trotzdem irgendwie so nicht so dieses geflasht Erlebnis, sondern halt einfach so ein Wow, das sind verdammt viele Leute und hier passiert gerade verdammt viel Kram, aber ich habe irgendwie gerade, ich weiß nicht, irgendwie fehlte mir auch dieses Jahr die Ruhe. So. Ja. Wie gesagt, nächstes Mal weniger vornehmen und dann tatsächlich einfach mal so ohne, ich muss zu dem und dem Zeitpunkt irgendwo sein, einfach mal hinsetzen und bisschen chillen. Ich glaube, das nehme ich mir jetzt einfach mal fix vor. So. Das ist ein guter Vorsatz. Lars, wie war das bei dir? Wie ich den Kongress erlebt habe. Ja. Also ich glaube, ich habe diesen Kongress deutlich mehr aufgesaugt als die Kongresse zuvor. In den letzten zwei Jahren war ich sehr, 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 sehr viel im Sendezentrum und dieses Mal war ich nur noch sehr, 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 sehr viel im Sendezentrum. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan mit den Zahlen. Also sprich, ich war mehr unterwegs und habe mehr mir Zeit genommen, Dinge mir anzugucken in den Hallen. An Tag 1 war mir das ein bisschen zu viel. An Tag 2 und 3 bin ich immer wieder mal durchgetapert. Und von daher hat es mir richtig gut gefallen. Die Chance habe ich mir einfach irgendwie die letzten Jahre nicht gegeben. Das hätte ich da natürlich auch haben können. Von daher war noch Neues da und genug Zeug zum Staunen. Was ich diesmal so ein bisschen vermisst habe, war so der Selbstläufer, wie dieses Meme mit den Überwachungsdrohnen, was wir letztes Jahr, also 2018 hatten. Birds aren't real, ne? Genau. Das, ne? Ja. Also so, ich hatte den Eindruck, dieses, also 2019, jetzt beim 36C3 war weniger Remixing. Das fand ich ein bisschen schade, aber das kann man natürlich nicht erzwingen. Das passiert einfach und dann startet das eben durch oder eben nicht. Aber den Spaß hätte ich gern dieses Mal auch gehabt, das so zu verfolgen, wie sich das über den Kongress immer weiter durchmutiert.
Aber ansonsten, mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Große Überraschung kongressmäßig gab es jetzt nicht, weil halt viel Copy-Paste. Aber ich fand es einen ganz, ganz tollen Kongress und freue mich schon aufs nächste Mal. Also es ist genug da, dass ich jedes Mal Neues erlebe. Also es hat sich für mich noch nicht verbraucht. Das ist gut zu wissen. Sebastian, du hast das Ganze aus der Entfernung verfolgt. Wie war denn der Kongress für dich? Hast du das einfach ignoriert, weil es doof ist, nichts mitzukriegen? Oder hast du doch so weit, wie es geht, irgendwie den Stream verfolgt? Wie hast du es erlebt? Ja, ich habe ein paar Mal in den Stream reingeschaut. Es gab ja auch diesmal von der Sendezentrumsbühne einen Stream, der allerdings ein bisschen instabil war, glaube ich, dieses Jahr. Also zumindest als ich dann immer reingeschaut habe, hat er sich ab und zu mal aufgehangen. Aber es konnte mir einen Eindruck vermitteln, dass sich da jetzt nicht ganz so viel geändert hat, zumindest was die Bühne anging. Und ja, ansonsten den Rest konnte man ja dann bequem nachhören und nachgucken. Also das war dann natürlich kein Problem mehr. Und ja, durchaus klar, es ist natürlich von der Außenperspektive immer was anderes, als wenn man live vor Ort ist, weil dann hätte man ja auch Zeit für Gespräche und dafür nutze ich dann auch immer die Zeit vor Ort lieber. Und ansonsten verhält sich das dann ja im Nachhinein genauso, wenn man sich die Sachen dann wieder anhört oder anguckt. Obwohl diese Idee Congress Everywhere ist ja auch tatsächlich im Chaos-Umfeld immer wieder kommuniziert worden. Also diejenigen, die nicht vor Ort waren, haben sich dann in ihren heimischen Gruppen irgendwie getroffen, irgendwelche Streams angemacht und dann gemeinsam darüber gesprochen, was sie da erlebt und gesehen haben am Stream. Also das scheint tatsächlich auch von außen so wahrgenommen zu werden. Nicht jetzt bei dir, Sebastian, also ich komme nur gerade mit dem Gedanken der Nutzung aus der Ferne sozusagen da herauf. Das mit dem Stream und dass der wohl ein bisschen wackelig war an diversen Stellen, hatte den Hintergrund, dass die beim VOC, also Video Operation Center, die hatten dieses Jahr eine neue Version ihrer Streaming-Software von diesem Voctomix halt im Einsatz, die eigentlich nur auf ein oder zwei Testrechnern laufen sollte. Und dann gab es wohl irgendwie so knapp vor Congress ein Update quasi im Host-System auf den ganzen Rechnern. Und darauf lief dann leider die ursprüngliche Version nicht mehr. Und deswegen hatten sie die Auswahl, entweder sämtliche Rechner neu aufsetzen auf der vorherigen Version oder halt sämtliche Rechner eben auf die Zweier-Version von dem Voctomix halt hochziehen, die halt noch Beta war. Und sie haben sich dann für Letzteres entschieden und das hat dafür, dass das doch sehr spontan war und halt dann eben im ganzen Kongress quasi direkt mal hart getestet wurde, so relativ gut funktioniert. Aber irgendwann liefen auch mal Teile des Streams hier über einen Wiener Server. Da war dann, glaube ich, doch relativ viel Bewegung, gerade halt, was die Videoleute angeht. Also die haben, glaube ich, diverse Versionssprünge noch während des Kongress gemacht. Was ich von außen auch mitbekommen habe, es sind, glaube ich, auch einige Mischpulte abgeraucht, glaube ich, 4 Stück oder so. Was? Das ist natürlich dann auch schon Ausnahmezustand und dafür großes Lob. Also dafür sind ja auch viele Aufnahmen wirklich jetzt im Nachhinein gar nichts mehr davon zu merken. Und wenn das dann nur den Streamer kurz betrifft, ist das jetzt auch kein großes Ding, ja. Ja. Nee, also die waren gut am Rödeln die ganze Zeit. Also. Ja, auf jeden Fall. Die leisten ja immer sehr gute Arbeit, was das angeht, ja. Oh ja. Christiane, hattest du einen Lieblingsplatz am 36C3 oder wie hast du es sonst erlebt dort? Also mein Lieblingsplatz war natürlich im Sendezentrum. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich wirklich dieses Mal die meiste Zeit dort verbracht habe. Und ich glaube tatsächlich, es ist ja erst der zweite Kongress für mich gewesen, aber ich glaube, ich habe letztes Jahr das erlebt, was für die meisten Leute den Kongress irgendwie ausmacht. Zumindest für die, mit denen ich schon mal darüber gesprochen habe. Weil ich glaube, die meisten Leute kommen dahin wegen der Menschen. Und
ich habe jetzt dieses Jahr verstanden, was damit eigentlich gemeint ist. Also ich dachte ja schon, ja gut, man trifft da irgendwie Leute, die man kennt, mit denen man irgendwie schon mal was gemacht hat. Okay, ist ja nett und schön, aber das kann man doch jetzt auch eigentlich in einem Café machen oder so. aber diesmal habe ich halt wirklich gemerkt, was damit gemeint ist, weil also ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also ich fange mal ganz hinten an. Am vierten Tag war ich so emotional ergriffen, dass ich quasi bei jedem Satz, der mit mir irgendwie ausgetauscht wurde, in Tränen hätte ausbrechen können, dass es jetzt bald vorbei ist. Weil gerade der dritte Tag für mich nochmal richtig, richtig toll war, beziehungsweise die Nacht vom dritten zum vierten Tag, wo der liebe Christian vom Kohlenpott mich mitgenommen hat in die Assembly vom C3RE vom Chaos-Treff Recklinghausen und wie gesagt, ich war die meiste Zeit im Sendezentrum und habe vom Kongress nicht wirklich was mitbekommen. Das ging so weit, dass ich nicht mal sagen kann, was Halle 3, was Halle 2 ist. Also ich habe mir den Plan nicht einmal angeschaut, aber da wurde ich dann mal mitgeschleppt und war sowieso, ich wollte eigentlich an dem Tag schon Mitternacht zu Hause sein. Ich war an dem Tag um 6 Uhr morgens zu Hause, weil ich da so eine tolle Zeit hatte. Er hat ja da zu seinem neuen Podcast gleich mal Merchandise erstellt und mich mitgeschleppt und dann habe ich so ein bisschen rumgefragt, was die Leute dort eigentlich machen, weil das ist halt so die Frage, die ich mir letztes Jahr oder vorletztes Jahr vor allem gestellt habe, was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag da, die vor ihren Computern sitzen? Ich habe es nicht verstanden und jetzt konnte ich mal nachfragen und fand es wirklich ganz, ganz toll, dieses Gespräch, was sich da entwickelte, wo sie mir dann gesagt haben, ja, so von IT-Sicherheit und so, das ist irgendwie gar nicht so richtig ihr Ding. Sie versuchen eher ihre Fähigkeiten anders einzusetzen, indem sie zum Beispiel Designerlampen nachbauen, die im Geschäft 300 Euro kosten. Die machen sie aus IKEA, Bilderrahmen für 5 Euro und die ganze Elektronik dahinter bauen sie halt selber nach und so. Das fand ich schon mal total beeindruckend. Und ein Projekt, von dem mir der Tobi erzählt hat, von dem Chaos-Treff, fand ich wirklich extrem. Ich weiß gar nicht, wie, also da war ich so gerührt, dass ich auch da schon hätte anfangen können zu weinen. Ich bin ja sowieso ein sehr emotionaler Mensch und ja, war da sehr berührt, als er erzählte, ja, ein größeres Projekt, was sie jetzt in den letzten Jahren gestartet hatten, war für ein Geflüchtetenheim dort in Recklinghausen einen Freifunk auf die Beine zu stellen, damit die dort eben Internet haben. Und ich dachte so, ich finde das so krass, dass die Leute mit ihren eigenen finanziellen Mitteln, in ihrer eigenen Freizeit halt solche Projekte verfolgen, ohne irgendwelche Hintergedanken, dass sie damit irgendwie in die Zeitung kommen. Weil ich habe auch gesagt, hier wissen die Leute das wenigstens bei euch? Wurde mal darüber berichtet und er meinte, ja nee, nicht so richtig, das möchten sie eigentlich auch gar nicht. Also das Schönste, was sie eigentlich haben möchten, ist, dass die Leute einfach so darüber reden. So, das ist, ne, so wie ich das gerade mache, das einfach erzähle im Podcast zum Beispiel. Und das fand ich alles, also das hat mich extrem berührt und tut es auch jetzt schon wieder und das war einfach ganz, ganz toll und auch die Gespräche, die wir dann noch hatten, wo es auch unter, also das ging wirklich über Stunden hinweg, wo wir unter anderem über gendersensible Sprache in Podcasts und allgemein gesprochen haben und wo ich gemerkt habe, hier herrschen gerade andere Meinungen vor, Meinungen, die ich in meiner flauschigen Podcast-Bubble gar nicht so kenne, wo ich aber gemerkt habe, letztlich wollen wir alle das Gleiche und wir wollen alle Gerechtigkeit, nur haben wir eben unterschiedliche Arten und Wege, das irgendwie umzusetzen. Und da habe ich halt auch mal wieder gemerkt, was ich prinzipiell was ich einfach so ein bisschen vermisse, ist, dass unterschiedliche Meinungen auch ausgehalten werden können und dass man nicht gleich abblockt und auch weiter diskutieren kann und wirklich dadurch auch was bewirken kann und ein Umdenken bewirken kann, wenn das Interesse erstmal da ist. Und da habe ich halt total gemerkt, dass das Interesse meiner Person gegenüber total da ist am Podcasten und zum Beispiel auch an so Themen wie gendersensibler Sprache, aber eben auch genau umgedreht, dass ich als Technik-Noob da auch wirklich total interessiert war, wie die ihre Lampen Uhren nachbauen und so weiter. Und das war einfach, das war für mich persönlich extrem gewinnbringend. Ja. Sehr also da cool. War ich wirklich sehr, sehr traurig, dass ich dann irgendwann doch mal den Heimweg antreten musste, weil es ging einfach nicht mehr. Und ich habe dann sogar noch einen Hackerpass bekommen mit einem ersten Stempel sogar drin. Und ja, es ist ganz, ganz toll gewesen. Cool. Wie schön. Wie schön. Ich habe diesen Kongress
etwas anders wahrgenommen als alle anderen zuvor, denn bisher habe ich mich eigentlich mehr oder weniger nur im Sendezentrum rumgedrückt. Letztes Jahr ganz extrem, da glaube ich, habe ich mich 4 Tage lang da mehr oder weniger eingenistet. Und in diesem Jahr war das anders, weil ich in Begleitung war. Meine Frau war mitgekommen. Und die hat gesagt, ja, ist ja ganz schön hier, schön und gut, diese ganze Podcast-Reihe, aber wenn ich hier schon mal bei so einer großen Veranstaltung bin, dann will ich auch mehr sehen als nur dieses Sendezentrum. Ich will den ganzen Kongress wahrnehmen so. Und dann hat sie halt so ein bisschen sich was ausgesucht. Wir haben einen Talk gesehen, sie wollte unbedingt mal in so einer großen Halle sitzen und einfach mal so die Stimmung auch spüren. Ich habe auch immer gesagt, ja, kann man ja alles zu Hause nachgucken. Also nein, das ist doch anders und ich möchte das einfach mal erleben. Dann haben wir uns einen Talk in der großen Halle D, also wo irgendwas mit 3000 Leute oder so, also nee. Wahrscheinlich A dann? Nee, das wäre A da, nee der andere, nee, genau. Da in Halle, ach so. Halle 3 hinten drin. Ja, das wäre ja, hinten drin, B, ne? Oder? Ja. Also egal, es waren schon ziemlich viele Leute, also so, dass die mehrere Beamer-Leinwände hatten, um das ganze Bild auch nach hinten durchzureichen und so. Also das war schon ziemlich beeindruckend und das war auch für mich tatsächlich mal wieder eine neue Situation. Ich glaube, methodisch inkorrekt auf der Bühne habe ich mal gesehen in Saal 2 in Hamburg. Und das war es aber auch schon. Also so einen richtigen Talk, so einen richtigen normalen Talk. Und das war Fefe, der da über sichere Konstruktion von Software irgendwas erzählt hat, wo ich gedacht habe, meine Frau, was hat die damit zu tun? Also irgendwie kommt die da, wird die wahrscheinlich irgendwann gelangweilt vom Stuhl rutschen. Im Gegenteil, die war total Feuer und Flamme. Der Fefe hat es relativ allgemeinverständlich gesprochen. Und sie nickte die ganze Zeit immer, was sie so sagte, ja, genau so, das ist so, ja, also ich war total beeindruckt, also sie hat da mehr von mitbekommen als ich, weil ich zwischendurch etwas müde wurde und ich glaube mal so 10 Minuten weggedämmert war, aber sie war die ganze Zeit aufmerksam. Und dann wollte sie unbedingt löten. Ich denke, was ist das denn? Meine Frau will ja löten. Sie wollte unbedingt löten. Und dann haben wir geguckt, dass wir da erstmal uns erkundigen, wie man denn da so lötet. Der Schaßen sagte, ja, ganz toll. Letztes Jahr gab es da so eine Wäscheklammer. Da konnte man so LEDs drauf löten und eine Batterie dran. Und dann konnte man sich die anklemmen, hatte mal was zum Leuchten. Das gibt es bei da und da. Dann sind wir da hingelaufen. Und dann Binary hatten die Kitchen aber bei den. Die Nibble Area, ja. Genau, die haben uns, also erst war das, es war wohl letztes Jahr woanders und dieses Jahr ist es in der Binary Kitchen gewesen und dann haben wir uns erstmal so richtig durchgefragt, wie funktioniert das denn hier eigentlich, weil so, Schasen kannte das noch so, dass man sich zu gewissen Zeiten einfindet und dann wird quasi so ein angeleitetes Löten gemacht irgendwie so und das war aber diesmal wohl ganz anders, das war, jeder machte das so nach eigenem Gusto und dann musste man sich wirklich erstmal so da durchwühlen und sagen, ja, also gut, hier ist die Anleitung und da sind die Teile, aber wie komme ich jetzt da dran und muss ich die bezahlen und wer gibt mir die oder nehme ich mir die einfach selber oder also diese Grenzen, wo darf ich und wo soll ich und so weiter, ja. Man ist ja doch am Anfang so, also ich war da ziemlich so ein bisschen im Schwimmen und fand mich so richtig die Spielregeln und habe mich da so nach und nach so peu à peu da so ran gearbeitet und das fand ich total spannend und auch zu gucken, dass man eine Lötstation fand, weil großer Andrang war und es war ganz viel und man musste wirklich anstehen und warten, bis endlich mal einer aufsprang und dann auch schnell sein, dass man dann da ist und dann war aber die Solidarität unter den Lötenden war wieder ganz beeindruckend, sich mal irgendwie mit irgendwas aushelfen, das war überhaupt kein Problem. Einige schon, die hielten ihre Sachen dann sehr für sich und gaben auch nicht so gerne wieder weiter. Also auch man konnte verschiedene Typen so erleben. Und das war alles insgesamt eine ganz neue Erfahrung vom Kongress, die über das im Sinnezentrum sitzen hinaus gegangen ist. Also hat mir sehr gut gefallen, diesen Blick, den meine Frau mir da verschafft hat. Klingt cool. Und sie möchte nächstes Jahr wieder hin. Also yay! Alles richtig gemacht. Ja, cool. Sehr schön. Ja, so war das gewesen. Sehr cool. Haben wir alle durch? Ja, ne? Oder haben wir alle vergessen? Ne, haben alle was gesagt. Ja. Gut, dann lasst uns doch die Gartenbank so langsam abschließen. Mit ganz viel Dankeschön an die Christiane. Nochmal dafür, dass sie diese tolle Umfrage gemacht hat, dass sie diese Arbeit auf sich genommen hat und auch diesen schönen Vortrag gehalten hat. Damit ja, wir auch alle sehr, was davon sehr gern haben. Gemacht. Ja. Prima. Und danke, dass du hier nochmal so schön ausführlich davon
erzählt hast, damit auch alle Sendegarten-Hörenden davon was mitbekommen. Du kennst das Prinzip, wir gehen jetzt weiter ins Querbeet. Du bleibst uns aber erhalten und quatscht einfach genauso dazwischen, wie wir uns bei dir. Oder auch nicht. Dazwischen gequatscht haben. Oder du wendest deine Superkraft an, deine geheime, und hörst zu. Genau. Genau. Nee, komm, du darfst gerne und sollst auch deine Meinung zu Themen sagen hier. Fühl dich immer eingeladen. Fühl dich immer eingeladen. Dann mach mal weiter. Okay, machen wir mal ins Quer. Gehen wir mal ins Querbeet. Ich lese hier gerade im Chat ganz fiese Sachen über mich, dass ich nicht nur bei Larsens Vorträgen einschlafen würde, sondern auch bei anderen Vorträgen. Ja, ja, ja. Haltet es mir nicht unter die Nase. Sehr schön. So, es gibt, das weiß die Claudia viel besser als ich, es gibt dieses Fediverse, also das Universum von Diensten, die möglichst dezentral aufgebaut sind und so Sachen wie Twitter durch Mastodon ersetzen, irgendein Videoportal ersetzt YouTube und verschiedene andere Dienste sollen Community getragen werden. Einer dieser Dienste ist Funkwale. Da ist irgendwas Neues rausgekommen. Was war denn da noch? Da bewegt sich irgendwas. Was bewegt sich da? Wer weiß da was? Weiß nicht, Lars oder Sebastian, habt ihr es jetzt genauer mitgekriegt, auch nach Weihnachten? Weil ich war nur einmal vor Weihnachten bei so einem Treffen dabei. Sebastian, hau rein. Ich habe wirklich nur in ganz groben Zügen davon gehört bisher, also da wisst ihr wahrscheinlich tatsächlich mehr als ich. Ach ja, Lars, du hast das ja vorbereitet, jetzt erinnere ich mich wieder, Entschuldigung, ich hätte dich fragen sollen, bitte, dann mach doch mal. Ja, es ist, ich muss mit einem Disclaimer anfangen, ich bin kein Nutzer dort, ich habe keine Ahnung davon und was das Fediverse angeht, bin ich das personifizierte Henne-Ei-Problem, das muss man mal eben sagen. Also Bilder in meinem Kopf, Hilfe. Bist du die Henne oder das Ei? weder noch, ich bin das Problem. Also ich weiß nicht, wie man spricht. Funkwale, ich sag mal einfach Funkwale. Ich habe aber keine Ahnung, wie schon erwähnt. Ich glaube, es ist Funkwale, aber ich bin okay, ja, dann benutze ich das. Das klingt auch weniger funky. So, wir haben also... aber hallo. Es wird nicht besser, wenn ich müde bin. So, also was haben wir da? Wir haben ein dezentrales, freies Netzwerk. Und dieses Funkwale ist Teil des Fediverse, was wiederum ein Netzwerk dieser unabhängigen Netzwerke ist. Und soll ich kurz zum Thema Fediverse hau rein. Für alle, die es vielleicht gar nicht kennen, so nur, dass es einmal klar wird, was das Ding tut. Also wir kennen das ja jetzt alle von zentralisierten Plattformen wie zum Beispiel Twitter oder auch Facebook oder sowas. Das heißt, man braucht auf derselben Plattform wie die anderen Personen einen Account, um mit denen kommunizieren zu können. Und wir kennen aber auch ein anderes System, wo es nämlich egal ist, auf welchem Server man seinen Account hat und man trotzdem mit allen anderen kommunizieren kann. Das ist E-Mail. Ja, also da ist ja egal, bei welchem Anbieter man ist, man kann trotzdem miteinander reden. Und so funktioniert letztendlich auch das Fediverse. Ja, also nehmen wir jetzt Beispiel Mastodon als Alternative zu Twitter. Da gibt's halt verschiedene Instanzen genannt, ja, also verschiedene Server, auf denen halt quasi Mastodon läuft. Da kann man sich dann halt einen Account klicken. Das wird halt von ganz vielen Communities angeboten. Einige Universitäten haben das schon, einige Städte. Ja, also der Bundesdatenschutzbeauftragte von Deutschland, der Herr Kelber, der hat seinen Account zum Beispiel auf bonn.social. Es gibt auch Instanzen zum Beispiel für Juristen oder für Büchermenschen und so weiter. Und dann ist man da halt auf so einem Server, wo halt zum Beispiel auch ganz viele andere Juristen sind, wenn man jetzt halt selber in dem Bereich tätig ist. So, und man kann aber trotzdem mit allen anderen reden. Und beim Fediverse ist jetzt kann nicht nur alle Leute auf Mastodon miteinander reden, sondern man kann zum Beispiel auch Leute, die PixelFed verwenden, das ist so eine Alternative zu Instagram, denen kann man auch von seinem Mastodon-Account aus folgen. Ja, das heißt, selbst diese unterschiedlichen Softwares, ja, also Mastodon und
Pixelfed und Funkwhale, ne, und PeerTube und wie sie alle heißen, die reden dann auch nochmal alle miteinander. Und das ist halt so der große Vorteil, den eben dieses Fediverse hat. Letztendlich auch, weil dann eben nicht sowas passieren kann wie Facebook kauft jetzt Mastodon. Ja, einfach weil es eben nicht ein einziger Server ist, der an zwei oder drei Leuten hängt, die dann da vielleicht irgendwie rausgekauft werden, sondern weil es einfach ganz viele Server gibt, die an ganz unterschiedlichen Stellen stehen und da sind halt auch zum Beispiel Bildungsinstitute und so weiter dazwischen und ganz viele Vereine. Das war's. Ja, und eine dieser Dienste ist eben Funkwhale. Da gibt es eben auch unterschiedliche Instanzen und ja, nach dem, was ich mir angeguckt habe, wie gesagt, ich bin selber kein Nutzer, erinnert es mich ein bisschen an das alte Last.fm, wie es mal war. Also man hatte die Möglichkeit, Musik zu hosten, Musik zu teilen, sich über Musik auszutauschen. Dafür haben die eben einen ganzen Strauß bestehender Datenstrukturen. Also es gibt eben die Musiktitel, es gibt Alben, es gibt Playlisten und so weiter. Und es gibt dort die Idee, diese Strukturen eben auch zu benutzen, um Podcasts zu verwalten. Also Playlisten könnte man dafür ganz gut benutzen. Die einzelnen Titel sind also die einzelnen Podcast-Episoden und die Alben sind zum Beispiel die Podcasts selber. Also da sind die so am Überlegen, wie kann man vorhandene Strukturen dafür benutzen und das Ganze noch ein bisschen aufbohren, dass man es benutzen kann. Das Ganze scheint noch sehr früh zu sein. Ich habe in so eine Art Chat-Dienst reingeguckt, der da wohl Matrix heißt. Claudia, vielleicht weißt du da noch mehr zu. Ist das so, kann man das in etwa mit Rocket Chat und Slack vergleichen, ganz grob, Mattermost, so diese Richtung? Ja, ganz grob, genau. Also sowas, ja. Wir verwenden zum Beispiel auch Matrix für die Organisation von der Privacy Week mittlerweile. Mhm. Ja. Ja, also da gab es dann eben so Besprechungen sozusagen, wie man diese Dienste fürs Podcasten anpassen kann. Und da gibt es einen ganzen Haufen Ideen, dass man also zum Beispiel den Feed durch dieses Netzwerk, durch den Server selber erzeugen lässt. Das heißt, du könntest also dort deinen Podcast anlegen, dort deine Episoden anlegen und hostest eben dort komplett deinen Podcast. Du bräuchtest also, wenn das so läuft, keine andere Webseite dafür bauen. Es soll aber auch die Möglichkeit bestehen, dass du deinen Feed dort reinkübelst und dass die Daten also nicht gespiegelt werden, sondern die vorhandenen Daten einfach weiter benutzt werden. Und da merkt man eben sehr deutlich, dass man über eine freie Szene redet, finde ich, weil da genau diese Sachen, über die wir immer wieder diskutieren, geschlossene Plattformen und dass das hier alles von Anfang an sehr offen gedacht wird. Also wenn man jetzt in einem freien Netzwerk ohne weiteres Getöse mehr oder weniger selber hosten kann und hat da alle Mittel, das auch weiter zu vernetzen, das klingt schon jetzt ziemlich cool. Aber die sind da noch sehr am Anfang, sind so in Konzeptionsarbeiten, Konzeptionsdiskussionen. Einen Zeitrahmen habe ich da nicht gefunden, aber es klingt sehr spannend, was da kommen soll. Also wenn ich da kurz nochmal nachfragen darf, ich bin ja immer noch Last.fm-Nutzerin, ne? Irgendwie die Letzte auf Erden, habe ich mir das Gefühl. Vor allem, weil ich den Quantified Self-Aspekt so schätze, dass ich mir dort Statistiken angucken kann, was meinen Musikkonsum angeht. Und genau das wünsche ich mir ja schon seit Ewigkeiten für Podcasts. Ich weiß, dass einige Podcatcher das auch haben, aber Overcast hat das halt zum Beispiel nicht. Und weißt du, ob das dann auch dort mit implementiert werden würde, dass man zum Beispiel weiß, ich habe in diesem Monat so und so viele Stunden gehört, davon waren so und so viele Stunden der Podcast und so weiter. Also sowas hätte ich halt total gern. So als Feature fürs Podcasten habe ich es nicht gesehen. Ich würde mich aber nicht wundern, dass es, wenn es zum Beispiel für die Musik schon implementiert ist, was ich nicht weiß, vielleicht auch nicht, dann würden wahrscheinlich diese Features da sie ja bestehende Strukturen nutzen wollen, wahrscheinlich auch übergreifend bereitgestellt werden, könnte ich mir gut vorstellen.
Es gibt von dem Entwicklerteam, also die sind halt total verteilt, ja, also es sind auch ein ganzes Teil Leute aus den USA dabei. Also ich war halt bei einem dieser Treffen dabei, so ähnlich wie der Lars jetzt eben zuletzt. Und da haben sie halt gerade eben mal so Erhebung gemacht von, was ist jetzt eigentlich interessant für welche Zielgruppe, also Leute, die nur hören oder Leute, die selber halt auch Podcasts anbieten wollen und so weiter. Und die haben eigentlich, ich suche jetzt gerade, wo genau, haben die eine relativ gute Übersicht, welche Features sie schon angedacht haben, welche in Umsetzung sind und welche noch kommen sollen. Und die machen auch immer wieder so Umfragen. Ne? Hey Leute, was interessiert euch denn? Was sollen wir dann als nächstes dann mal angehen? Und falls das da jetzt noch nicht auf deren Liste ist, kann man es da ziemlich sicher irgendwie reinreklamieren. Also wie gesagt, die sind da sehr offen halt auch für Feedback und waren auch sehr, sehr dankbar für Feedback halt aus der europäischen Community, weil wir ja jetzt ja halt auch mit Urheberrechtsreformen und den kommenden Änderungen damit ja halt auch nochmal ganz andere Voraussetzungen letztendlich haben als Leute, die jetzt halt in den USA sitzen zum Beispiel. Ne? Also wenn wir jetzt dran denken, ich weiß jetzt gerade nicht, was jetzt der aktuelle Stand für Deutschland, für Österreich ist. Ich muss zugeben, ich habe da dann irgendwie das letzte knappe halbe Jahr oder die letzten 4 Monate zugegebenermaßen ein bisschen verpennt, mich ganz aktuell zu halten, weil wir ja zumindest in der Richtlinie, oder nicht in der Richtlinie, steht ja zumindest drin, ne, dass eine Plattform, die entweder so und so viele Nutzer hat oder so und so alt ist, ne, also ich glaube maximal 3 Jahre alt ist, ne, dass die dann halt im konkreten Fall Artikel 13, dann 17 Upload-Filter eben einbauen soll. Wie das jetzt dann konkret geregelt wird, ne, ob das dann halt auch wirklich überall so ist, müssen wir dann gucken. Aber es kann halt einfach sein, dass wenn du halt einen Server betreibst, auf dem dann halt Funkwell läuft, dass du den halt einfach nach 3 Jahren zum Beispiel schließen müsstest. Ne? Und dann halt irgendwer anderer macht dann halt irgendwo anders wieder einen neuen auf und alle ziehen um. Wäre jetzt halt so eine Option. Ne? Und einfach, dass sowas dann halt schon in der Entwicklung von so einer Community-getriebenen Software eben mit bedacht wird, ist ja dann auch irgendwie sinnvoll. Das klingt wie diese spontanen Clubs, die es da wohl in dem frühen Berlin mal gegeben hat, die dann irgendwie so aufpoppten, irgendwie ein paar Tage da waren und dann wieder verschwanden, bevor das Gewerbeaufsichtsamt kam und irgendwie für Ordnung oder Unordnung sorgen konnte. Nicht für Ordnung sorgen konnte. Dann sind sie halt irgendwo anders wieder aufgemacht. Das ist so mal, was ich so gehört habe. Ich war nie in sowas drin, aber die haben auch irgend so ein. Nee, das wird zu laut. Nein! Ich wäre ja gerne da. Ich fände es ja toll, wenn ich sowas genießen könnte, aber das ist mir einfach immer viel zu laut. Und viel zu viele Menschen. Ich bin das. Nee. Naja, egal. Du warst gerade auf dem Kongress mit 17.500 Menschen. Ja, das schrieb ja jemand. Das ist das Mega-Ereignis, also das Treffen für alle Menschen, die Probleme haben, auf Menschen zu treffen. Und das stimmt auch irgendwie richtig, richtigerweise. Ja. Oh ja. Ja. Also das große soziale Ereignis für Sozialphobiker. Ja, Funkwellen. Genau, also die sind da fleißig am Dinge tun, dass das halt demnächst auch für Podcaster interessant ist. Und ja, ich bin da auch schon sehr gespannt. Danke, Lars, für dabei sein beim letzten Online-Treffen. Ich war nicht wirklich da. Ich habe es nachgelesen. Du hast dich nur durchgelesen. Ah. Ja. Also da keine falschen Lorbeeren in meine Richtung, bitte. Ich habe das erst später mitbekommen. Aber Lorbeeren kann er immer gebrauchen. Also immer her damit, kein Problem. Nee. Keine falschen Lorbeeren. Ja, außerdem, vielleicht treffen wir uns dann einfach beim nächsten Online-Treffen da. Wenn ich das rechtzeitig mitkriege und Zeit habe, bin ich gern dabei. Ja, genau. Werfen wir das gerne mal zu dann, also wenn das wieder anliegt. Ich retute das eh immer fleißig auf Mastodon. Ich bin ja immer so selten auf Twitter. Ja, das meinte ich mit Henne-Ei. Ich habe zwar einen Account, aber ich gucke da viel zu selten rein. Ja, eben. Ich kann so nicht arbeiten. Das habe ich befürchtet. Ja.
So geht mir das ja mit euren sonstigen Kanälen. Da guck ich ja immer nicht so richtig rein. Naja, aber wir werden schon irgendwie zueinander finden. Und ihr werdet auch zueinander finden, ganz bestimmt. Wahrscheinlich schaffen Dankeschön. Wir das. Ich muss ja eh vom Lars noch hören, was jetzt hier mit seiner Geschichte wird. Da bin ich aber noch nicht zugekommen. Außerdem ist das nicht meine, sondern unsere Geschichte. Ja, du hast dir die Judith da gleich Nee, wir haben rekrutiert. Uns gegenseitig gleich. Es war ja, ich hatte schon. Zwar damals die Idee eines Grundstocks, der aber ziemlich doof ist. Und beim Kongress ist ja sehr spontan eine Idee entstanden, die das vollkommen auf den Kopf stellt. Und ich habe allein an dem Gedanken wahnsinnig viel Spaß. Jetzt muss man mal gucken, Ideen sammeln und da vielleicht mal was draus schreiben. Wobei ich selber Geschichtenschreiber nicht gut bin. Wir schauen mal. Ich sehe schon, ich werde dann mit Potsdam einfach auch... Gibt ihr uns Unwissenden so. Vielleicht einen ganz kleinen Hinweis, worum es jetzt gehen könnte? Nein. Ist okay. Kommen wir zum Wetter. Nein, also die Idee möchte ich jetzt noch nicht verbrennen. Nee, das auf keinen Fall. Aber die Kurzfassung ist, ich hatte beim Kongress halt auch eine Schreibwerkstatt gegeben, halt so ein kreatives Schreiben einfach für Nerds. Und da war dann tatsächlich auch der Lars da. Und tatsächlich auch die Judith, und die haben dann irgendwo im Nachgang hatten die eine Idee für eine Geschichte, wo ich ihnen schon gesagt habe, die will ich aber unbedingt lesen, und ich sehe gerade schon kommen, dass ich dann beim Potsdok einfach wieder eine Schreibwerkstatt machen werde. Sonst kriege ich diese Geschichte ja nie. Das ist ja... Genau, du musst einen Honigtopf aufstellen, richtig. Ja, genau. Okay. Nein, du musst es auch nicht preisgeben, Lars, das ist völlig richtig. Aber diese Einordnung macht die Sache etwas leichter verständlich, worum es überhaupt geht. Ja, diese konspirativen Gespräche hier. Konspiratives Kichern hier. Ja, ja, das fehlt noch, das Kichern. Wird schon. So, kommen wir zu einem anderen Kichern. Wir hatten gerade schon im Gespräch mit Christiane erwähnt, das Softwarepaket R wie Rechnen oder so. Ein Statistiktool, mit dem man auch natürlich Daten analysieren kann, die irgendwie aus dem Podlove herausfallen. Der Tim Süß hatte da irgendwas getwittert und der Sebastian hat sich das mal angeguckt. Was hast du gefunden? Ja, ich beschreibe nochmal, um was es geht. Also im Publisher gibt es ja eine Statistikfunktion, der ja so einige Sachen mitloggt in der MySQL-Datenbank. Und genau, der Tim Süß hat jetzt einfach einen in der Programmiersprache, die speziell für Statistiken ganz gut und Grafiken geeignet ist, das Tool Podlover geschrieben, das quasi, wenn man diese Daten exportiert aus seiner Datenbank, dann nochmal so zusätzliche Statistiken rauswirft und mit dem man dann quasi nochmal so ein paar mehr Analysefunktionen hat, um die ganzen Sachen einzuordnen, wie die Statistiken quasi funktionieren, also Verläufe über die Zeit, also wie Episoden sich entwickelt haben, ob sie sich identisch zueinander entwickeln von den Abrufen und so weiter und so fort, welche Quellen. Und da hat er im Sendegate auch ein paar Beispiele mal dazu geschrieben. Ich weiß nicht, er hatte auch mal nach einer Datenspende gefragt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das noch aktuell ist. Aber da gibt es auch nochmal einen Thread, könnt ihr ja nochmal nachfragen, ob er da noch Daten haben möchte. Ansonsten entwickelt er da sehr fleißig dran und genau, ja, praktisch habe ich es mir leider noch nicht geschafft, mir das genauer anzuschauen, aber das macht alles einen sehr soliden Eindruck und wer da Bedarf hat an mehr Statistik, wird da sicherlich fündig werden. Podlover, wie schön. Der Name. Podlover. Ja, dankeschön. Also wer noch mehr analysieren möchte, als die Standard sowieso schon aus, das Standard Dings da ausspuckt, der kann dann da vielleicht noch Tools finden. So, und jetzt Trommelwirbel. Macht der Sebastian gleich weiter mit seiner... Ja, der Grund, warum ich selber nicht so viel Zeit hatte, lag unter anderem daran, dass es eine neue Standalone-Version gibt. Yay. Von Studio Link. Ja,
gehe ich mal auf Moment, die Moment, Liste. Moment. Sehe ich das richtig? Das ist die Beta-Version in der Version 20? Das kannst nur du. Super. Naja, das ist eine Jahreszahlenkonnotation. Das heißt 2020 okay. Und 01 für Januar. Ah, du machst das wie Windows. Wow. Windows macht so wie ich. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ich konnte das verwechseln, das Hello-Ei-Dingsbums, ja. Ja. Also komm, bitte, ich halte mich jetzt mal raus. Bitte erklärt mir Windows 10. Aber ich dachte, wir gehen irgendwann nochmal schlafen in den nächsten 3 Wochen. Nee, also Studio Link. Genau, also die erste Sache ist der Smart Screen, also unter Windows, jetzt sind wir wieder bei Windows, da taucht meistens so eine blaue Fehlermeldung auf, die dann sagt, hier, ihr Computer wurde geschützt, wenn man die Standalone aufrufen will zum ersten Mal. Und dann kann man da eigentlich nur auf Nicht ausführen klicken. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann gibt es da so ein ganz kleines Feld mit weitere Informationen. Wenn man darauf klickt, dann öffnet sich eigentlich erst der Dialog, dass man wirklich ausführen kann. Das kann man wegkriegen, wenn man sehr viel Geld zahlt. Wenn man ein bisschen Geld zahlt, dann kriegt man es auch irgendwann weg, aber nur, wenn genügend Leute auf das halt ausführen. Deswegen würde ich euch einfach darum bitten, selbst wenn ihr jetzt das nicht unbedingt die Standalone benutzt, weil ihr jetzt Ultraschall im Einsatz habt und einen Windows-Rechner habt, dann führt das einfach mal aus. Das hilft mir, eine Reputation aufzubauen und dann ist das Ding hoffentlich bald komplett weg. Das ist der erste Punkt. Also der Windows-Download ist jetzt signiert. Da steht dann auch mein Name als Herausgeber drin. Dann ein ganz spannender Punkt für diejenigen, die Telefongespräche oder Telefoniegespräche führen, zum Beispiel über die Fritzbox oder einem Anbieter wie Zipgate, Dust.net und quasi die Zugangsdaten eingetragen haben in der Standalone. Die können jetzt auch den G722-Codec nutzen. Das passiert im Hintergrund alles automatisch, wenn der unterstützt wird. Dann klingt das Ganze nicht mehr nach 8 Kilohertz, sondern nach 16 Kilohertz. Das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied und macht auf jeden Fall dann mehr Spaß, als wenn man da mit 8 Kilohertz dem Standard-Telefonie-Codec arbeiten muss. Entspricht natürlich noch bei weitem nicht dem Opus-Codec mit 48 Kilohertz, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Hat ein bisschen gedauert, weil ich da, also technisch war es leicht umzusetzen. Die Problematik an der ganzen Geschichte waren Lizenzen. Das konnte ich jetzt irgendwann den gordischen Knoten da lösen und ja, jetzt kann ich es auch mit anbieten. Ja, dann die nächste Funktion, das hatte ich, glaube ich, noch vor Weihnachten angekündigt. Es gibt jetzt ASIO und Direct Sound Support unter Windows als Treiber, Auswahlmöglichkeit gerade für Audio Interfaces der professionelleren Schiene. Die benutzen ganz gerne eigene Treiber und dann ist das Ganze auch etwas latenzärmer und stabiler. Und das kann man eigentlich auch jetzt ganz gut nutzen. Also bisher habe ich da kein negatives Feedback mehr gehört. Das scheint gut zu funktionieren. Lars, nimmst du auch schon wieder über ASIO auf? Oder? Nee, ich bin jetzt tatsächlich gerade mit Ultraschall zugange, okay. Aber die Standalone-Version habe ich ja auch schon ausgiebig im Einsatz gehabt. Ja, und dass die jetzt direkt so mit dem Pult spricht, wie das Ultraschall auch tut, das ist sehr, 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 sehr cool. Ja, ich habe da noch einen Punkt offen, gerade was so Stereo-Übertragungen angeht, der wird dann hoffentlich in der nächsten Version dabei sein, sodass man auch mehr Kanalsachen auswählen kann und im Ausgang auch vielleicht mal auf andere Ausgänge wechseln kann. Da muss ich nochmal schauen, das kostet noch ein bisschen Zeit, aber ist so ein bisschen zumindest auf der Agenda schon mal drauf. Ja, dann gab es im Bereich On-Air, also mit der Standalone kann man ja auch jetzt schon seit einiger Zeit Live-Sendungen machen. Da gab es allerdings noch so ein bisschen das Problem, dass Konfigurationsänderungen ja immer so einen Neustart des Streams erfordern. Das musste immer händisch gemacht werden. Jetzt macht der Stream das auch automatisch wie unter Ultraschall. Also ist jetzt ein Komfortmerkmal mehr dabei. Dann gab es einen fiesen Bug, der so ein bisschen die ganze Spurenzuordnung, wenn man mal Gespräche aufgelegt hat, wieder neue dazugenommen hat, dann so ein bisschen die Anzeige der
Pegel durcheinander gebracht hat, das ist auch behoben. Dann unter macOS 10.15 Catalina gibt es ja jetzt diese Notarisierungspflicht, dass also Apps, wenn sie nicht notarisiert sind, halt nicht direkt ausgeführt werden können, sondern muss irgendwie ganz kompliziert über System, Security und dann Ausnahme und Erlauben. Bisschen nervig das Ganze. Das ist jetzt auch Geschichte mit der Standalone. Die ist jetzt notarisiert. Das heißt, die sollte sich ganz normal öffnen lassen. Man muss zwar immer noch den einen Dialog bestätigen, dass die halt aus dem Internet heruntergeladen ist, aber das kennt man ja wahrscheinlich nicht anders von Apps, die nicht aus dem App Store stammen. Ja, da ein bisschen aufpassen. Es gibt speziell für die älteren Systeme eine nicht notarisierte Version. Da habe ich also im Download einen Unterschied drin. Wenn ihr also irgendwas zwischen 10.9 und 10.14 benutzt, macOS, dann könnt ihr die nicht signierten benutzen. Ich habe heute auch noch einen Bug-Report bekommen, wo ich vermute, dass es an der signierten Version oder liegen könnte. Also wenn es da Probleme gibt mit Abstürzen, könnt ihr auch mal testen, ob die nicht signierten Versionen dann halt mit dem Umweg über trotzdem erlauben, besser funktionieren. Da werde ich dann die Tage nochmal, sobald ich mir das genauer angeschaut habe, sicherlich ein Update rausbringen, wenn ich das noch einkreisen konnte. Ja, dann gibt es jetzt auch die Option offiziell Mixed Input Channels. Das bedeutet, man kann ja jetzt in der Standalone die einzelnen Eingänge auswählen. Manchmal hat man aber das Problem, dass man vielleicht zu zweit an einem Interface sitzt oder ähnliches und dann gerne zwei Kanäle auswählen möchte. Das geht jetzt insofern, dass jetzt quasi alle Eingangskanäle mit dieser Option gemischt werden. Dadurch hat man natürlich lokal zumindest keine Mehrspuraufnahme. Das ist so ein Workaround, weil ist eigentlich jetzt noch nicht so wirklich offiziell unterstützt von mir. Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachgrübeln, wie man solche Setups erschlagen kann. Im Prinzip würde ich aber bei größeren Setups lokal dann doch schon eher dazu tendieren, dass man sich vielleicht mal Ultraschall anguckt, weil das ist jetzt eigentlich so nicht der Weg der Standalone, da jetzt noch sehr viel mehr Features einzubauen, wenn es um solche komplexeren Routing-Situationen geht. Eine Routing-Matrix. Ja, die Ultraschall schmeißt sie raus, du baust sie ein. Ja, das wäre jetzt. Ja, das ist Nachhaltigkeit, weil es Wiederverwendung, klar. ja, eine gute Idee, mal gucken. Remote-Logging, ja, das ist ein Punkt, punkto Datenschutz. Ich habe ein Problem mit Feedback. Also ich kriege sehr selten, sehr spät Feedback und dann auch meistens, wenn es Gäste oder Gästinnen sind, die nicht mehr erreichbar sind, dann auch gar keins mehr zum Schluss. Und deswegen habe ich mich jetzt, also ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich das mache und auch datensparsam mache, aber dann doch dazu entschlossen ist, mal zu versuchen, indem ich halt einige Log-Meldungen, die bei mir in der Standalone generiert werden, mir zu einem Server schicke. Und versuche die halt so gut es geht zu filtern, auch gerade was IP-Adressen und so weiter angeht. Da habe ich relativ genau versucht zu beschreiben, was da eigentlich passiert, auch mal so ein Musterauszug, was mir eigentlich übermittelt wird, mit drangehängt. Ja, klar, es sind sehr viele Metadaten, daraus kann man sicherlich auch Dinge ableiten. Aber es hilft mir halt enorm zu sehen, was für Probleme auftreten und denen ich mich dann auch näher widmen kann und wie weit diese Probleme auch verbreitet sind, ob das dann Einzelfälle sind oder ob das wirklich größere Windows-Versionen betrifft oder ja, und welche Windows-Versionen überhaupt noch im Einsatz sind. Das ist eigentlich auch immer ein interessanter Punkt, ob man da noch Zeit hat oder Zeit aufwenden sollte, diese noch zu testen. Sind leider erschreckend doch noch viele Windows 7 Versionen unterwegs, kann ich jetzt schon sagen. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Irgendwann hatte man jemand auch so eine Analyse gemacht, da war irgendwo noch so ein Windows 3.1 für Workgroups oder so unterwegs. Tatsächlich und allen Ernstes im Einsatz. Also wundere dich nicht. Ja. Ja, warte also mal ab, bis die auf den U-Booten anfangen zu podcasten. Genau. Also das Kurioseste bisher in der Meldung war, dass man quasi tatsächlich an den, also ich logge auch die Audio-Interface-Namen und die werden tatsächlich je nach Sprache halt auch unterschiedlich dargestellt. Das heißt, ich kann dann sogar ableiten, ob da ein spanisches System gerade im Einsatz ist oder nicht. Fand ich auch sehr, sehr spannend.
Ist auch natürlich so ein offener Punkt, ne? Was ist mit halt unterschiedlichen Spracheinstellungen? Also bisher habe ich nur Systeme mit Englisch und Deutsch, und wenn es da natürlich mal Probleme gibt, warum auch immer, kann man sicherlich was konstruieren, aber das ist dann halt ein wertvoller Punkt, ne? Also wenn ich dann merke, das trifft halt nur diese Systeme, da ist mir insbesondere aufgefallen, dass vor allem halt diese fest verbauten Audiochips, die halt in den Laptops sitzen, halt wirklich anscheinend sehr anfällig sind für Audioaussetzer. Und da bin ich jetzt auch gerade dabei, so ein bisschen zu gucken, ob ich da noch irgendwas tun kann oder ob das ein Problem ist, was man einfach leider akzeptieren muss. Hm. Okay. Jetzt habe ich gerade schon wieder was Spannendes Neues gelernt. Okay. Ja, also zum Teil rauschen die halt wie Sau, oder sie machen halt irgendwelche Audioaussetzer. Das ist tatsächlich gerade so ein bisschen spannend. Bisher nur unter Windows, aber also Mac scheint da nicht so anfällig zu sein, weil das natürlich auch eine geschlossene Plattform ist und die sich wahrscheinlich da ein bisschen mehr Mühe geben. Wobei das Rauschen, glaube ich, beim Mac auch vorhanden ist, wenn man da diesen Built-in-Input nutzt. Da tun sich alle nicht so viel. Gerade wenn man da saubere Gespräche haben will, ist schon so ein bisschen USB-Audio-Hardware, Zusatzhardware eigentlich der einzige Weg, um das so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Ja, das waren eigentlich so jetzt auch die großen Sachen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon einige Bugs berichtet bekommen, also gerne, wenn ihr Fehler habt, behaltet ihn nicht für euch. Meldet mir so früh wie möglich, dass das ein Problem ist, weil es gibt nichts Nervigeres, irgendwie nach 3 Monaten eine Meldung zu bekommen und festzustellen, okay, huch, das hat jetzt doch ein paar Leute mehr betroffen. Oder da sind tatsächlich sogar Aufnahmen kaputt gegangen. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Also haltet euch da nicht zurück. Es ist super nett, dass ihr immer versucht, vielleicht lokal die Probleme selber erstmal zu analysieren. Das könnt ihr auch gerne weiterhin machen, aber überwindet ruhig mal den Punkt und kommt auf mich zu. Das wäre super. Der Sebastian sagt tatsächlich danke, dass wenn man sich ein bisschen ausweint. Das ist aber dieses Denken ist mir ja auch immer noch so ein bisschen also fremd. Du schenkst uns diese Software, also im Moment ja immer noch, und dann soll man dir aber sagen, wenn was nicht funktioniert, man soll sich dann quasi bei dir beschweren kommen und sagen, geht aber nicht. Und das freut dich. Und das ist irgendwie so. Ich würde ja sagen, das ist ein Geschenk, verdammt. Du bist, wie es ist. Naja, es bringt ja auch nichts, wenn da jetzt irgendwie jemand frustriert ist, weil die Aufnahme kaputt ist oder so. Und dann, sag ich mal, im Endeffekt hätte ich sie vielleicht sogar noch retten können oder ähnliches. Dann sehe ich das schon in meine Verantwortung. Ich meine, ich habe diese Software entwickelt und ich möchte, dass sie benutzt wird. Und wenn es da Probleme gibt, dann bringt es ja nichts, wenn das nicht bei mir ankommt. Dann kann ich es auch nicht verbessern. Und dazu ist ja die Beta-Phase da, damit ich Sachen verbessern kann. Ja, ja, klar. Das große Problem ist, ihr helft mir ja auch insofern damit, weil ich könnte sicherlich den ganzen Tag nichts anderes machen, wie auf verschiedensten Systemen Studio Link zu testen. Das wäre ein Vollzeitjob. Das kann man gar nicht leisten, weil diese ganzen Konstellationen, also ich kann eine Matrix aufbauen mit x verschiedenen Testvarianten von Windows Version X bis Y, Patch Version und so weiter und so fort. Das geht nur so, dass das draußen getestet wird. Deswegen ja auch dieses Logging, dass ich jetzt auch wesentlich schneller gucken kann, wie kann ich das versuchen nachzustellen und was sind die Rahmenbedingungen, wo das aufgetreten ist. Und das ist unheimlich wichtig. Das geht leider nur so, insbesondere wenn man jetzt nicht unbedingt ein riesiges Q&A-Team noch im Rücken hat, was einem da diese Bugs reportet. Ja, das ist die Entwicklerdenke. Das ist eben ein bisschen anders, als der Normalo so denkt. Und ich finde das ganz, ganz großartig, dass du das eben so positiv einsetzen kannst. Super. Schön, schön, schön. Und danke bis hierhin schon mal. Ja, alles, gerne. Was du da reingesteckt hast. Super. Okay, dann kommen wir weiter und kommen schon direkt zum Glückkalender, oder? Ja.
Und der Blühkalender liegt in den bewährten Händen von Lars. Ja, der heute an seinem etwas chaotisch verlaufenden Tag da zwischendurch dran rumgefuddelt hat. Also ich weiß nicht, ob es fehlerfrei und komplett ist. Wir schauen mal. Hier sind also wie immer die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate. Die Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate und auch die Liste der Podcast-Meetups. Der erste Termin ist jetzt wohl nur für die Live-HörerInnen interessant. Das ist das Hannover Podcast Meetup. Das findet statt, nämlich morgen am 17. Januar ab 17.30 Uhr im Heim W. Dann gibt es das Leipziger Podcast Meetup. Das findet statt am 22. Januar. Veranstaltungsort ist der Bayerische Bahnhof. Los geht's hier um 20 Uhr. Am 31. Januar gibt es den Pod-Äppler. Der soll nun in unterschiedlichen Städten stattfinden. Dieses Mal ist Mainz dran. Da trifft man sich im Haddox um 19 Uhr. Am 6. Februar geht es dann nach Düsseldorf. Da ist das Podcast-Meetup Düsseldorf. Das findet statt im Super 7000 oder wie man das auch immer sprechen mag. Beginn ist auch hier um 19 Uhr. Dann geht's nach Berlin. Da gibt es am 13. Februar das February Berlin Podcasting Meetup. Das ist im The Venue Berlin und beginnt um 18.30 Uhr. Angesetzt sind hier auch mehrere Vorträge. Dann gibt's wieder ein Funheim, dieses Mal am 15. Februar in Mannheim. Los geht's mit einem Treffen um 10 Uhr in der Dynamostraße. Über den Tag werden dann das Technoseum, das ist ziemlich cool, und das Planetarium, das ist auch ziemlich cool, besucht. Infos gibt's im Web unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Dann geht's in die Schweiz, nämlich nach Bern. Da gibt es vom 21. bis zum 23. Februar 2020 das 10. Sonor Radio und Podcast Festival. Dazu gehören Wettbewerbe und Workshops. Veranstaltungsorte sind hier das Kino Rex und das Museum für Kommunikation. Dann geht's wieder nach Leipzig zum Leipziger Podcast Meetup. Das gibt es wieder am 26. Februar ab 20 Uhr wieder im Bayerischen Bahnhof. Und dann springen wir auch schon in den März. Da wird am 19. der Deutsche Podcastpreis verliehen, und zwar im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Weitere Infos, Uhrzeit und so weiter, habe ich da noch nicht gefunden. Dann schauen wir mal über die Landesgrenzen hinweg. Auch in Großbritannien ist da mal wieder was. Am 28. und 29. März gibt es dort das Podfest Birmingham. Große Überraschung, das ist in Birmingham. Das Podfest fasst eine Reihe von Einzelveranstaltungen zusammen. Veranstaltungsorte sind hier die Town Hall und die Symphony Hall. Dann springen wir nach Portugal. Da gibt es in Lissabon vom 29. bis zum 31. März die Radio Days Europe. Infos gibt es unter radiodayseurope.com. Das hat, merkt man am Namen schon, einen ziemlich starken Radiobezug, aber auch Podcasting wird hier Thema sein. Dann gibt es auch wieder ein Podruhr. Das findet statt am 3. April um 19 Uhr. Dann nochmal in Raum 158. Infos gibt es hier immer unter podruhr.de. Und dann kann man noch nach Frankreich reisen, nämlich nach Rennes. Da gibt es wieder das Podrennen. Das findet statt am 11. und 12. April. Das Programm ist da noch in Vorbereitung. Zu ziemlich allen Veranstaltungen gibt es auch Links und so weiter. Die findet man im Sendegate auf der Terminseite. Die sind nicht alle einfach vorzulesen. Das erspare ich euch dann. Und wenn man hier einen Termin genannt haben möchte, einfach dort mit ins Wiki eintragen. Dann ist der nächstes Mal hier mit dabei. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Vor ein paar Minuten hat der Herr Runte, der Thorsten Runte, der Organisator vom Podcamp, eine Twitter-Nachricht geschrieben, beziehungsweise ein Verweis auf Facebook ist das nur. Und da steht drin, gute Nachrichten, das Podcamp 2020 findet in diesem Jahr statt. Der genaue Termin wird bald bekannt gegeben. Ich glaube, wir hatten darüber spekuliert, dass das Podcamp gar nicht stattfindet dieses Jahr. Wir werden gerade eines Besseren belehrt. Nehmen wir das auch schon mal quasi in die Terminkiste mit auf. Ach so, okay. Mein letzter Stand war, dass da schon Termin war, aber okay. Es gab einen Termin, es gab einen Termin, den hatte ich auch schon seit geraumer Zeit in meinem Kalender, und dann haben wir in Essen mal gehört, dass das eben nicht stattfinden würde. Und das, was Martin gerade gesagt hat, ist mir jetzt auch völlig neu. Ah, okay, spannend. Alles klar. Tickets gab es ja noch nicht wahrscheinlich dann.
Nee, es gibt, ja, der Veranstalter sagt, der Termin wird erst noch bekannt gegeben, deswegen wird es noch keine Tickets geben. Ich habe das weitergeschickt über den Account vom Sendegarten. Also da könnt ihr zu Facebook hin und gucken, was der Thorsten da geschrieben hat. Also viel mehr ist es aber auch nicht. Okay, ja, dann warten wir mal ab, was da kommt. So ist es. Okay. Apropos Zeit, die ist schon ein bisschen fortgeschritten und deshalb überspringen wir heute einfach mal die Setzlinge und kommen mal direkt zu den Blütenschätzen. Blütenschätze, das sind Sachen, die uns in der letzten Zeit irgendwie ins Auge gefallen sind oder ins Ohr gestoßen sind sozusagen. Sachen, die irgendwie Aufmerksamkeit erregt haben. Das kann ein Podcast sein, muss gar kein Podcast sein. Und da fragen wir einfach immer so quer durch die Runde, wer denn was hat. Und der Zufall will es, dass der Lars hier als Erster in der Liste steht. Lars, hast du einen Blütenschatz für diese Sendung? Ja, von wegen Zufall. ich habe mir zwei Projekte aufgeschrieben heute als Blütenschätze. Ja, eigentlich sind es irgendwie drei. Streichen wir das, ich komme nochmal rein. Also, der erste Blütenschatz ist eine Geschichte von Jörn vom Schasen. Der hat einmal bei What's in Your Pants in der Folge Jahresrückblick und so und einmal bei Och Menno beim Kongress eine Geschichte erzählt, wie er für Rainbow Tours Podcast-Episoden aufgenommen hat. Und ja. Ich habe bei beiden Gelegenheiten und ich habe beides mehrfach gehört inzwischen. Ich lache jedes Mal Tränen. Das ist auf jeden Fall ein Blütenschatz, wenn man mich so zum Lachen bringt. Das muss ein Blütenschatz sein. Also eine tolle Geschichte und so schön erzählt bis ins Detail. Und es lohnt sich auch durchaus, beide Varianten zu hören, weil in beiden Varianten sind Details drin, die in der jeweils anderen auch ein bisschen fehlen. Das ist sehr, sehr schön. Dann ein bisschen ernster geht's zu im Projekt Denkangebot. Das hatte ich hier ja schon mal genannt, auch als Blütenschatz. Dieses Angebot höre ich weiterhin nach und finde so, gerade jetzt bei den Folgen, die ich jetzt rausgesucht hatte, Folge 1 und 2 tatsächlich. Die Folge 1 ist Polizeigesetze und Folge 2 ist Hass und Gewalt im Netz. Und da finde ich also die Aufarbeitung und auch die Betrachtung des Themas aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehr, sehr, sehr gut. Gibt teilweise noch Facetten, an die ich vielleicht noch nicht gedacht habe oder wo ich sage, Mensch, ist eine Sichtweise, die teile ich vielleicht nicht, aber kann man trotzdem so sehen. Finde ich einfach ganz wunderbar breit aufgestellt, gefällt mir sehr, sehr gut und deswegen ist das Denkangebot mit diesen Folgen auch ein Blütenschatz dieses Mal. Dankeschön. Dankeschön dafür. Der Zufall will es, dass jetzt auf der zweiten Karte hier ein Blütenschatz von einem Hörer aufgeschrieben ist, der Hörer Georg, der hat uns nämlich was geschrieben. Ich lese mal vor. Die kommt schon am 2. Januar, diese Mail, und da steht, liebes Team vom Sendegarten, zu spät, aber umso begeisterter ergab sich am 31.12. mein Podcast-Jahreshighlight. Das Jugendtheater, für das ich arbeite, hat vor einigen Jahren auf meine Initiative hin einen Podcast gestartet, mit Blicken hinter die Kulissen. Bisher wurde das Format von meinem Kollegen Hans produziert, seit diesem Herbst wird er aber von unseren beiden 19-jährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Franziska und Tanja verstärkt. Und eben zum Jahresende haben sie ihre erste Folge komplett alleine gestaltet, worüber sie unter anderem zu Beginn auch reflektieren. Genauso wie darüber, warum sie sich überhaupt ehrenamtlich engagieren und warum sie von Podcasts fasziniert sind. Kurzum, mein definitiver Blütenschatz 2019. Der Podcast heißt Beyonddeckbühne.at. Beyonddeckbühne. Beyonddeckbühne.at. /45-NG-43-alles-neu-macht. Das war jetzt gerade ein sehr lautes Geräusch auf meinen Ohren. Ist da was umgefallen? Ja, der Kater ist auf meinen Schreibtisch gesprungen und hat Dinge umgeworfen. Es tut mir leid. Alles klar. Also ist niemand sonst verletzt. Das ist gut. Nein, noch nicht.
Nein, nein. Der Gregor, der das geschrieben hat, grüßt vom Gemeinwohlgeplauder. Gemeinwohlgeplauder.org ist die Webseite. Aber der Podcast, von dem er spricht, ist der neugierig.beyonddeckbühne.at. Ich glaube, das schreibe ich in die Shownotes, sonst können wir das hier nicht vernünftig kommunizieren. Vielen Dank, Gregor, für diesen Jahresblütenschatz 2019. So, wer kommt denn als Nächster? Ach, guck mal, da bin ich. Ja, dann muss ich weiter labern. Ihr habt es so gewollt. Mein Blütenschatz, er hat diesmal nichts mit Podcast zu tun, sondern mit dem Kongress und ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich habe den Ulrich Kelber, unseren Bundesdatenschutzbeauftragten, auf einer 36C3 Bühne gesehen, also nicht live, sondern im Video, und war sehr, sehr beeindruckt von dem, was dieser Mann da so erzählt hat. Also ich hatte das Gefühl, er hat einen sehr, er sprach vielen Anwesenden aus der Seele, und das ist für jemanden, der auf der Bundesebene tätig ist und sehr viele andere Dinge gleichzeitig irgendwie im Kopf bewegen muss, finde ich schon sehr beeindruckend, dass er eine sehr klare Sprache hat und in den Dingen auch sehr pointiert ist und sehr ausdrucksstark ist, und auch in der Fragerunde hinterher hat er also sehr klar durchblicken lassen, dass Datenschutz etwas ist, was alle angeht, was man durchaus mit einer gewissen Entspanntheit betrachten kann. Man muss das nicht verbissen betrachten oder bearbeiten, aber mit einer gewissen Sorgfalt. Und das, wie er sich da dargestellt hat und wie er auch dem Kongress sich gegenüber gezeigt hat, nämlich dass er sagte, er bedauere, dass er noch nie da gewesen sei, hat die Einladung da zu diesem Talk sehr gern angenommen und hat für den nächsten schon angekündigt, dass er mindestens mal 2 Tage da sein wollte, um sich in verschiedene Bereiche auch mehr umgucken zu können. Da ist irgendwas entstanden und das war richtig schön anzusehen. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ulrich Kelber auf einer Bühne vom 36C3, und der Vortrag ist natürlich auch bei media.ccc.de zu finden. Der heißt Weichenstellung. Das ist ja vielleicht auch ein guter Titel dafür. Der Sebastian hat gerade... Nein, ich habe nicht gesehen. Das war der eine, den ich tatsächlich gerne live gesehen hätte. Und es ging halt leider nicht, weil mein eigener Vortrag zur selben Zeit war. Das war doof. Aber dann hat er dich ja auch nicht sehen können. Wie schlecht, ja. Ja, ach, ich glaube, er weiß, was ich da... Also, da ist er wahrscheinlich deutlich mehr informiert als ich, was die Sachen halt angeht. Aber dem Ulrich Kelber folge ich schon sehr lange auf Mastodon, und da kommt er halt auch sehr sympathisch, sehr aufgeklärt, sehr auf einer Wellenlänge rüber. Also kann ich auch sehr empfehlen. Da ist er halt auch sehr bereitwillig zu Informationen und Austausch auf Mastodon. Also wie gesagt, er hat seinen Account auf bond.social, man findet ihn. Und ist auch sehr unaufgeregt. Also ne, ist kein Kreischer, kein Lärmschläger, sondern er macht da einfach einen sehr, sehr ruhigen, einen guten Job. Und ich glaube, diese Art und Weise kann auch Menschen überzeugen, die vielleicht dem Datenschutz bisher sehr kritisch gegenüberstehen. So nach dem Motto, das macht ja alles kaputt, oder Datenschutz ist Täterschutz und was es da so alles an furchtbaren Vorwürfen gibt. Also ich glaube, er ist jemand, der das wirklich überzeugend auch verkaufen kann. Mhm, genau. Das war... ihn mal so auch in diesem ganzen Setting da zu erleben. Ich fand das toll. Mich hat das richtig angerührt irgendwie. Ja. Christiane, hast du einen Blütenschatz zufällig? Irgendwas, was dich in letzter Zeit angesprochen hat? Ja, habe ich. Ich habe sogar zwei. Zum einen Blütenschatz, den habt ihr ja auch schon mal in der Sendung gehabt. Und zwar habe ich ja auf dem Kongress die Gesche kennengelernt. Und ich habe schon so peripher wahrgenommen, auch durch euch, dass sie einen Podcast gestartet hat über Gewicht, also über Übergewicht vor allem. Und ich habe mich bisher immer gescheut, den zu hören, weil das ein Thema ist, was mich selber betrifft, mit dem ich mich im letzten Jahr wirklich nicht beschäftigen wollte, aus diversen Gründen. Und jetzt im neuen Jahr ist alles frisch und ich konnte mich dem mal so ein bisschen stellen und habe den dann auch endlich angehört und bin da sehr, sehr begeistert. Weil sie spricht mir wirklich so aus der Seele in so vielen Belangen und ich habe mich da sehr verstanden gefühlt und werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich finde das ganz, ganz toll, was sie da macht. Ja, also das ist eine Sache. Wollt ihr dazu noch irgendwie
Nö, okay. Dann mache ich gleich weiter. Was wollen wir jetzt noch besprechen oder so? Das Punkt ich dachte, vielleicht kommt noch ein Kommentar von euch oder so. Ach, geh ich habe nur heftig genickt und das hört wieder keiner. Okay, dann habe ich noch einen zweiten Tipp und zwar eine Podcast-Folge, die ich gestern erst gehört habe vom Podcast Feuer und Brot. Einer meiner Lieblingspodcasts, wo sie ja ganz viele Themen aus feministischer, intersektional-feministischer Perspektive betrachten. Und in der Folge 45, die ich gehört habe, ist jetzt die neueste, ging es um das Thema White Saviorism, warum gut gemeint oft nicht hilfreich ist. Und ja, da geht es eben besonders um weiße Personen, die sich berufen fühlen, nach Afrika zu fahren, weil sie der Überzeugung sind, ihre Hilfe wird da jetzt alles ändern und ist das Einzige, worauf das Land Afrika mit ganz dicken Anführungsstrichen gewartet hat. Und das ist eine Folge, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, die vieles in nochmal einem anderen Licht erscheinen lässt. Und deswegen möchte ich die sehr, sehr empfehlen. Ich finde den Podcast sowieso genial und die Folge nochmal ganz besonders toll. Schön, das klingt gut. Danke sehr, danke sehr. Gerne. In seiner Studio-Link, oder nee, das war vorher noch, irgendwann hat Sebastian im Laufe des Abends gesagt, das wird ja demnächst alles besser werden und hat damit einen gewissen Teaser ausgesprochen. Ich weiß nicht ganz genau, was er damit meinte, aber es könnte mit dem Blütenschatz zusammenhängen. Sebastian, was hast du denn da? Ja, heute wurde sehr stark gebaggert vor meiner Haustür und das hat unter anderem damit zu tun, dass tatsächlich hier jetzt Fiber to the Building, also Glasfaser bis ins Haus, Realität wird. Ich hatte ja auch nicht mehr damit gerechnet. Ich muss umziehen. Ja, also tatsächlich betrifft es auch sehr lustig, weil das betrifft tatsächlich jetzt hier nur Haushalte, die unter 30 Mbit versorgt sind. Alle anderen sind erstmal ausgeschlossen. Also wer mehr hat, der wird quasi davon ausgenommen, zumindest was die Förderbedingungen angeht. Ja, also das wird hier jetzt Realität. Das Mikrokabel-Rohrbündel habe ich schon gesehen, wo nachher die Glasfaser eingeblasen wird und dann bis ins Haus. Und ja, also ich habe bis heute, wo die Bagger angerückt sind, auch nicht mehr damit gerechnet, dass es wirklich so schnell Realität wird, weil es war von 4 Jahren die Rede und es hat da auch schon verschiedene Pläne gegeben. Aber ja, so ein wenig Zukunft hat jetzt begonnen und das startet schon mal das Jahr in schon mal ganz gut für mich und das ist ein schöner Blütenschatz, sodass wir dann hoffentlich dann nicht mehr auf irgendwelche LTE-Verbindungen angewiesen sind, sondern auch dann hoffentlich, ja, sofern der Provider jetzt nicht Probleme hat, mal gucken, wie der sich schlägt. Aber da wird es dann vielleicht auch irgendwann mehr Auswahlmöglichkeiten geben, weil es ja auch, ja, zur Not, vielleicht gibt es dann irgendwann ein bisschen mehr Vielfalt mit Providern, wo man sich dann noch andere Glasfaser einblasen lassen kann von einem anderen Provider und auf der Infrastruktur aufgesetzt wird. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut geplant, also so wie man das eigentlich haben will. Kriegst du dann auch einen gläsernen Router zu Hause aufgestellt? Nee, das mache ich alles selbst. Also den vom Provider kriegen wir nicht. Das, da bin ich eher ein bisschen, ja, da möchte ich schon eigene Hardware haben, bevor ich da jetzt irgendwie einen Provider-Router nehme. Die kommen wir eigentlich selten ins Haus. Aber schon so, dass dein Router, letztendlich, wo du deine Endgeräte anschließt, dass der dann direkt per optischer Verbindung? Ja, genau. Oh, genau. Oh. Wow. Mein Gott, das fühlt sich ja richtig modern an. Richtig, ja. Lux. Also das ist auch in Gegend hier ist das gerade tatsächlich in vielen Nachbarorten auch der Fall. Das sind teilweise unterschiedliche Unternehmen und teilweise kommen die wohl jetzt auch gerade aus Schweden oder so, wo halt irgendwie gerade wegen Bodenfrost halt nicht gearbeitet werden kann. Ach so, ich dachte, Schweden wäre schon fertig, einmal quer durch. Naja, die können halt da gerade nicht, genau, die können gerade dort nicht arbeiten und hier ist gerade ja überhaupt gar kein Bodenfrost und deswegen der Boden ist auch super weich, also die sind dem Zeitplan auch um Monate voraus quasi schon, weil die einfach so gut durchkommen. Sind auch ziemlich fit, also da.
Was? Glasfaser und die Planungen sind Monate voraus? Hä? Ja. Das ist wirklich ein Blütenschatz, muss ich sagen. Alter. Zum Schluss hier, der nochmal so ganz neuen Maßstab gesetzt. Also ich weiß auch nicht, welche Gesetze. Also es wird einfach aufgebuddelt und die Glasfaser reingeschmissen, was irgendwie über Jahrzehnte oder Jahre jetzt gar nicht denkbar war. Und es wird einfach gemacht und der Anschluss kostet 100 Euro einmalig, also der Hausanschluss in dieser in der geförderten Variante, wenn man jetzt sich gleich dafür entschlossen hat, also auch relativ human. Also allerdings, das ist eine Falle, das ist doch eine Falle. Ja, also wie gesagt, bevor die Bagger da waren, hätte ich auch gedacht, das wird nichts, aber ja. Schatz, wir müssen umziehen. Ja, mal schauen. Also ich bin mal gespannt, die müssen ja auch die ganze Infrastruktur hochziehen, weil das gesamte, also ich habe den Link mal verlinkt, da ist auch so eine Karte dabei, wie das bei uns jetzt so in Kreis Mittellöke aussieht. Da sieht man schon, dass die wirklich einiges an, ich glaube irgendwie über 40.000 Kilometer Glasfaser wird insgesamt verlegt werden müssen. Auch das Symbolbild ist aber auch schon großartig. Landschaft, ein paar Kühe und im Vordergrund ein abgeknicktes Netzwerkkabel. Cut-Stecker, so krass. Herrlich. Herrlich. Yay! Zukunft. Also. Ja, das schauen wir mal. Gut, ich hoffe natürlich für alle anderen, dass es auch irgendwie dann Hoffnung macht und dass es vielleicht auch woanders jetzt vorangeht, das wäre echt zu wünschen überall. Ja, ja, ich bin mal gespannt, was die Telekom und so weiter jetzt machen wird, weil sind ja eigentlich bekannt dafür, dann irgendwie nachzuziehen, aber das stelle ich mir relativ schwer vor, weil die natürlich jetzt auch schon alles aufgebuddelt haben. Ne? Aber naja, gucken wir mal. Haben die jetzt mit diesem Blödsinn aufgehört, dass andere Bauträger irgendwie in offene Gruben mit reinarbeiten dürfen? Es gibt da noch so viel Blödsinn. Also ich glaube, gerade die Telekom macht ja auch sowas wie, oder dass halt irgendwie, wenn jemand den Ausbau schon beantragt hat, kann ihn aber irgendwie ohne Kosten dann nach Jahren wieder zurückziehen. Dafür ist, glaube ich, die Telekom auch ganz, ganz häufig geliebt. Und dann Gemeinden dann von solchen Förderungen teilweise ausgenommen sind, weil sie ja eigentlich ja schon ausgebaut werden sollten. Aber wenn die Telekom natürlich dann wieder einen Rückzieher macht, dann gibt es da Probleme und dann sind die Gemeinden wieder außen vor. Hm. Naja. Ja. Naja, okay. Egal, das ist eine gute Nachricht und mit dieser guten Nachricht beenden wir jetzt diese Ausgabe des Sendegartens. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Und das Ende des Sendegartens bedeutet immer die große Dankesrunde. Die große Dankesrunde geht vor allen Dingen natürlich an die Hörenden, an diejenigen, die noch live dabei sind. Keine Ahnung, im Chat hat sich so langsam das Volk verzogen. Es ist auch schon spät, die müssen wahrscheinlich auch alle morgen arbeiten. Aber schönen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es ist eine Menge los gewesen heute im Chat. Vielen Dank. Wir sind alle müde hier. Ja, einer ist noch da, das ist schön. Ich bin irgendwann aus diesem Chat rausgeflogen und kam auch nicht mehr rein. Also, Ja, der ist manchmal ein bisschen, der macht, was er will. Was sind dann so die, wie heißen die? Die beim Auto die Kabel durchknabbern. Marder. Das waren nicht die Kalorien, das sind die Kleider enger nähen nachts. Ja, genau, das sind die anderen. Genau. Also lieben Dank für alle die jetzt hier heute Abend schon uns das Ohr geschenkt haben, aber lieben Dank natürlich auch an die souveränen, zeitsouveränen Hörerinnen und Hörer und auch die inhaltssouveränen Hörerinnen und Hörer. Auch Dank an die schon abgeschaltet haben und das jetzt gar nicht mehr hören, aber der Dank soll euch trotzdem irgendwie erreichen. Und natürlich geht der ganz große Dank an diejenigen, die hier mit ins Mikrofon reingesprochen haben und vor allen Dingen zunächst einmal an die Gästin des Abends, nämlich an die Christiane. Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, Christiane. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Prima, das ist schön zu hören.
Das freut mich. Herzlichen Dank auch an den Lars, der noch es geschafft hat, quasi irgendwie von der Autobahn direkt in die Sendung zu kommen. Dankeschön dafür. Ja, so reingefallen in die Sendung. Ja, schön auch dabei zu sein. Freue mich aufs nächste Mal. Super. Ganz herzlichen Dank an den Sebastian, der trotz widriger Umstände die Zentrale natürlich aufrechterhalten hat. Vielen Dank an dich. Ja, sehr gerne. Und demnächst, ne, da, ich weiß gar nicht, wie wir damit umgehen können, wenn die Daten da durch dein Glas fliegen, dann leuchtet wahrscheinlich halb Nordrhein-Westfalen auf dem Weg dahin. Großartig. Und ich danke der Claudia natürlich, dass sie wieder dabei gewesen ist und so viele schöne Beiträge und Gesprächsinhalte mitgebracht hat. Dankeschön dir. Danke auch. Und wir alle danken den Hörenden und sagen an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.